Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Rocket Science Kanal. Mein Name ist Florian und ich freue mich über jedes Abo. Spaß beiseite. Ich gucke mal, ob die Ausschläge passen. Machen das hier mal ein bisschen größer. Dann bin ich auch etwas lauter. Sehr schön. Hi. Schön, dass ihr da seid. Nicht so wunderschönes Wetter gerade, deswegen macht man sich auch da keinen Abriss, heute mal in einer Vorlesung zu sitzen. Mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Veranstaltungen so läuft. Mir ist zugetragen worden, dass ich fast die einzige Masterveranstaltung bin, die sowieso irgendwo online, hybrid oder irgendwas aufzeichnet. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz müssen wir mal gucken, wie wir das dann im Laufe des Semesters tatsächlich nochmal drehen. Ich werde vielleicht nicht heute, sondern vielleicht erst nächste Woche nochmal eine Umfrage machen, wie wir das handhaben möchten. Ob wir irgendwie zurück in den Hörsaal wollen oder ob wir das so weiterführen möchten, wie wir es jetzt gerade haben. Das steckt auch so ein bisschen euer Belieben mit drin. Ne? Wenn ihr sagt, nee, das ist jetzt eigentlich so gut und das finde ich auch soweit in Ordnung, dann ja, never change a winning team oder running system. Kann man sicher nicht so weitermachen. Wenn ihr aber sagt, nee, da habe ich einen ordentlichen Klemmer mit. Ich will in den Hörsaal, weil ich bin sowieso am Campus, weil die anderen Veranstaltungen finden ja auch irgendwo dort statt. Dann kriegen wir das auch hin, ne? Obwohl, naja, gestern war in Wolfsburg verkaufsoffener Sonntag. Ich wollte eigentlich nur fix nochmal los, eine Kleinigkeit kaufen. Maskenpflicht ist ja gefallen. Das ist schon, ich will nicht sagen beängstigend, aber ich glaube, ich persönlich brauche noch eine Weile, bis ich dann tatsächlich ohne Maske durch die Läden gehe. Das war sehr befremdlich in der manch einen Situation, wo dann Großfamilien auf einen zukommen und die ganze Zeit am Husten sind. Ja. Dann hallo an Kai, hallo an Fabian, hallo an die vier weiteren im Stream. So viele sind es ja offensichtlich gar nicht mehr, die es interessiert. Aber egal. Ich habe heute einen bunten Strauß an Blumen für euch vorbereitet, gepflückt, hätte ich fast gesagt. Wir gehen mal in demselben Tenor weiter, wie wir das jetzt die letzten Wochen ja schon kennengelernt haben. Bisschen was sicherlich aus der großen Weltwirtschaft als Beispiele und der Rest ist dann auch so ein bisschen Folie, ein bisschen Praxis. So dass wir da jetzt insgesamt immer ein bisschen mehr in Richtung, ja, Praxis, Anwendung von Simulationen, Verständnisaufbau von Simulationen, bis hin dann später sogar zu Hardware und Software in den Loop kommen. Dazu bedarf es aber so ein paar Fachausdrücke, dazu bedarf es so ein paar Methoden, die man kennen sollte. Und eine der wichtigsten, die steht ja tatsächlich auch bei uns im Titel mit drin, ist die Verifikation und auch die Validierung. Die habt ihr ja nun schon kennengelernt. Die haben wir letzte Woche auch miteinander verglichen. Und die sollte auch vom Vergleich her dann auch sitzen. Also das ist auf jeden Fall irgendwo eine Prüfungsfrage, in der genau dieser Unterschied beschrieben werden muss. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier so Nettes haben. No, das sieht gut aus. Die Verifikation haben wir schon geklärt. Ist das Ganze nicht irgendwo dasselbe? Und nein, natürlich nicht. Die sind unterschiedlich und wir wissen nun auch warum. Ja. Da macht es im Amerikanischen oder im Englischen ganz oft ganz, ganz viel mehr Sinn, Dinge auf Englisch zu beschreiben als auf Deutsch. Ihr kennt es von der Security. Ja. Da ist die Security und die Safety beides mal als Sicherheit definiert im deutschen Sprachraum. Ja, es ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn die Safety und Security, wie ihr ja wisst, die wird ja schon unterschieden. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe tatsächlich. Und wenn ich die irgendwie so, ja, allgemeingültig mit Sicherheit abstempel, dann werde ich beiden dieser Begriffe einfach nicht gerecht. Und das passiert in der englischen Sprache ganz oft, dass die für ein und dieselbe Vokabel im Deutschen vielleicht zwei, manchmal sogar drei unterschiedliche Wortlaute haben, die auch unterschiedliche Bedeutungen in ihrer Sache darstellen. Jetzt könnte man meinen, ja, dann lasst uns doch alles auf Englisch machen. Ja, könnte man. Ich habe bloß die Erfahrung gesammelt, dass gerade so im ersten Semester, einige von euch sind es möglicherweise, andere wiederum nicht, dieser Kulturschock mit, jo, wir haben jetzt hier ein Studium und das ist komplett auf Englisch, vielleicht ein bisschen zu groß ist. Aber deswegen haben wir die Umfrage am Anfang ja auch gemacht, für den
das dann eben wichtig gewesen wäre, hätte sich dort melden können und dann hätten wir irgendwie was hingekriegt. Ich denke, die Folien sind alle auf Englisch, das ist schon ein gute hybridisierter Ansatz, aber geht natürlich mehr, wenn man das möchte. Aber das seid ihr. Wenn ihr das haben möchtet, solltet ihr es auch bekommen. Dann müssen wir uns so ein paar Sichten einfallen lassen oder uns generell mal anschauen, was für Sichten denn so möglich sind bei der Verifikation. Und vor allem fokussiert jedes dieser Begrifflichkeiten ja auch irgendwo ein anderes Thema. Ne? Die Prozesssicht oder ne, prozessabhängig oder prozessrelevante Sicht und dessen Aktivitäten. Ne? Did we build the model right? Also haben wir das Modell richtig gebaut? Das ist natürlich eine Unterscheidungsmöglichkeit in Fragestellungsform für die Verifikation. Ne? Währenddessen man den Text dann so ein bisschen umstellt, dann relativ schnell auch bei der Validierung landet. Das sind so ein bisschen Eselsbrücken, die man sich dort aufbauen kann. Gibt sicherlich auch bessere. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr fokussieren. Aber klar muss uns sein, dass wenn wir irgendwo einen Prozess haben, den wir durchlaufen, dann ist das ganz oft auch die Verifikation, die damit verknüpft ist. Ne? To ensure that the product and the deliveries meet specified requirements before the final testing starts. Das ist, glaube ich, einer der Kernaussagen der Verifikation und dann eben ja Computermodelle, ne, sind hoffentlich eben auch konsistent mit ihrer Spezifikation. Wenn dem nicht so ist, dann würde die Verifikation fehlschlagen und danach wüssten wir es. Aber das ist peinlich. Und von daher sollte man schon darüber nachdenken, solche Überprüfungen, ob nun der Prozess richtig läuft, die Artefakte richtig aus dem Prozess rauskommen und so weiter und so fort. Da führt man idealerweise ein Gespür. Und dieses Gespür ist meistens auch richtig, wenn man merkt, es geht irgendwie nicht so toll voran. Dann Alarmglocken an, ein bisschen drüber nachdenken, was als nächstes notwendig ist, den Prozess vielleicht härten, Prozessschritte abweichen lassen, bewusst abweichen lassen und vielleicht die Spezifikation oder ähnliches dann nochmal angleichen. Oder letztendlich das System angleichen. Es gibt da immer ganz, ganz viele Freiheitsgrade. Es muss ja nicht sein, dass die Verifikation jetzt irgendwo was zeigt, dass das nicht ganz konsistent ist, aber welche Auswirkungen das hat, welche Folgen da möglicherweise daraus resultieren, das sind ja Fragestellungen und auch Antworten, die kommen nicht so wirklich aus der Verifikation raus, die sind eher in der Validierung angesiedelt. Ne? Sehr schön. Ne? So, dann mal technische Reviews. Nennen Sie mal drei Dinge, mit denen man eine Verifikation anstreben kann. Ne? Dann kann man so technische Reviews haben, da kann man so Business Reviews haben, vor allem eben auch Management Reviews. Das sind letztendlich, ja, wie der Name schon sagt, Reviews, wo ich genau resümiere, was in den Prozessschritten denn so passiert ist. Und wenn ich damit zufrieden bin oder auch die Gruppe zufrieden ist, das macht man üblicherweise nämlich nicht alleine, dann kann man da schon relativ glücklich sein. Wenn man aber irgendwo Teilnehmer in dieser Gruppe hat, die sagen, ich fühle mich unterrepräsentiert oder das passt mir doch nicht so und das sieht auch doch nicht so schön aus. Ne? Also idealerweise stimmen alle für ja. Wenn da einer nein sagt, dann muss er das begründen. Keine Frage. Aber auch wenn einer nein sagt, dann ist das nicht nur begründungspflichtig, sondern dann muss man auch drüber nachdenken, wie gewichtet man das jetzt. Ich persönlich habe da eine klare Haltung zu. Wenn einer sagt, nö, dann ist sowieso schon irgendwo Zwist vorprogrammiert. Gerade in Startup-Unternehmen ist das ja so, wo die Hierarchien wirklich sehr flach sind und dann trifft man sich morgens zum Stand-up-Meeting und dann sagt einer, nö, dann ist der ganze Tag quasi schon kaputt. Weil man trifft sich ja dann doch relativ häufig und dann, wenn man noch einen griesgrämigen Charakter dabei hat, der dann auch noch den Leuten das ordentlich aufs Brot schmiert, wenn man dann irgendwie doch die falsche Entscheidung im Kollektiv getroffen und nur einer da sitzt, ich hab's euch doch gesagt, ne? Ja, wie Grumpy Schlumpf oder so, ne? Ja, und Management, eieiei, das sind die tollsten Dinge. Also ich habe so schon so viele Projekte gesehen, so viele Arten und Weisen, wie man Projekte gegen die Wand fährt. Und das meiste, also wirklich from the bottom of my heart, gerade die Projekte an der Hochschule, die funktionieren alle nicht, weil die Mitarbeiter irgendwo Mist sind, sondern die funktionieren alle nicht, weil das Management und allen voran eben auch ja, Professoren nicht in der Lage sind zu führen,
nicht in der Lage sind, Projektmanagement zu machen, weil sie das nie kennengelernt haben. Ne? Dann war Professoren berufen, die sind zwar super in Mathe, aber die haben ein Projekt oder eine Fabrik noch nie von innen gesehen. Ist für eine Fachhochschule, glaube ich, echt das Schlimmste, was man sich antun kann. Man braucht ein bisschen Praxiserfahrung, man braucht ein bisschen was, worüber man auch mal erzählen kann. Ne? Bei mir da und da war das so und dies und das und jenes. Wenn man da das ganze Leben nur am Campus verbracht hat, ist das, glaube ich, auch nicht wirklich zweckmäßig. Aber egal. Ihr werdet genau diese Situation draußen dann auch irgendwann selbst erleben oder vielleicht habt ihr es schon erlebt. Diejenigen, die da oben in Charge sind, sind meistens die mit der wenigsten Ahnung. Das ist leider Gottes so. Das ist auch überall auf diesem Planeten so. Also da gibt es jetzt keine Kultur, die das irgendwo anders lebt. Ja gut, in Startup-Unternehmen weiß ich, dass da flachere Hierarchien sind, aber wenn es hart auf hart kommt, sitzt einer von denen eben mit einem Fuß im Knast und nicht alle. Und da muss man dann auch ganz bewusst auch abwägen können. Ja, und diese drei Schichten, die bedingen irgendwo einander. Ich kann nicht einfach nur sagen, ja, technisch funktioniert alles und Management ist scheiße und das akzeptiere ich so, sondern wenn ich das sukzessive mache, dann kann ich auch alle diese Probleme, alle diese Fehler, die in den unterschiedlichen Schichten auftauchen, ausmerzen. Ich muss es nur wollen, weil das, was wir hier besprechen, bedingt nicht unbedingt, dass am Ende auch eine gute Qualität meines Produktes oder meiner Dienstleistung rauskommt. Das ist wirklich hier reine Verifikationsebene. Anders sieht das aus bei der Validierung. Da habe ich dann wirklich auch eine Aussage und sage, nee, das funktioniert nicht oder es funktioniert erst recht oder erst recht nicht. Aber in Gänze will ich ja natürlich, dass mein Prozess und auch die Prozessqualität wie auch am Ende mein Produkt und meine Produktqualität stimmt. Jetzt haben wir schon wieder ein paar Begriffe kennengelernt, die ihr wahrscheinlich auch von Herrn Fühner schon mal beigebracht bekommen habt. Und naja, wenn zwei Veranstaltungen die gleichen Begriffe wählen, dann scheinen die auch wichtig zu sein. Ne? Also man sollte schon wissen, wie die Qualität definiert ist. Man sollte wissen, was eine Anforderung ist. Man sollte unterscheiden können zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen. Man sollte bei so einer Prozesskette sicherlich auch mal das V-Modell gehört haben. Mittlerweile noch viel, viel wichtiger, gerade in reinen Softwareprojekten, dann die Vorgehensweise nach Scrum, Kanban oder. Warum sage ich oder? Weil meines Erachtens nach man nicht einfach nur sagen kann, ich mache Scrum. Das ist falsch. Also es wird Leute geben, die genau das anders definieren und sagen, nein, es gibt nur den Scrum-Prozess und alles andere ist Mist. Depends, würde der Amerikaner sagen. Ich habe noch kein Projekt gesehen, wo Scrum hundertprozentig super gut passt, und ich habe aber auch noch kein Projekt gesehen, wo es nicht super gut passt. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Bei hardwaregetriebenen Projekten kann ich euch aber jetzt schon garantieren, wenn ihr das nach Scrum macht, werdet ihr nie fertig werden. Da muss man einfach zwischenzeitlich auch mal ein paar Meilensteine haben. Ja, so altertümlich nennt man das dann tatsächlich. So ein agiles Wasserfallmodell oder. Einfach auch mal Tage, an dem man festmacht, dieser und dieser Stand muss dort fertig sein. Egal was ist, wenn der Himmel in Flammen steht oder, an diesem Tag ist Deadline für diese und diese Funktionalität. Da kann ich nicht Sachen ausprobieren und hier nochmal eine Beta machen und da nochmal eine Beta, die dann irgendwann zur Final wird. Das geht bei klassischen Softwareprojekten relativ gut von der Hand, aber bei wirklich Hardware-Software getriebenen Projekten oder klassischen Hardwareprojekten kann ich das nicht empfehlen. Auch wenn das andere einem trotzdem so weiß machen wollen, die haben das wahrscheinlich noch nie durchlaufen, dann wirklich im Feld. Nee, also so ein paar Artefakte müssen da wirklich sein. Ansonsten hat man ja nichts, woran man sich irgendwo festigt. Ne? Dann war das Backlog und diese Woche machen wir das und dann machen wir nochmal dies und dann machen wir den Prototyp nochmal ein bisschen schöner. Und man hat immer irgendwo was zu zeigen, ja, aber im Steuergerätbau oder was auch immer. Ist schwierig zu zeigen, wenn ich dafür einfach 3 Jahre Entwicklungszeit benötige. Da gibt es Simulationen für, deswegen sprechen wir hier auch dafür, dass es durchaus Heilmittel gibt, um das Ganze so ein bisschen zu verbessern. Aber auch die Simulation ist schwierig in den Scrum-Prozess zu integrieren, weil der Kunde ja eigentlich irgendwas erwartet, was wackelt. Also irgendwas mehr oder weniger Finales. Kommen wir zur Validierung, ne? Did we build the right model? Also haben wir das richtige Modell gebildet? Und schon kommt eine andere Eselsbrücke zustande. Wenn man sich die beiden Dinge wirklich merkt, kann man sie wunderbar voneinander unterscheiden. Auch im V-Modell wunderbar voneinander verorten. Könnte zum Beispiel eine Klausurfrage sein.
dass man die einzelnen Schritte des V-Modells inklusive der Verifikation und Validierung vielleicht mal per Drag and Drop, ne, wenn es denn Moodle ist, oder per Eintragungen in einer physischen Klausur verorten kann. Ne? Also wo findet der Systemtest statt? Wo die Validierung, wo die Verifikation, was ist, wo ist die Anforderung, wo ist die Implementierung, wo ist der Modultest, bla 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 bla. Zweimal ein V-Modell sich angucken und dann hat man das eigentlich drauf. Ne? Auch wieder Produkt, das andere mal Prozess, jetzt sind wir auf der Produktseite, um das Ganze zu festigen. Und dort haben wir natürlich dann irgendwo Deliverables, die mehr oder weniger so den Erwartungen eines Kunden entsprechen. Was ist das denn jetzt nun schon wieder? Und das fällt uns in so einer Veranstaltung, glaube ich, auch mit am einfachsten, weil wir sind, ich zähle mich jetzt mal dazu, Studierende, die vielleicht Praxiserfahrung haben, aber vielleicht auch nicht. Und gerade an diejenigen, die keine Praxiserfahrung haben, wo sollen die denn jetzt tatsächlich wirklich herausfinden, was die Erwartungen eines Kunden sind? Geht tatsächlich einfacher, als man es denkt, denn ihr könntet ja auch der Kunde sein. Ihr braucht euch ja nur in die Lage versetzen. Wir bauen einen neuen tollen Toaster und der soll irgendwas besonders gut können oder er soll eine gewisse Qualität besitzen oder. Dann nehmt doch eure eigenen Anforderungen, eure eigenen Ideen dann einfach mit in die Waagschale rein. Wenn ihr ein Telefon baut, ein Smartphone und ihr seid ein totaler Verfechter von Klapp-Handys, weil ihr, keine Ahnung, besonders enge Hosentaschen habt oder gar keine Hosentaschen habt und irgendwo ne, auf klein, ihr wollt ein kleines Telefon haben. Wenn das euer Ding ist, ja, dann gebt das doch als Anforderung mit rein. Verfechtet das auch und sagt, ja, das ist die Zukunft, obwohl Klapptelefone schon mal da waren. Aber es kommt ja alles wieder, ne? Wie Schlaghosen aus den 70ern und so weiter und so fort. Nicht unbedingt immer das Beste, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Grundsätzlich einfach den Kopf einschalten, also zufälligerweise dieses Ding, was zwischen euren Ohren dort sich befindet, diese homogene Masse in der Schädeldecke, die einsetzen und dann kommt ihr eigentlich schon relativ weit. Da muss man nicht irgendwo den Stempel haben, dass man jetzt Product Owner ist oder irgendwie was anderes Edles, sondern jeder Einzelne hat eine Meinung dazu und jede einzelne Meinung ist meines Erachtens nach auch wichtig. Zumindest wichtig, sich mal anzuhören. Wenn man dann merkt, da kommt nur Unfug, weil irgendwie das technische Verständnis oder auch, weiß ich nicht, die Idee, die Philosophie, was man dort bauen möchte, das matcht nicht so, dann kann man dieser Person vielleicht zukünftig etwas weniger Vertrauen schenken. Es ist gelebte Praxis, aber wenn da wirklich was ist, wo sich jemand Gedanken gemacht hat und gesagt, also wenn wir das so und so machen, das ist unpraktisch. Dann muss ich immer diese Bewegung machen, auf Dauer tut das weh, lalalala, lalalala. Auf Produktebene. Jetzt auf Prozessebene. Ihr seid in der Fertigung. Oh, da kann man gut Geld verdienen, wenn man am Band bei Volkswagen sitzt und einfach nur irgendwelche Schrauben festzieht. Man kann aber noch sehr viel mehr Geld verdienen, indem man einen Verbesserungsvorschlag macht und man sagt, also das hier, das ist irgendwo ergonomisch nicht cool. Ne? Und wenn wir das und das und das machen, ich habe da mal was berechnet, dann sparen wir uns diese Schraube ein, weil die gleiche Festigkeit erreicht wird mit einer Schraube weniger. Dann hat man als Normalo vom Band, sage ich jetzt mal, den Doktoranden und den großen Abteilungsleitern ein Schnippchen geschlagen, weil die haben das in ihrer Planung eben nicht richtig hingekriegt oder feingranular hinbekommen. Und dann seid ihr dort der Held vom Erdbeerfeld und kriegt ein bisschen Kohle dafür. Findet eine Sicherheitslücke im Betriebssystem von Apple, kriegt ihr Kohle für. Findet eine Sicherheitslücke bei Amazon oder was auch immer, kriegt ihr Kohle für. Blöd ist halt bloß, dass die US-amerikanischen Unternehmen, wenn es denn eine Lücke ist, durch die ihr durchgegangen seid und habt irgendwie Zugriff auf Daten gehabt, dann habt ihr euch auch strafbar gemacht. Unabhängig, ob ihr da jetzt was aufgedeckt habt oder nicht, kann die ganze Geschichte dann auch etwas anders enden, dass ihr dann nicht Geld bekommt von Amazon, sondern dass die von euch Geld haben wollen. Ne? Also mal ein bisschen aufpassen, dass das beachtet das also grundsätzlich irgendwo so aus zweierlei Sichten, nicht, dass ihr da was aufdeckt, was auf einer Seite wichtig ist, auf einer Seite hattet ihr aber Zugriff auf Datensätze und schon ist das Ganze dann nach hinten losgegangen. Ist in Deutschland, glaube ich, schon das ein oder andere Mal passiert. Habe ich in den Medien mitbekommen, dass ja, Informatikstudenten irgendwo was entdeckt haben, haben das dann
gepriesen. Die Sicherheitslücke wurde dann sofort geschlossen und dementiert, dass sie jemals existierte. Stattdessen wurde der arme Wicht dann sogar noch verklagt, weil er ja diese Lücke ausgenutzt hat und damit Zugriff auf Kundendaten oder was auch immer hatte. Ne? Auch wenn er die nie eingesehen hat, auch wenn er die nirgendwo abgespeichert hat, auch wenn er nur Gutes wollte, das Rechtssystem ist ein kleiner Arsch. Das kann einen ganz schnell, ganz doll auf die Füße fallen. Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man was Gutes tun, auf der anderen Seite legt das dann irgendwie jemand so aus, dass man da der größte Bösewicht von allen ist. Ne? Gut, Computermodelle sollten konsistent mit den Systemen, das man analysiert sein oder analysieren möchte, eben auch sein. Wir sprechen letztendlich dann hier schon fast von Produkten, von Implementierungen, die nahe an dem Finalen sind. Ne? Dann haben wir noch Can Expert Distinguish Simulation Output from a System Output. Aha. Dann noch die Fragestellung, ob ein Experte wirklich auch erkennen kann, ob das jetzt aus meiner Simulation ein Output ist oder ob das aus meinem System rauskommt. Wenn ihr das nicht mehr unterscheiden kann, habt ihr alles richtig gemacht. Dann entspricht der Simulation nahezu den Ergebnissen der Realität. Ich sage bewusst nahezu, weil wir ja gewisse Dinge in der Simulation einfach nicht praktisch umsetzen können. Ne? Knarzgeräusche, mal einen Windkanal oder sowas, das sind halt physische Elemente, die wir draufknallen. Da wird es halt schwierig. Ne? Aber wenn der Experte wirklich die Ergebnisse nicht mehr voneinander unterscheiden kann, dann sind wir ziemlich nah an Perfektion und können das auch sehr, sehr bewusst mit geschwollener Brust so kommentieren. Hat das System alle Features, die wir definiert haben und auch alle Anforderungen, die wir definiert haben? Auch das ist ein Bestandteil der Validierung, denn da kommen Testfälle ins Spiel. Da kommen Überprüfungen ins Spiel, die wiederkehrend eine Funktionalität abarbeiten. Jetzt weiß ich, dass ihr so ein bisschen sicherlich im Unit-Test-Bereich, im Java vielleicht ein gewisses Maß an Erfahrung habt. Und dann hört es vielleicht auch auf. Es gibt so eine schöne Zertifizierungsprüfung. Ich will das mal irgendwo in Zukunft wieder anbieten, dass wir dort den Certified Tester machen. Das ist dann letztendlich Multiple Choice. Fragen, die man beantwortet, und wenn man das zu einem großen Teil richtig gemacht hat, bekommt man so ein schönes Zertifikat. Ja, mein Streben war mal, das irgendwie so als ein Wahlpflichtfach zu machen, weil verpflichtend finde ich das immer blöd. Kostet auch ein bisschen was, also nicht das Fach an sich, das man dann ablegt, sondern mehr die Zertifizierung. Da bin ich gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, wie auch meine Zukunft am Campus ausschaut, denn einige Fächer werden neuen Professoren zugegeben. Zufälligerweise vielleicht auch dieses, das ihr gerade hört. Also habt noch Glück gehabt, dass ihr das dann möglicherweise bei mir habt und nicht bei Gerd Bicker in Zukunft. Aber dann muss ich natürlich auch gucken, was ich für Fächer anbiete, und dann möchte ich das machen, was mir Spaß macht. Ich finde diesen ganzen Fokus mit Simulation, Testen eigentlich eine ganz dankbare Aufgabe und ja, würde dann auch vielleicht ein bisschen in die Zertifizierung einsteigen. Gut, nur dass ihr da schon mal so ein bisschen wisst, wohin die Reise geht, ne? Denn was ist dann jetzt Testen? Und Testen ist, wenn man ganz genau geht, nach Definition eigentlich der Validierungsansatz, den wir gerade kennengelernt haben, aber eigentlich auch der Verifikationsansatz. Also eigentlich beides. Wenn man auch die Begrifflichkeiten nicht kennt, würde man automatisch durch das, was man jeweils mit diesem Begriff verknüpft, auf die richtige Antwort kommen. Ja? Geht auf die Straße, drückt jemand ein Mikrofon in die Hand und sagt, was ist denn Testen? Ja, dann kommen ganz viele und sagen, das ist eine Überprüfung, ein Experiment. Es ist ein Soll-Ist-Vergleich. Und damit haben wir schon drei Antworten, die aus der Pistole geschossen kommen von wahrscheinlich jeder einzelnen Person, die ihr fragen werdet. Man hat ein Gespür dafür. Ne? Und wenn ihr, keine Ahnung, eine Hausmutter, nee, Hausfrau und Mutter da habt, die testet auch den ganzen Tag. Ich meine jetzt nicht irgendwie Teleshopping und testet dann, ob man in die Hose passt, das nicht. Sondern abschmecken beim Kochen. Also ein Koch testet mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Müsst ihr einfach diesen Prozess mal beachten. Der gibt ein Essen raus und der möchte natürlich, dass der Kunde glücklich ist. Klar wird vorher irgendwas abgeschmeckt. Das ist doch logisch. Das ist versalzen, ist nicht versalzen. Deswegen spricht man ja auch sprichwörtlich davon, wenn der Koch verliebt ist, dann sind eben die einzelnen Dinge irgendwo versalzen, weil er vergessen hat, dass nur eine Prise da reingehört. Ne?
Also, Testen umgibt uns alle. Jeder von uns macht das. Ne? Und wenn es wirklich nur das Prinzip der Überprüfung ist, man steigt morgens auf die Waage und guckt sich an und sagt, jo, scheiße. Und am nächsten Tag guckt man drauf und sagt, scheiße, scheiße. Und am nächsten Tag sagt man, scheiße, scheiße, scheiße. Ne? Man trinkt den ersten Schluck vom Kaffee und sagt sich, der ist vielleicht doch ein bisschen heiß gewesen. Gut, dass ich keinen großen Schluck genommen habe. Ist auch eine Art der Überprüfung. Wenn ich das so subtil, wie ich das sage, mache, ist es auch wirklich nichts anderes als eine Überprüfung. Beim Testen, und jetzt kommen wir auf die Begrifflichkeit, auf die ich eigentlich raus möchte, haben wir eigentlich einen Prozess dahinter. Der sagt, ich habe eine Testspezifikation, ich habe eine Idee, was ich testen möchte, ich habe eine Idee, wie ich es testen möchte, ich habe sogenannte Testcases oder zu Deutsch Testfälle, die ganz klar beschreiben, was zu tun ist. Das ist eine Checkliste. Das ist nicht, ich stehe morgens auf und mache das heute mal so und morgen mal ganz anders, sondern ich muss das wie so eine Checkliste abarbeiten. Ne? Gucke ich erstmal. So, Umgebungstemperatur sollte bei 20 Grad sein. Guckst du aufs Thermometer, sonst, ja, Haken. Luftdruck, ne, das und das. Alles klar. So, Fahrzeug steht in Position. Noch welche Marke auf dem, ne, entweder an der Felge und auf dem Fußboden, auf jeden Fall irgendwo, dass man das verorten kann. Check. So, dann Schlüssel rein. Zündung an, ne? Bremspedal durchtreten, Motor starten, Display gucken, hat da irgendwo eine Wischgeste oder was auch immer stattgefunden, ja, alles klar, abhaken, fertig, Testcase vorbei. Ne? Dann mache ich das mit dem zweiten Auto ganz genauso, mit dem dritten Auto ganz genauso, mit dem vierten Auto ganz genauso. Ne? Relativ simpel, relativ einfach. Jetzt spielen wir das mal auf Software. Ihr macht irgendeine Hausaufgabe. Ich gehe mal auf das Beispiel Rechnerstrukturen. Und ihr sollt da was machen. Nichts Tragisches im eigentlichen Sinne, aber ihr sollt da was machen. Und ihr schreibt da C-Code oder sowas und ihr ladet den hoch und dann wird der ausgeführt auf dem Server. Da werden Testcases ausgearbeitet und auch durchgeführt. Und am Ende wird eure Funktion, die ihr habt, schreiben sollt, mit einem bestimmten Input versehen und man hat daraufhin einen erwarteten Output. Und wenn der gleich ist, dann ist der Testcase bestanden und wenn der ungleich ist, ist er nicht bestanden. Und dann mache ich das mit der nächsten Gruppe und mit der nächsten Gruppe und mit der nächsten Gruppe und mit der nächsten Gruppe. Und immer wieder dasselbe. Und jetzt kommen wir schon so eigentlich automatisch in die Richtung, in die ich eigentlich wollte. Nämlich, das ist ein Prozess, ein wiederkehrender Prozess, wo wenn ich meine Testfälle so beschrieben habe, dass das nicht Wegwerfartikel sind, sondern dass ich die immer wieder verwenden kann. Und wenn ich ein zweites Produkt baue, was vielleicht nur im Kern ein bisschen anders ist. Nehmen wir mal Autos. Ich baue nicht nur ein Modell, so wie das Tesla ganz am Anfang gemacht hat, sondern ich habe jetzt plötzlich vier Modelle. Dann kann ich trotzdem einzelne Testfälle wiederverwenden, weil sich die Systemumgebung nicht geändert hat. Die sind allen vier gleich. Oder Prozessschritte, mache Lampe an und überprüfe, ob die dann auch an ist. Oder überprüfe in der Fabrik, wie lang ein Bleistift ist. Dann überprüfe ich eben ja auch jeden Bleistift nach den gleichen Charakteristika, nach den gleichen Schemata und muss dafür nicht 100 Millionen Testcases schreiben, sondern da reicht eine Handvoll. Und so, wenn man sich das so herleitet, kommt man ganz automatisch auf genau diese Begrifflichkeiten, auf die es ankommt. Es ist eine Überprüfung, yo. Es ist ein systematischer Ansatz, yo. Und er ist rekursiv durchführbar. So heißen, ich kann den immer wiederkehrend machen. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Wenn nämlich zwei Dinge zusammenkommen, zwei Module, und die sollen miteinander interagieren, da spricht man ja schnell vom Integrationstest. Und die Modultests sind dann meistens ja schon erledigt. Das kennt ihr ja auch, müsstet ihr ja mit JUnit oder ähnliches auch schon mal Berührungspunkte gehabt haben. Und dann lief alles tutti. Jede Komponente hat seine Unit-Tests alle bestanden. Und jetzt packe ich sie zusammen, zwei Komponente kommunizieren miteinander und werden gleichzeitig mit Strom versorgt und es crasht. Erst funktioniert es für sich, in Kombination funktioniert es nicht. Dann mache ich das jetzt so lange, also verändere diese einzelnen Komponenten so lange, bis es funktioniert. Und plötzlich merke ich, dass eine Komponente den Modultest nicht mehr positiv abschließt. Also habe ich was zum einen verbessert, weil auf Integrationsebene funktioniert es jetzt, aber dadurch leider Gottes auf Modulebene nicht mehr.
Das funktioniert nur, wenn ich immer wieder meinen Testprozess anstarte und immer wieder die einzelnen Stufen auch durchlaufe. Sonst verändere ich irgendwas auf Systemebene, was aber auch Einfluss hat auf die Module und die möglicherweise zu ganz, ganz kleinen Bedingungen dann irgendwo abweichen. Und das ist die große Kunst, ganz am Schluss eben diese Abhängigkeiten voneinander nicht einfach unter den Tisch zu kehren, sondern permanent mit einzubeziehen. Ich habe 500.000 Testfälle und die lasse ich alle abendlich durchlaufen. So. Automatisiert. Das muss dann keiner mehr mit Steckliste machen. Ne? Also so schlimm ist es dann doch nicht mehr. Und dann kriege ich, keine Ahnung, von den 500.000 sind 400.000 positiv, der Rest leider nicht. Oh, dann gucke ich mir das an. Aha, da und da könnte man nochmal was verändern, da und da könnte man was verändern. Und die nächste Nacht lasse ich wieder durchlaufen. Und plötzlich sind es 450.000, die gut durchlaufen. Und so weiter und so fort. Bis ich irgendwann diese lustige Null habe, nämlich keiner dieser Testcases ist fehlgeschlagen oder eben die 100%, dass alle meine Testcases bestanden sind. Das ist ein großes Anstreben. Ist auch eine komplexe Nummer. Wir werden uns das gleich noch genauer anschauen, dass das nicht so leicht ist und dass man da einige Tricks anwenden muss. Genau, der Test ist ein Prozess, wo man ein Programm zur Ausführung bringt und das Ganze eben, um Fehler zu finden. Das ist die Definition, die seit 1979 gilt, von Herrn Myers. Findet man in jedem Testbuch, findet man in jeder in jedem Schriftbild, in jeder Dissertation, in jeder Masterarbeit, die sich mit dem Thema Testen beschäftigt, kommt diese Definition vor. Ich führe etwas aus, um zu schauen, ob, also mit dem Hintergrund eigentlich Fehler zu finden. Wie passt das jetzt zusammen? Das eine ist eine Überprüfung und das andere ist ja wirklich ein bewusster, ich will was finden, ich will Fehler finden. Das sind so die für mich, ich sag mal, die Schweißhunde der Softwareentwicklung. Das sind die, die wirklich heiß darauf sind, was zu finden. Die die Nase wirklich in den Dreck stecken und sagen, hier irgendwo in der Software riecht's komisch, hier passiert, glaube ich, was, wenn ich das richtig trigger, dann geht das kaputt. Man muss einen ziemlich destruktiven Charakter haben. Also am besten sich richtig beömmelt haben früher bei SimCity, wenn man eine Tastenkombination gewählt hat und plötzlich Godzilla durch deine Stadt rennt und dann das auch noch geil findet. Sandburgen von Kindergartenkindern zertreten, wenn man das auch gerne macht, also so einen richtigen zerstörerischen Charakter, dann ist man eigentlich auch ein guter Tester. Wenn man da so ein bisschen weich ist, weich ist nicht schlimm, ne? Also ich nicht jetzt falsch verstehen, aber wenn man da so ein bisschen Mitleid hat mit, ach du arme Software, ach nee, da möchte ich jetzt nicht mit dem Hammer draufhauen oder nee, du armes Auto, dich möchte ich jetzt nicht mit 60 gegen einen Betonpfeiler fahren lassen, das tut mir im Herzen weh. Dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Dann macht das, um wirklich Fehler zu finden, um diese Fehler zu identifizieren, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass andere Personen, Entwickler in dem Fall, diesen Fehler ausmerzen und er dann nie wieder auftritt. Also es ist ein horrendes Ziel und es ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt ist es so, ich habe beide Stufen in meinem Leben mal eingenommen, mal Entwickler, mal Tester. Das hat mir immer mehr Spaß gemacht, aber es ist eine andere Sache. Wenn man sich dann in der Mensa trifft oder in der Cafeteria und da kommt ein Tester um die Ecke und sagt, ja, Pramme, hast du wieder Scheiße programmiert hier, ne? Ich habe wieder 5 Fehler bei dir gefunden, alles andere, deine Kollegen sind super und du bist scheiße. Das macht was mit einem. Entweder spornt es einen an und sagt, dir gebe ich nie wieder den Grund, mich so blöd anzumachen. Also ich mache alles nur noch 100% akkurat. Oder man knickt mit den Ohren ein und ist irgendwie tatsächlich sehr depressiv. Nicht gut. Menschliche Komponente bei allem, was ihr macht. Denkt immer mal dran, es sind Menschen. Euch kann es auch mal schlecht gehen. Wie ihr es sagt, ist immer wichtig und auch die Situation ein bisschen versuchen zu lesen. Dann seid ihr gute, meines Erachtens nach gute Führungskräfte. Dann seid ihr auch gute Kollegen. Denn wenn ihr andere Leute triezt, irgendwann kommt der Punkt, wo ihr mal nicht gut drauf seid. Und dann kann so ein kleiner Spruch, der vielleicht auch nur ketzerisch gemeint ist von jemandem, euch so richtig in die Weißglut treiben. Ist alles nicht notwendig, wenn man lieb zueinander ist. Also wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es meistens auch raus. Ja, deswegen und auch deswegen ganz genau werden Testteams und Entwicklerteams ganz oft separat gehalten.
Das ist so ein bisschen wie, naja, ne? Auf der linken Weide, da dürfen die Kühe sitzen und weiden, und auf der rechten Seite, da sind dann letztendlich die Stiere. Die machen nur Stress, die sind im Hormonhaushalt ganz blöd und ne, separiert man mal besser. So ein bisschen ähnlich kann man sich das beim Testen und beim Entwickeln auch vorstellen. Die Entwickler sollen sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihre Entwicklung voranzutreiben, Funktionen zu implementieren und Funktionen auch wieder zu verbessern, sofern ein Tester Fehler gefunden hat. Denn ein Tester beseitigt keinen Fehler. Er findet sie nur. Und deswegen auch diesen destruktiven Charakter. Da kann man sich mal freuen. Ey, ich habe schon wieder fünf gefunden. Aber nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du warst das, sondern hey, ich habe fünf gefunden, du machst die fünf raus und nächste Woche sind diese Testfälle, die ich hier gemacht habe, plötzlich alle go. Das heißt, ich kann mich auf nächste Suche begeben, nächste Fehlerfälle suchen, nächste Problemlösungen anstreben. Und so ist das ein immer werdender Prozess, den ich sowohl in der Simulation als auch in der Realität anwenden kann. Das ist also wichtig. Für meines Erachtens nach viel zu wichtig, als dass wir hier nicht drüber reden. Und meines Erachtens nach sogar so wichtig, dass man eigentlich auch so ein Fach im Master haben müsste, indem man sich mal explizit vielleicht mit solchen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Hardware und Software und deren Testumgebung beschäftigt. Ich versuche das hier so reinzubringen, ich versuche das hier auch so ein bisschen mit Spaß und Freude zu verknüpfen, aber eigentlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für später, wenn ihr dann in Unternehmen geht, denn ihr müsst ja diese Prozessketten auch kennen, ihr müsst sie verstehen und möglicherweise auch anwenden. Und genau deswegen machen wir das. Also es ist kein Luftschloss, das wir hier bilden. Eigentlich keins der Themen, das wir hier behandeln, ist irgendwo etwas, was man so vernachlässigen kann, sondern die Dinge kommen irgendwann und glaubt es mir, sie kommen wirklich auf euch zu. Und dann müsst ihr entsprechend dort auch euch positionieren können. Nein, wenn ein Programm eben sehr sorgfältig getestet wurde, also alle Fehler korrigiert worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort noch Fehler drin befinden, nicht viel kleiner geworden. Sie ist de facto kleiner geworden, ja, aber Fehler sind Rudeltiere. Und wenn ihr einen findet, dann guckt in der Umgebung nochmal nach. Dann werdet ihr merken, da sind noch mehr. Und es gibt keine Software, die fehlerfrei ist. Gibt es nicht. Sofern eure Software eine gewisse Komplexität erreicht hat, kann sie einfach auch nicht mehr fehlerfrei sein. Dafür gibt es viel zu viele Einflussfaktoren und Vektoren, die ja, behandelt werden müssten, die man dann einfach nicht unter den Teppich kehrt, aber wo man sich dann sagt, das hat jetzt keine hohe Priorität. Wir müssen auch irgendwann fertig werden. Testende-Kriterien sind ganz, ganz wichtige Kriterien, die muss man sich stellen oder die muss man sich auch setzen. Es hilft nichts, wenn ihr wirklich anstrebt, 100% Abdeckung, 100% alles korrekt, dann seid ihr Jahrmillionen beschäftigt. Und das vielleicht für ein Produkt, das nur 2 Jahre wirklich am Markt besteht. Also grundsätzlich aufpassen, ne? Aber das ist ein wichtiges Wort in Fett gedruckt, die Probability, das ist quasi die Wahrscheinlichkeit. Und Wahrscheinlichkeiten sind toll. Weil man kann sich zum einen dahinter verstecken, zum anderen kann man sie aber auch wunderbar nutzen. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Programm gut mit den und den und den und den Faktoren zurechtkommt, ist relativ groß. Mit den und den aber nicht so groß. Und jetzt kann man eine Entscheidung treffen. Mehr testen in denen, wo es nicht so groß ist, damit wir das angleichen. Oder sagen, ja, das reicht mir. Das ist mein tolerierbares Restrisiko. Das ist dann halt so. Wir produzieren jetzt mal Bananensoftware. Ist auch ein schöner Begriff. Die Banane, die reift ja beim Kunden aus, ne? Ihr kriegt eine grüne Banane und nach 2, 3 Tagen zu Hause wird die schön gelb. Wiederum 2 Tage später wird sie braun und dann irgendwann wird sie richtig eklig schwarz und schrumpelig. Das kann man mit Software genauso machen, ne? Und ich denke, das habt ihr alles schon kennengelernt. Teilweise habt ihr wahrscheinlich sogar schon für eine Alpha Geld bezahlt, die aus diesem Stadius auch irgendwie nie rausgekommen ist. Genauso gut, wie es dann eben auch Software gibt, die installiert man und die ist unspielbar. Was war jetzt das letzte? Cyberpunk, glaube ich. Ne? Geld für ausgegeben. Ich glaube, im PlayStation Store wurde sogar gebannt, weil es so fehlerhaft war, dass man es kaum spielen konnte. Das ist natürlich ein herber Schlag. Definitiv auch ein herber Schlag in die Testabteilung, weil die offensichtlich die wichtigen Sachen nicht erkannt hat. Und sich, aus welchen Gründen auch immer. Guckt euch Blockbuster an,
Ne? Man merkt einigen an, dass man vielleicht noch mal 2, 3 Wochen hätte investieren sollen, vielleicht ins CGI oder vielleicht auch ins Drehbuch oder vielleicht in beides. Hätte allen Beteiligten gut getan. Und so ist das bei allen Dingen auf diesem Planeten. Irgendwann kommt die Deadline, wir müssen fertig werden und dann wird das irgendwo zusammengepackt und mit einer Schleife versehen, was man gerade hat. Wenn der Prozess sauber durchgeführt worden ist, wenn der Prozess eine saubere Idee verfolgt hat, kommt man damit auch eigentlich relativ weit. Dann ist man mit der Deadline auch gut dabei. Nur es geht dann eben nur damit, ne? Die Korrektheit eines Programms kann aber eben nicht überprüft werden. Wir können nur überprüfen, ob die Funktionalität so ist, wie wir es uns wünschen. Soll ist zwar gleich, aber trotzdem kann das Ganze ja falsch sein. Das ist eine wichtige Grundsubstanz, die man auch verstehen muss. Ich kann noch so viel meine Testcases durchführen, 100% sein und habe trotzdem das Falsche überprüft oder das Falsche produziert. Ne? Ich sollte einen Wasserhahn bauen und habe ein Eckventil gebaut. Ist von der Idee her ähnlich. Das eine ist zum Schrauben und ziemlich klein, meistens in der Wand, wo man dann den Wasserhahn dran anschließt. Und das andere ist etwas, wo man üblicherweise ein Hahnsystem hat, wo man Warm- und Kaltwasser ja, miteinander vermischen kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich aber ne, die einen Anforderungen, ja, wir sollen das und das bauen und ihr habt auch etwas Ähnliches gebaut, was auch irgendwo ähnliche Testcases abdecken muss, aber nicht das ist, was der Kunde haben wollte, dann ist das blöd. Vielleicht müsst ihr mal selber gucken. Es gibt so ein geiles Bild für, ich glaube, Anforderungsmanagement, wo man eigentlich nur eine Schaukel an den Baum machen sollte. Und da kommen, glaube ich, 8 oder 9 unterschiedliche Lösungen bei raus, die sicherlich oftmals nicht ganz ernst gemeint sind, aber das widerspiegeln, was tatsächlich in der Weltwirtschaft passiert. Missverständnisse, vielleicht auch ein paar kranke Ideen, die dann dafür Sorge tragen, dass gewisse Funktionalitäten möglicherweise nicht so abgedeckt sind wie andere. Ja. Alle Kombinationen von allen möglichen variablen Werten, sowohl im Input als auch letztendlich dann ja auch im Output, müssten getestet werden. Und das geht nicht. Also, ich sage es immer so, dass es nicht geht. Natürlich geht das. Ich kann das machen. Wird sicherlich auch eine Prüfungsfrage. Aber das ist nicht zweckmäßig. Dann teste ich 40 Jahre etwas und ich komme einfach nicht ans Ziel. Ja? Also ja, ich kann 100% testen, aber das dauert dann ewig lange. Und ob das dann für mich noch wichtig ist oder nicht, das ist eben dann nochmal die Fragestellung. Ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht im Anfang der Veranstaltung. Hier ist es nochmal verinnerlicht. Ne? Ich habe so einen Addierer und ja, da habe ich die Addition drin und irgendwie die Exception, also den arithmetischen Overflow, den ich mit drin habe. Ich habe 2 Integer-Werte, 16 Bits, ne? Und damit relativ viele Möglichkeiten. Und ich bleibe jetzt einfach nur mal bei Ganzzahlen, also Ganzzahlen und nicht Vorzeichen behaftet. Da habe ich schon viele, 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 viele Fälle, die ich bei X und viele, 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 viele Fälle, die ich bei Y abprüfen kann. Und alle diese Kombinationen müsste ich überprüfen, wenn ich vollständig testen möchte. Und das ist nur eine Addition, die wir hier haben. Wir haben vielleicht 2, 3, 4, 5, 1000 bei uns in der Software drin. Und dann merkt ihr, wie komplex das dann irgendwann werden kann. Ich habe das mal für euch ausgerechnet gehabt. Ich habe es hier bei mir in den Notes auch mit drin. Ich denke aber, sowas sagt mehr als 1000 Worte. Ne? Ein kleines Exempel hier, wenn ich ein Decision Tree mache mit 10 binären Inputs, dann habe ich eine 2 hoch 10 Test Cases. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe einen Decision Tree mit 10 binären Inputs, also 2 hoch 10 Möglichkeiten, die sich ergeben und die müsste ich alle abtesten. Das ist schon eine Menge. Ne? Also 2 hoch 10 kann man mal machen. Ein genereller auf Korrektheit bezogener Test haben wir hier mal so ein Comparison, 2 Bytes, 2 mal 4 Byte Strings, die ich überprüfe. Das sind das 2 mal 64 Test Cases, die ich basteln muss. Test Cases. So, ein kleines Exempel. 2 hoch 64, das bleiben wir mal so, wie wir es gerade hatten. Und das ist ungefähr 1,8 mal 10 hoch minus 9, was dabei rauskommt. Wenn man sich das mal verinnerlicht,
ist es so, dass wir die manuell durchführen, ne? Also ein Testcase pro Sekunde, dann muss ich 58,5 Billionen Jahre warten. Ne? Billions in Amerika sind natürlich Milliarden, aber ne? Es wird nicht besser, auch wenn man da letztendlich mal drei Nullen wegstreichen kann. Das sind diese 1,8 mal 10 hoch 19 Sekunden. Ne? Da kommen Jahre bei raus. Jahre. Nur weil ich da 2 mal 4 Byte Strings vergleichen möchte. Zweites Szenario, automatisiert. Mit 1000 Computer parallel. Ja? Der gleiche Anwendungsfall, dann habe ich eben 10 hoch 10 Sekunden und dann sind es noch ungefähr 60 Jahre. Also, wenn man viel Zeit hat und was ganz Wichtiges analysiert, dann mag das vielleicht zweckmäßig sein, aber ich sage euch ganz ehrlich, in der Software, in der Hardwareentwicklung, da müssen solche Dinge flutschen. Da geht das nicht, dass wir irgendwie 3, 4, 5, 8 Jahre für irgendwas brauchen. Rockstar Games macht das vielleicht, aber wir müssen das irgendwie anders handhaben. Ne? Und wenn ich vollständig testen möchte, dann dauert das eben x lange. Und jetzt kann ich Testautomatisierung machen, nochmal 1000 Rechner dazu packen, noch eine AWS-Cloud dazu packen. Es wird besser. Aber es wird nicht auf 2 oder 3 oder 4 Stunden runtergebrochen werden können. Ne? Und ihr müsst auch bedenken, alles, was ihr dafür benötigt, kostet Geld. Eine AWS-Cloud ist nicht billig. Klar, einzelne Anweisungen vielleicht schon, aber in Gänze ist das dann nicht billig. Dann auch das Herstellen von eigenen Cloud-Infrastrukturen oder Serverstrukturen. Ihr müsst ja dann die Blades auch kaufen. Ihr müsst die irgendwo hinstellen, ihr müsst die kühlen, ihr müsst dafür sorgen, dass die Festplatten relativ häufig eben auch ausfallen und auch ausgetauscht werden müssen. Und so weiter und so fort. Also billig ist das alles nicht. So, dann haben wir Testspezifikationen, ne? Diese 2 auf 64 Testcases dort unten, die konnten wir natürlich jetzt schon mal verorten. Und unprepared and undocumented tests are pointless. Also da kommt man zu gar nichts. Wenn ich das also nicht spezifiziert habe, nicht weiß, was ich testen muss und nicht weiß, was ich bereits getestet habe, dann komme ich nicht auf einen grünen Ast. Das ist wichtig. Und das soll so ein bisschen als Mahnbeispiel dienen, wenn ich sowas mache, dann mache ich es richtig. Das heißt, ich habe einen Prozess, der hat eine Spezifikation, der hat eine Testfallspezifikation, in dem es idealerweise keine Doppelung gibt. Weil warum soll ich zweimal das gleiche abprüfen? Und da fangen wir dann schon an, wenn wir dann 1000, 2000, 3000 Testcases haben und merken, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar das gleiche überprüfen. Dann ist das vergeudete Liebesmühe. Da hat man dann 3, 4, 5 Minuten für die Erstellung des Testcases verbraten, die gar nicht notwendig gewesen sind, weil sie schon da sind. Also grundsätzlich da ein bisschen aufpassen. So, Test require that the expected results are known. Ich muss also auch die erwarteten Ergebnisse kennen. Es wäre also nicht zu sagen, ich gebe jetzt hier meine 4 rein und gucke, was am Ausgang passiert. Nö, ich muss schon wissen, was am Ausgang passieren soll, damit ich einen Soll- und Ist-Vergleich anstreben kann. Und wenn der eben matcht, wenn der gleich ist, dann hurra, richtig. Wenn der nicht gleich ist, dann auch hurra, falsch, weil dann kann ich meinem Entwickler sagen, pass auf, wir haben da noch Fehler drin. Ne? Wir haben da noch Fehler drin. Sollte natürlich alles gegen eine Spezifikation laufen. Also ihr merkt schon, es geht einfach nicht ohne einen Prozess, der niedergeschrieben ist, der sich irgendwo auch gehärtet hat, der von allen Beteiligten noch irgendwo gelebt wird. Ne? Und repeat and repeat and repeat and repeat and repeat. Das Schöne ist, wenn ich das einmal sauber gemacht habe, kann ich es wiederkehren tun. So, da kommt eine Nightly Build über ein Git Repository. Sofort werden die Test Cases angepullt und sofort fangen die an zu rechnen. Dauert 2 Stunden in der Nacht und dann kriegt dann der Test Case Leiter, was auch immer, eine E-Mail und sagt: Jo, geil, alle durchgelaufen, alle positiv. Dann legt er sich wieder hin und sagt: Ja, das ist schön, wird ein toller Tag. Am nächsten Tag werden weitere Funktionalitäten implementiert, die Entwicklung schreitet voran und auch neue Testcases kommen hinzu. Und am Abend wird wieder alles hochgepusht und automatisiert getestet und siehe da, da kommen irgendwie plötzlich 26 Fehler zustande. Diese Testcases, die aber jetzt Fehler schmeißen, sind nicht die, die an dem Tag neu hinzugeworfen worden sind, sondern irgendwie alte. Und dadurch merkt man auch, dass man Dinge verschlimmbessern kann. Man kann eine Software, die wunderbar funktioniert, mit 2, 3 neuen Funktionen total killen. Es geht. Und jeder, der mal wirklich bewusst Software geschrieben hat, der weiß das auch nachvollziehen. Ne?
Wir sprechen, wenn wir Systeme testen, immer von so einem genannten System Under Test. Merkt euch das. Das kann man nämlich anwenden auf fast alles. Wenn ich meine Software habe, dann ist das auch mein System Under Test oder meine Unit Under Test oder mein Driver Under Test oder mein Vehicle Under Test oder. Es ist das Testobjekt. Das, was ich überprüfe. Und dieses braucht möglicherweise Umgebung. Bei der Simulation sehr üblich, dass ich, wenn ich zum Beispiel Fahrsimulationen mache, dass ich dann ein Auto habe, das in einer Umgebung fährt. Ne? Da gibt es Straßen, da gibt es vielleicht auch Fußgänger, die sind natürlich alle virtuell, aber sie sind da. Es ist eine Umgebung mit dabei. Und auch diese Simulation oder diese Umgebung wird mit simuliert. Und dann kann man Abstriche machen, was die Grafik betrifft, Abstriche machen, was irgendwelche anderen Repräsentationen betrifft, weil man für diesen Simulationslauf vielleicht ganz andere Fragestellungen im Vordergrund hat. Ja? Ich habe schon Simulationen gemacht. Da ging es wirklich nur darum, die Körnung von Asphalt, also wie grobkörnig oder grob porös die Mischungen etc. sind. Das heißt, da wurde eigentlich das Fahrzeug mit all seinen Massen simuliert. Effektiv waren das aber nur vier Reifen, die auf einer Asphaltschicht, die auch simuliert ist, gefahren sind, um zu schauen, ist Abrieb entstanden, wenn ja, wie stark und so weiter und so fort. Stellt euch dann Michelin, Dunlop, Continental und wie sie alle heißen vor, die machen solche Simulationen dann eben auch bei der Überprüfung ihrer Mischungen für Winterreifen, Sommerreifen, Highspeed-Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Und da kommt sowas zum Einsatz, selbstverständlich. Natürlich wird dann diese Mischung auch irgendwann mal angerührt und wird auf eine Karkasse gespannt und auf ein Auto gebracht. Und dann fährt man auch nach den gleichen Schematas mal über die Teststrecke und guckt, ja, Reifenabrieb ist wie erwartet oder ist höher oder vielleicht sogar niedriger. Und dann guckt man, woran das liegen könnte. Und letztendlich ist das immer wieder so ein werdender, ich nenne es immer so eine Art Sinus auf und ab, weil ne, durch Testen und Debuggen kann man natürlich auch immer mal ein bisschen Hoch und Downs, also Up und Downs kennenlernen. Mein System Under Test wird durch das Testen werden Fehler gefunden und diese Fehler werden durchs Debugging idealerweise ausgemerzt. Was auch bedeutet, dass Testen und Debugging zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das machen auch zwei unterschiedliche Paar Leute. Ich sehe beim Testen nämlich nur, dass es ein Problem gibt. Das und das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt genau reingucke und sage, es ist diese eine Funktion, dann habe ich schon mehr gemacht als getestet. Da habe ich schon Forensik betrieben. Normalerweise hört beim Testen wirklich das da auf. Es ist ein Fehler entstanden, viel Spaß, lieber Entwickler, guck mal, dass du den wegkriegst. Und dann ist er am Zug. Dann debuggt er seine Software und schaut, dass das Ganze eben danach dann besser funktioniert. Wobei, es schaut dann wieder der Tester. Man selber macht seinen Push in irgendeinem Repository und der Rest, der läuft dann mehr oder weniger automatisiert. Und am nächsten Tag hat man wieder andere Dinge auf der Agenda. Also man sollte schon relativ schnelllebig auch denken, sich nicht die Gedanken machen, naja, vor 14 Tagen hatte ich den und den Testcase. Jeden Tag kommt was Neues, jeden Tag wird was Neues entdeckt. Und Fehler finden, also gerade wenn man dann so an den Punkt kommt und sagt, es ist nichts mehr da, oh, dann muss man so richtig schön. Das ist dann für den Tester super, weil dann kann er nochmal so richtig in die Vollen gehen, nochmal drüber nachdenken, habe ich schon intensivst an der und der Schraube gedreht, habe ich schon intensivst an jener Schraube gedreht. Ist also auch eine Never-Ending-Story, wenn man so will. Irgendwann muss man sein Testende-Kriterium einfach mal ansprechen und sagen, also jetzt haben wir so einen Punkt. Ja, also viel mehr geht nicht. Wenn dann der Kunde wirklich, weiß ich nicht, bewusst gegen die Mauer fährt, dann muss es halt leider so sein. Dann kann ich da jetzt nichts mehr dran ändern. Die wichtigen Dinge, dass der Crash-Sensor funktioniert, dass die Airbag-Einheit relativ schnell sein Signal bekommt, dass die Airbags auslösen, also alles, was dazu beiträgt, den Insassenschutz zu gewährleisten im Falle eines Unfalls, ist erledigt. Haken drunter. Dass man natürlich, keine Ahnung, vielleicht noch weitere Dinge machen möchte oder soll oder muss, das kommt mit der Zeit dann vielleicht noch durch den Gesetzgeber, dass er gewisse Dinge verlangt oder durch eigene Anforderungen, weil man darf seinen Kunden ja auch nicht vergessen. Ja? Ich will mal auf die ganzen Influencer und so einen Spaß nicht eingehen, die dann irgendwie eine PlayStation geschenkt bekommen, um zu sagen, ne, mach doch mal gute Werbung dafür. Ich will nicht sagen, dass das alles gekauft ist, das nicht. Aber ich selber war mal eine kurze Zeit, als ich in Wolfsburg studiert habe, bei einer Firma, die gibt es auch schon lange Zeit nicht mehr,
die hat Amazon-Rezensionen gefälscht. Ja? Da hat man also Geld dafür bekommen, wenn man über Produkte geschrieben hat, die man in seinem Leben noch nicht gesehen hat. Ja. Ne? Dann gab es Firmen, asiatische Firmen vor allem, die da richtig viel Geld reingepufft haben, dass da ganz viele Leute eben dann irgendwelche Rezensionen schreiben. Und wenn man das weiß, ich meine, es ist kein Hexenwerk, das kann man sich herleiten, dass gewisse Produkte vielleicht doch nicht so gut sind, nur weil bei Amazon dort irgendwo 15 Sterne oder sowas existieren, ist mal schwierig. Ne? Also gerade so Werbungsmaßnahmen ist es blöd. Mit mir darüber zu reden, ob man sich ein Samsung-Telefon kaufen soll, ist auch die schlechteste Idee, die man haben kann, weil ich die Geräte nicht mag, weil ich einfach ein Apple-User bin und damit auch keine Erfahrung habe. Das gleiche gilt für ein Betriebssystem. Wenn man mich mit Mac OS oder sowas ausfragt, kann ich sicherlich tolle Antworten geben. Oder Workarounds, wie man das und das noch besser machen kann. Aber auf der Ebene mit einem Windows-Betriebssystem bin ich raus. Ich habe Windows, glaube ich, das letzte Mal vor 3 Jahren wirklich intensivst genutzt. Und das war's dann auch. Dinge ändern sich, da muss man auch dabei bleiben. Ne? Ich habe dann das Problem irgendwann in der Industrie, dass es dann heißt, hier hast du ein Notebook und es ist kein MacBook, sondern eine Windows-Dell-Maschine. Viel Spaß. Da muss ich mich natürlich dann umorientieren. Andere, die möglicherweise ne, in irgendein Startup oder was auch immer gehen, die dann sagen, nö, wir machen bewusst alles mit dem Mac, die haben dann wiederum die Schwierigkeit, weil sie von Windows kommen. Ne? Es macht nur jetzt keinen Sinn, sich auf beides vorzubereiten, weil es irgendeine Eventualität darstellen kann. Ne? Das ist auch dieses Testgedanke. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn ich weiß, ne, da und da wird einfach das und das genutzt. Ich plane jetzt mal 2 Wochen Einarbeitung mit ein. Safe, super. So, mit Testen können Symptome gefunden werden. Und die können aber möglicherweise oder müssen nicht zwangsläufig auch zu einem Fehler führen. Ne? Nur weil da jetzt die Zahl nicht richtig ist, weil sie auf die na dritte Nachkommastelle irgendeinen Fehler aufweist, wir aber in anderen Funktionalitäten sowieso nicht auf die fünfte Nachkommastelle schauen, dann muss es nicht zwangsläufig auch zu einer Fehlsituation kommen. Das ist auch eine wichtige Kombination, die man wissen muss. Nur weil er jetzt einen Fehler geschmissen hat, heißt das noch lange nicht, dass mein System dann irgendwie explodiert. Ja? Ganz oft macht man auch solche Testcases, die bewusst einen Fehler hervorproduzieren. Das ist ganz putzig. ThreadArc, FreeArc oder sowas. Ich habe früher mal robuste Systeme gehalten, deswegen kenne ich mich mit solchen Systemen auch sehr, sehr gut aus. Ihr könnt das dann jetzt ab sofort immer bei Herrn Fühner hören. Aber tendenziell macht er das Gleiche, was ich auch gemacht habe. Das ist ein Bestrahlungsapparat gewesen, also medizinisches Konstrukt. Und dieses medizinische Konstrukt hat Menschen mit Hirntumoren bestrahlt. Also da wurde radioaktiv bestrahlt, um eben diesen Tumor schrumpfen zu lassen. Das funktioniert in vielen Fällen, in allen nicht. Aber Bestrahlung ist halt auch wieder so ein kleines böses Element. Mache ich das zu wenig, hat es keinen Effekt. Mache ich das zu viel, töte ich die Person da drin. Also irgendwo so dazwischen ist die Wahrheit. Und dieses System war automatisiert, 1984. Und sorgte dann dafür, dass dann der Patient da eingespannt worden ist und ja, kein Chefarzt, sondern üblicherweise Krankenschwestern das dann bedienen mussten. Und hat dieses System auch gerne mal eine Fehlermeldung geboten. Zum Beispiel, irgendeine Tür ist nicht richtig zugewiesen. Oder der Patient ist nicht richtig eingespannt worden. Oder die Vorbedingungen sind nicht richtig. Irgendein Kabel hat sich gelöst, irgendein Software hat sich, muss nochmal resettet werden oder. Also relativ mannigfaltige Strukturen mit Fehlercodes. Und dann gab es immer so eine Glocke, wenn die Person eingespannt worden ist, dann hat die Frau, also Krankenschwester waren zu dem Zeitpunkt wirklich dann auch der Begriff, Krankenbruder und wie man Diversität das jetzt oder divers das ausspricht, keine Ahnung. Da soll sich aber jetzt jemand, der in der Pflege tätig ist, nicht diskriminiert fühlen. Ich bleibe einfach bei der Nomenklatur, dass man da Krankenschwester sagt. Die haben aber keine Schulung erfahren in Form von Softwareentwicklung oder aus Testen oder ähnliches, sondern die sind in ihrer Domäne. Und da sind sie auch gut und in keiner anderen sonst, möglicherweise. Und hat diese Maschine gepiepst und dann hat sie gesagt, Fehler 64. So, jetzt gab es ein Handbuch dazu, da hat man sich das angeguckt. Und dann hieß es ja, alles klar, Neustart, weil die Kalibrierung des Systems nicht richtig funktioniert hat, Fokussierung, irgendwas nicht richtig. Einfach neu starten, dann geht's und dann läuft dann der Timer
der eben für diese Behandlung vorgesehen ist. Jeder Mensch unterschiedlich, mal 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden und so weiter. Kann man sich, glaube ich, was drunter vorstellen. Und dann hat das System wieder gepiepst und dann war Fehler 138. Auch das geguckt, ne? Dann kann man sich schon vorstellen, die sind ja nicht den ganzen Tag nur dafür da, irgendwelche Fehlermeldungen zu lesen, sondern die sollen ja Menschen helfen. Ne? Und damit kam es dann zum Eklat, wie es nun mal so kommen sollte. Menschen, viele im Bereich zwischen 84 und ich glaube 87 sind wirklich gestorben, weil sie einer Überdosis an Strahlung ausgesetzt worden sind, weil die Fehlermeldungen irgendwann nicht klar und deutlich kommuniziert worden. Es ist immer die gleiche Glocke, die sagt, es ist was passiert. Dann steht immer ein Fehlercode und teilweise häuften sich dieses Neustart. Einfach nochmal neu, irgendwas hat nicht funktioniert, nochmal neu, irgendwas hat nicht funktioniert, nochmal neu. Sodass dann auch die Krankenschwestern irgendwann so einen Hals hatten und sagen, ja, was ist denn nun schon wieder? Es hat gepiepst, gucken gar nicht mehr so richtig aufs Display, sondern Neustart. Und jetzt wird der Mann oder die Frau da drin schon kurz gegrillt, dann hat es gepiepst, nochmal und nochmal. Und nochmal, ne? Dann kann man sich vorstellen, was dabei passiert. Also, das sind Dinge. Es muss leider Gottes immer erstmal etwas schief gehen, bevor man irgendwie darüber nachdenkt, das mal vernünftig und richtig zu machen. Ariane 5, Eschede, Fukushima, vor allem auch hier Tschernobyl. Alles Dinge historisch schiefgegangen und drüber nachgedacht, jupp, das kann wieder passieren, also abmerz, ausmerzen. Letztendlich ist das auch ein Prozess des Testens. Kein guter, wenn ich das mal so sagen darf, aber es ist auch ein Prozess, der zu Ergebnissen führt. Auf Kosten anderer. Und das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Überall, wo Mensch beteiligt ist, sollte man das Streben oder das Bestreben haben, dass dieser sich nicht verletzt. Ich hatte mal, bevor ich meine iPhones hatte, Sony Ericsson, war ich total begeistert von. Ein X1 hieß es, glaube ich. Das war ein geiles Telefon. Konnte man so aufschieben, hat eine Tastatur drin, war irre schnell im SMS-Tippern. Hatte so ein Stylus mit dabei. Gut, natürlich nicht jetzt Touch-Display, wie man das vom iPhone kannte, aber es war schon ziemlich cool. Konnte man eine Menge mitmachen. War ja auch stolz drauf. War auch teuer. Und das konnte man auch als Navigationssystem nutzen. Da war ein Windows-Betriebssystem drauf. Ne? Heute belächelt man das so ein bisschen, aber damals war das echt nicht schlecht. Konnte man TomTom drauf installieren und hat mal so ein Navigationssystem gehabt. Alles schön, alles gut. Und wenn man ein bisschen mit dem Auto unterwegs gewesen ist, gerade so im Sommer, dann hat man es an die Windschutzscheibe geklebt. Und Akku, ach, jedes iPhone ist heute Mist gegen so einen Akku, was ich da damals hatte. Problematisch war, das Gehäuse war fast ausschließlich aus Metall gefertigt, aber der Rahmen und das Topcase, der war aus Kunststoff und vor allem auch Kunststoff mit so einem Chrom bedampft. Und der wurde warm. Wenn man es benutzt und auch noch in einer heißen Umgebung benutzt, wurde es warm und brüchig. Und ich nahm dann mein Telefon in die Hand, auf dem Weg, war auf dem Weg zur Uni damals, genau. Und tipperte da noch rum, guckte in meinem Kalender, ah ja, jetzt muss ich in den Hörsaal, die und die Vorlesung, und plötzlich merkte ich, dass es irgendwie so komisch tropft. Boah, da habe ich das Telefon einfach nur in die Hand genommen und habe mir so richtig schönen Span von diesem Kunststoff-Chrom-Gemisch in die Hand gerammt. Mir quasi die Hand aufgeschnitten. Ja? Ging ich dann zur Telekom, gesagt, was ist denn das für ein Mist? Das ist ja gemeingefährlich. Und dann meinten die, ja, dann müssen wir das jetzt einschicken. Dauert 4 Wochen. Hier haben sie ein Nokia 3210 als Ausgleich. Viel Spaß damit. Können ja wenigstens telefonieren. Kriegt man schon das erste Mal so einen Hals. Das Ganze passierte wirklich dreimal. Nach dreimal darf man im nach deutschem Gesetz von seinem Kaufvertrag zurücktreten. Das heißt, man bekommt letztendlich den kompletten Kaufpreis auch zurückerstattet. Das ist bei einem Euro, den man bei der Telekom in der Vertragsverlängerung bezahlt hat, nicht viel. Aber glücklicherweise waren die Magentafarbenen da etwas einsichtig und so kam dann der kleine Florian zu seinem ersten iPhone. Und seitdem nie wieder Probleme mit den Händen gehabt. Probleme mit ganz anderen Dingen mit dem Telefon in Verbindung, aber auf jeden Fall hat es mich nie wieder angegriffen. Ne? Auch das. Mal so ein System, und das ist jetzt wichtig, wir betrachten jetzt nicht nur die Software da drin, sondern das System einfach auch mal in die Umgebung hineinbringen, in der es möglicherweise nichts zu tun hat. Oder vielleicht doch. Weil
60 Grad im Auto, Sonneneinstrahlung, volle Kanne aufs Dashboard, also auch volle Kanne aufs Telefon, Navigationssystem laufen lassen, verhält sich das dann gut, dehnt sich das irgendwas aus und möglicherweise dehnt es sich zu stark aus. Das hätte man überprüfen können. Heute macht man das. Also dadurch, dass mittlerweile ja auch nicht nur Europa und Amerika und vielleicht irgendwelche anderen Staaten so als Hauptabnahmequelle dienen, sondern so ein Telefon muss auch in der Lage sein, in Sibirien zu funktionieren und auch in der Antarktis und so weiter und so fort. Alles Bedingungen, die mittlerweile einfach auch aufgrund von Erfahrung mit einbezogen werden. Und ich kann es immer wieder sagen, die besten Tester sind Kleinkinder. Die beißen rein, die schmeißen es wirklich durch die Gegend. Also, als ich meinen Neffen in Amerika besucht hatte, da macht man natürlich auch mal ein paar Fotos und so Selfies, wenn man mit einem spielt und so. Also, ich hätte nie für möglich gehalten, dass mein Telefon derartig weit fliegen kann. Und vor allem auch, dass man ein Telefon in die Hand nimmt, es offensichtlich für, oh, ist nicht wichtig und auch für, bestimmt nicht teuer, und einfach wegwirft. Das wäre mir nicht in Gedanken gekommen. Kleinkinder, voll geil eigentlich, die denken da nicht drüber nach. Die nehmen das und schmeißen das gegen die Wand, und wenn die Wand kaputt ist danach, dann kommt so ein kleines, oh, cool. Und wenn das Telefon zerberste, dann will man gucken, was drin war. So sind Kinder. Ist ja auch in Ordnung. Soll man ja auch mal machen. Ups. Dann, ne, Running Tests. The Developer Tests. Der Entwickler soll letztendlich irgendwo auch übersetzen, binden und starten von Programmen. Wenn das erfolgreich funktioniert, macht das ja mittlerweile jeder von euch, dann es hat kompiliert, ich kann es starten, fertig. Dass sich da noch 100 Millionen Fehler drin verbirgen, das ist erstmal egal, es startet zumindest schon mal. So ein Hello World-mäßiges Programm funktioniert einfach. Und dann fängt man an, Funktionalitäten reinzumachen, und irgendwann als alleiniger Entwickler wird man so an seine Grenze kommen. Wird nicht am Anfang sein, vielleicht noch nicht in der Mitte, vielleicht auch erst zum Ende von so einem Projekt, das man bearbeitet, dass gewisse Dinge plötzlich nicht mehr so funktionieren wie am Anfang. Oder sich sehr seltsam verhalten. Oder. Und dann spätestens dann, wirklich spätestens dann, ist es wirklich notwendig, sich mal strukturiert mit dem Thema Testen auseinanderzusetzen. Dann wird man wahrscheinlich ganz viele Sachen merken, muss ganz viele Sachen in der Entwicklung, meistens nur Kleinigkeiten, ne? Also denkt nicht immer, da ist jetzt ein Testcase und ich muss mein komplettes System wipen und nochmal neu anfangen. Nee, es sind Kleinigkeiten. Hier mal einen String Cast gemacht mit einer Integer-Variable und irgendwie einen Überlauf erzeugt. Und schon ist das irgendwie trickreich. Schon passiert irgendwas Komisches. Beachtet bitte auch grundsätzlich Warnings wie Fehler. Ich bin mir durchaus bewusst, dass der Wortlaut ein anderer ist. Wenn euer Programm einen Error meldet, dann wird es oftmals auch nicht kompiliert. Kann also ergo auch nicht ausgeführt werden. Das sind dann üblicherweise die Dinge, die wichtig sind. Die macht man als erstes. Wenn dann aber tatsächlich noch 500 Warnings aufpoppen, oh, dann kriege ich Angst. Also dann würde ich aber auch als Kunde am Ende sagen, das ist aber irgendwie nicht so der letzte Schrei. Wenn dann am Ende zwei übrig bleiben und man kann sie verorten, oder es ist einfach jetzt auch nicht an der Zeit, weil sich noch weiter was in der Entwicklung ändert, das dann grundsätzlich alles hundertprozentig auszumerzen, so what? Da gibt es einen Prozess, da hat jemand eine Entscheidung drüber getroffen, fein. Aber ansonsten betrachtet Warnings bitte ähnlich wie Fehler. Ja? Wenn das Programm trotzdem, das ist, does not run, the result of the ovary is wrong, the defects are research for reflection, debugging. Also, wenn das Programm sich eben nicht so verhält, wie er es glaubt, sich verhalten zu sollen, aber eben kompiliert und ausführen lässt, also während der Ausführung offensichtlich komische Sachen macht, dann ist das klassisches Debugging. Ein Debugger an und mal gucken. Breakpoints setzen, schauen, ups, hier sollte eigentlich in dem Register jetzt das und das kommen. Da ist irgendwas anderes drin. Und hier sollte er jetzt ja eigentlich das von dem abgezogen werden, ein Zero Carry geworfen werden, also ein Flag. Passiert gar nicht. So komisch. Und dann, ne, Forensik schauen, woran liegt das? Letztendlich ist ein Tester nichts anderes als die Jungs und Mädels von CSI, die dann eben nicht Mordfälle aufdecken, sondern vielleicht Fehlerfälle aufdecken und auch von der Wichtigkeit entsprechend dann ja, eine ganz, ganz hohe Güte auch annehmen. So, der Test ist,
vorbei, also finalisiert, wenn das Programm läuft und alle, wohlgemerkt alle, Dinge ordnungsgemäß vonstatten gehen. Dann geht man davon aus, jo, das reicht. Wenn alle Testfälle erfolgreich abgeschlossen sind, wenn am Ende eine Checkliste auch noch abgefrühstückt worden ist, dann ist man vielleicht guter Dinge und sagt, jo, jetzt machen wir ein Schleifchen drum und verkaufen es beim Kunden. Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Wir sind von Modultest über Integration zum Systemtest gelangt und am Ende nimmt unser Kunde das Ding in die Hand und macht da ganz andere Sachen mit. Ja? Die gute alte Zeit, dafür seid ihr natürlich noch viel zu jung, aber mit so einem Nokia-Telefon, da konnte man Bierflasche mit öffnen, da konnte man Leute mit abwerfen, da konnte man 2 Wochen Uptime mit generieren, SMS schreiben, teilweise sogar im mobilen Internet surfen, also das war ein Begleiter für die Ewigkeit. Weiß ich nicht, mit einem 1.500 € teuren Telefon eine Bierflasche öffnen, das überlege ich mir zweimal, ob ich das mache. Es ist einfach mittlerweile nicht nur Lifestyle und Nutzung, sondern es ist irgendwo auch so ein Begleiter, den man da nichts Böses möchte. Wenn ein Nokia-Telefon, ohne Scheiß, wenn ich das gegen die Wand geworfen habe oder das ist mir aus der Hand gefallen, ich habe das schon gehabt, ich habe, die haben ja Kacktelefon, die Telefone hatten ja wirklich ganz beschissene Kameras drin. Für die damaligen Verhältnisse waren die toll, aber wirklich, die waren Grütze. Und dann hatte ich das gehabt auf der Landstraße mit einem Kumpel gefahren und dann wollte ich dort an einem Straßenrand irgendwas fotografieren. Ich glaube, ein Nummernschild oder sowas von irgendwas. Also hier so ein Straßenschild. Und habe dann das Fenster runtergemacht und das Telefon raus und dann, wie so einen schlechten Film, ist mir das Telefon abhanden gegangen. Das ist also über die Landstraße gepurzelt. Glücklicherweise nicht auf die Straße gefallen im Sinne von, dass es dann noch überfahren worden ist, aber es hat einige Purzelbäume geschlagen. Oh, zack. Einmal Ausfahrt genommen, hinterrücks wieder hin, auf dem Standstreifen, Telefon eingepackt und das Ding hatte ein paar Abschürfungen, aber es hat tadellos funktioniert. Wenn ich das mit dem iPhone mache, ist das. Also, ne? Müssen wir nicht drüber diskutieren. So, Disposable Tests. Someone tests, but without a system. Ja, kann man auch machen. Sind sich dann natürlich ein bisschen anders. Ich teste also, ob das Programm eben irgendwo funktioniert, aber eben ohne spezifizierte Datensätze. Wenn ich Defekte oder Errors im eigentlichen Sinne entdecke, dann werde ich die auf die Art und Weise eben auch finden und eben auch korrigieren müssen. Und das Testende-Szenario trifft dann eben ein, wenn der Tester sagt, ich bin jetzt fertig. Nicht. Ich habe meinen Prozess, der jetzt irgendwo sagt, ich bin fertig, sondern wenn er dann selber sagt, jo, jetzt bin ich fertig. Typischer Laborversuch. Ihr sollt was abgeben, ihr durchlauft die Testcases, ihr kriegt einen grünen Haken und dann seid ihr euch sehr sicher, dass das korrekt ist. Die Testcases bilden eine gewisse Masse ab, die sagt, jo, das ist so. Und dann geht ihr in eure Laborabgabe und dann kommt da so ein ganz aberwitziger Typ. Und hat nochmal die Idee, vielleicht nochmal per Hand was anderes zu überprüfen und plötzlich crasht alles. Ja, könnte man jetzt sagen 5-0, ihr habt diesen Fall nicht abgedeckt, nicht drüber nachgedacht oder. Oder man lässt es bei diesem Schockeffekt dann auch oder belässt sich dabei und grinst sich so ein bisschen was in die eigene Tasche. Aber seid euch gewiss, es gibt kein richtiges Ende. Es gibt kein richtiges Ende bei Softwareentwicklung und wenn dann auch noch Hardware beteiligt ist und ihr beides miteinander verzahnen müsst, seid ihr nie fertig. Ihr könnt ein gutes Gespür dafür haben, zu sagen, jupp, ich bin jetzt 90% und das ist meine Hürde, fertig, aber 100% ist ganz, ganz isol also illusorisch. Das schafft man nicht. So, wenn man jetzt Spezi ist, also richtiger Spezialist, ne, dann muss das geplant werden. Wir haben ja nun schon kennengelernt, dass Simulation und Test nicht das gleiche sind, aber sehr ähnlich sind. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man so eine Simulation vielleicht auch planen sollte. Und jetzt merkt man, diese Bullet Points, die sind eigentlich, ob ich nur Simulation betrachte oder Test, fast gleich. Der Test sollte geplant werden, Testinstruktionen sollten, bevor man sie in irgendeiner Reihenfolge oder auch ausführt, erstmal bedacht werden. Was möchte ich überhaupt? Was soll kommt? Dann ergibt sich automatisch ja auch so ein Soll-Ist-Vergleich. Ne?
weiß ich, müsste das und das bei rauskommen, weil das und das mein erwartetes Ergebnis. Dann muss das Programm in besten Fällen, addierst du nicht nur 2 hoch 16, also 32 Bit und nicht 64. Oh, da habe ich ja hier einige Dings nicht mehr. Muss ich mal meine Akustik etwas lauter machen. Disposable, warum heißt das so? Gehen wir nochmal zurück. Ja. Disposable, warum heißt das so? Ja, weil eben jemand was testet, aber ohne eben ein System zu haben. Es ist mehr oder weniger so ein. Emulator zum Beispiel. Oder ganz oft kann man das Wort Emulator in den Mund nehmen. Denkt an die Spieleindustrie, da gibt es irgendwie eine PlayStation, die ist so groß. Und das ist irgendwo der de facto Standard für das, was irgendwann in relativ kleinen, dann für horrende Preise bei eBay Kleinanzeigen verkauft wird. Ihr habt das echte System nicht, ihr habt nur so irgend so einen Developer-Kit und überprüft darauf Sachen. Das heißt noch lange nicht, dass die Dinge am Ende am realen Objekt genauso funktionieren. Ja? Und da denkt ihr dann eben, oder dann seid ihr auch in der Verantwortung, dann zu sagen, jetzt reicht's, jetzt ist in Ordnung, jetzt warten wir auf irgendeine neue Variante oder, bevor wir dann mit den finalen Testen dann auch loslegen können. Das Programm wird ausgeführt eben in Bedingungen der Testinstruktionen. Das heißt, wenn ich mehrere Komponenten habe, die abhängig sind, damit ich überhaupt diesen Test durchführen kann, dann gibt es wie so eine Art Checkliste. Und das habe ich vorhin schon gesagt. Temperatur, Luftdruck sollten in diesem Bereich sein. Dann Auto sollte an der und der Position stehen. Und dann eigentlich alles dafür sorgen oder dafür sorgen, dass ich das immer wiederkehrend tun kann. Dass ich das immer wiederkehrend machen kann und auf gleiche Ergebnisse komme. Eine Art Determinismus. Wenn ich das mit einem Crashtest verbinde, ist es auch wichtig, dass das Fahrzeug an der richtigen Position ist, dass die Systemvariablen, die dort drin notwendig sind, auf dem aktuellsten Stand und auch lauffähig etc. sind. Meist wird das Fahrzeug dann eben auch beschleunigt, an einem Seil gezogen oder. Bloß danach ist es ja kaputt. Das heißt, das wiederkehrende Überprüfen hat natürlich Einfluss darauf, wenn ich das zwei, dreimal mache, soll ich zwei, dreimal aufs ähnliche oder gleiche Ergebnis kommen. De facto ist es aber, dass ich mit dem Fahrzeug dann erstmal gar nichts mehr weitermache. Ich brauche dann schon wieder ein zweites. Da kommt dann der Faktor Geld wieder ins Spiel. Und wenn ich dreimal ein Fahrzeug gegen den Betonblock fahren lasse, da sind eben dreimal die Kosten eines Fahrzeugs entstanden, die ich einfach zerstört habe. Und bedenkt bitte, da sind Stühle drin, das sind fertige Fahrzeuge. Also das sind welche, die könnten theoretisch, wenn es keine Nullserie ist, verkauft werden. Und das ist auch wichtig, dass das in dieser Gänze überprüft wird, weil wenn ich da plötzlich irgendwelche anderen Stühle reinmache, oder ein billiges Imitat des Dashboards oder ein billiges Imitat des Lenkrads oder Reifen, Felgenkombinationen, die nicht zusammenpassen, etc., dann springt das nicht mehr der Realität oder die Realität wieder. Und das sollte man auf jeden Fall auch beachten. Actual Results are compared with Target Results. Ja, die echten müssen dann eben mit den Zielergebnissen, also Soll-Ist-Vergleich. Troubleshooting ist dann separately, also wenn es zu Problemen kommt bei der Ausführung, dann sollte man das eben ansprechen, entsprechend dann an einer anderen Stelle weiterführen. Gibt meistens dann noch Personen, die sich dann darum kümmern, damit man den Fokus nicht verliert. Ne? Die Entwickler sollen entwickeln, die Tester sollen testen und alles, was irgendwo, der Test verläuft nicht, dann ist das nicht eine Sache des Testfallentwicklers, sondern ist das eher eine Sache des Testfallmanagers oder auch Spezifizierers oder. Merkt, da gibt es schon viele, viele unterschiedliche Begriffe, die wir uns noch angucken werden. Fehlgeschlagene Tests sollten repeated werden, also wieder erneut ausgeführt werden. Natürlich nicht in Endlosschleife und ich komme immer wieder auf mein Ergebnis, auf mein Ergebnis, auf mein Ergebnis, was sagt, es ist falsch, sondern die Wiederkehrung soll passieren bei zum Beispiel neuer Softwarestand. Nur weil ich dann der ganzen jetzt eine laufende Nummer vergebe und sage, ich habe jetzt Version 1.111, heißt das noch lange nicht, dass 1.111 besser ist als 1.000. Es kann sogar schlechter sein.
Alles sollte dokumentiert werden, ist bei automatisierten Tests kein Problem. Zack, da gibt es den Testcase, der hat einen Namen, es wird alles aus irgendeiner Datenbank rauskopiert. Dann gibt es, wann ist der gestartet, wann ist der beendet, was für eine Fehlermeldung ist geworfen worden und was ist das Result. Da müssen wir heute gar nichts mehr für tun. Also erstellen, selbstverständlich, Umgebungen herstellen, selbstverständlich, aber am Ende ist es ein Knopfdruck und dann läuft das durch. Ja? Genau, also Test endet letztendlich nicht grundsätzlich, aber ganz oft, wenn ich mir mein Testende-Kriterium definiert habe und sage, ich bin damit jetzt fertig. Die letzten 5 Male, wo ich meine Software komplett geprüft hatte mit den Testcases, hat 100% Erfolg gezeigt. Wir können jetzt über Verkaufen nachdenken. Und dann kommt ein Kunde, benutzt das System irgendwie komisch oder ich mache ein Betriebssystem-Update und plötzlich funktionieren Sachen nicht mehr. Ein Beispiel beim Apple, um auch mal was Böses zu sagen. Ich glaube, es war das iPhone 5. Tolles Gerät, by the way. War echt schön, war eins meiner Lieblingstelefone, weil es auch von der Formgabe her so schön schmal und passt in die Hosentasche und so. War ein cooles Ding. Das hat ein Patch gekriegt, ein Betriebssystem-Update, das dafür sorgte, dass die Mobileinheit, also die LTE-Chip, was kann ich, war es noch 3G oder 4G? Gehen wir mal von aus, es war ein LTE-Chip, nur um es einfach zu halten. Hat also aus meinem Telefon ein Gerät gemacht, mit dem ich mit WLAN wunderbar kommunizieren kann, aber auf jeden Fall nicht mehr telefonieren kann. Also durch ein Betriebssystem ist die Funktionalität meines Telefons zum Erliegen gekommen, weil ich kann dann nicht mehr telefonieren. Komplette mobile Internet abgekappt. Wenn ich jetzt kein WLAN zu Hause habe, etc., hätte ich auch einen Patch natürlich nicht mehr weiter, der dann drauf gekommen ist, 7 Tage später, hätte ich auch nicht einspielen können. Man musste dann tatsächlich mit iTunes damals noch und einem Lightning-Kabel an einen Mac dann das mit, Ganze in ein DFÜ-Netzwerk integrieren, um dann den Revert durchzuführen auf die Version, die davor gültig war, damit man zumindest wieder telefonieren konnte. Oder eben 7 Tage warten und dann einen Patch über WLAN einspielen, der dann die Funktionalität wieder wachküsst. Das ist Kacke. Und solche Fälle findet ihr zuhauf. Wenn ihr sucht nach irgendwelchen Fehlermeldungen, nach irgendwelchen Situationen im digitalen Umfeld, wo was nicht richtig funktioniert, dann werdet ihr ordentlich fündig. Und jetzt, bevor wir kurz gleich eine Pause machen, würde ich euch ein Beispiel nochmal geben. Vielleicht seid ihr ja Gamer. Ja? Bin jetzt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich spiele dann noch auf der Switch und so, aber so dieses richtig klassische, ich muss jedes Jahr mir einen Rechner aufrüsten, weil ich das Neueste vom Neuesten zocken will. Nee, irgendwie ist das nicht mehr so meins. Habe ich auch irgendwie nicht mehr so die Zeit für. Aber ich kenne noch Zeiten, wo man ein Spiel installiert hat. Dann musste man erstmal 40 GB aus dem Netz laden. Das hat erstmal ein Wochenende gedauert. Ne? Gute alte Zeit mit einer kleinen Internetverbindung. Und dann hat man das gespielt und plötzlich kam Patch. Und dann musste man wieder 2 GB aus dem Internet laden. Hat wieder lange gedauert. Musste man quasi, wenn man sich verabredet hat, ey, lass hier, ich habe damals immer viel Destiny auf der PlayStation gespielt, lass verabreden, jo, alles klar. Und dann kam erstmal Betriebssystem-Update von der PlayStation und dann kam noch Update vom System an sich, also vom Spiel. Ja, in der 16.000er Leitung warst du dann gekniffen. Konntest du eigentlich gleich absagen und ja, lass uns morgen treffen, aber heute schaffe ich das nicht mehr. Mittlerweile passiert ja viel in der Cloud. Und gerade so MMO-Spiele, so wie Warcraft und so ein Spaß, da merkt man das sehr, sehr stark, dass die Patches, die man wirklich bewusst wahrnimmt, weil man sie runterladen muss, weil sie mich hindern, weil Installierungsprozess oder Installationsprozess vonstatten geht, das wird immer weniger. Viele der Probleme, die stattfinden, werden einfach serverseitig gefixt und wir bekommen als Kunde es gar nicht mehr mit. Ja? Ihr könnt euch aber sicher sein, dass da jeden Tag aufs Neue nicht nur die Testcases durchlaufen, sondern dass da auch Funktionalitäten überprüft werden, Fehler detektiert werden und ausgemerzt werden und so weiter und so fort. Und ihr müsst davon kein müdes Gramm an MB runterladen. Es passiert alles, die Berechnungen in der Cloud. Und wenn ihr was runterladen müsst, dann ist das irgendwo im MB-Bereich relativ klein. Ja? Und das sind solche Kleinigkeiten, wo man früher noch sehr bewusst wahrgenommen hat, wie schlecht eigentlich Software gewesen ist. Was? Ich muss jetzt 40 GB aus dem Netz laden? Was ist denn das für ein blöder Mist hier?
das kann ja gar nicht fertig sein, das kann ja gar nicht gut sein, wenn ich derartig viel Fehlerbehebung da einbauen muss. Heute kriegt man es nicht mehr mit. Wenige kleine MBs, die sich wechseln und tauschen und dafür sorgen, dass ja, wir dort eben gewisse Problemlichkeiten haben. Gut, dann gucke ich nochmal, was da noch kommt. Aber das sind Dinge, die werden wir uns dann gleich einfach zu Gemüte ziehen. Ich habe auch noch vor, ein bisschen MATLAB mit euch aufzumachen. Ich würde aber vorschlagen, wir holen uns jetzt erstmal alle einen Kaffee, lassen das mal sacken, was der Onkel hier gerade gesagt hat. Und dann bringen wir das in Relation, sodass wir es anwenden können. Ne? In dem Sinne mache ich ein kurzes Be Right Back an. So, und wir sehen uns dann gleich einfach wieder. Bis gleich.
Tralalala. So, Gedudel ist vorbei. Legen wir mal wieder los. Ein bisschen was würde ich gerne noch an Foliensatz bringen, damit wir ein allgemeines Verständnis aufbauen können. Und dann würde ich eine Art von Onboarding in MATLAB mal machen, dass man mal ein bisschen Gespür dafür bekommt, was gibt es da alles für komische Zahlen, für Buchstaben, für Bereiche. Ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe würde ich das Ganze nennen. Ich kann natürlich eine komplette Onboarding, das dauert Zeit. Also dadurch, dass MATLAB Simulink jetzt eben auch ein riesengroßes Environment ist, zu dem auch Stateflow gehört, würde ich da lieber ein vollständiges Beispiel mit euch dann mal durchexerzieren, als dann nur so ein Mikro, wie heißt es jetzt, ein Mikro-Onboarding zu machen. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir durchkommen. Zu dieser MATLAB-Geschichte würde ich dann auch eine Hausaufgabe machen. Weil das Werkzeug eben irgendwo auch eine gewisse Wichtigkeit ist, finde ich, das auch zweckmäßiger, dann in dieser Toolkette eine Hausaufgabe aufzustellen, als wenn ich euch dann dazu nötige und zwinge, irgendwas in Python zu machen. Wenn nämlich die Programmiersprache da noch nicht so verstanden worden ist, dann hätten wir möglicherweise zwei Ansätze auswendig zu lernen. Das finde ich nicht zweckmäßig, das finde ich nicht sinnvoll. Simulationen, die wir durchführen werden, ne, hat oftmals dann auch was mit MATLAB Simulink zu tun. Da gibt es ganz viele Wege nach Rom und auch darüber hinaus zeige ich euch alles. Nur sehe ich davon ab, euch eben eine Implementierung mal in Python machen zu müssen oder euch machen zu lassen und das Ganze dann irgendwie nochmal in MATLAB, nur um den Aha-Effekt zu haben, dass 20.000 Euro Lizenzgebühren irgendwo dann doch gut investiert sind. Ne? Darum geht es nämlich nicht. Es geht ums Verständnis und ich bin der Meinung, dass man mit der Toolkette relativ gut arbeiten kann, wenn man so eine kleine Einführung darin auch erhalten hat. Und ja, das machen wir dann entsprechend. Ne? Ich werde euch aber natürlich auch immer noch mal zeigen, wie das zum Beispiel auch mit Bordmitteln geht. Vielleicht auch einfach mit Werkzeugen, die nichts kosten. Wie einer Programmiersprache, die nichts kostet, namens Python, die installiert man sich, nutzt irgendwelche Frameworks, die nichts kosten und zack, hat man ein ähnlich gutes Ergebnis. Ne? Die Industrie spricht dort ziemliche Bände. Also wer irgendwo im Bereich der Automobilindustrie, im Bereich der Mobilität, im Bereich der, ich würde sogar so weit gehen, dass auch andere Domänen außerhalb dieser MATLAB Simulink einsetzen. Medizintechnik weiß ich auf jeden Fall, dass das dort zum Einsatz kommt. Viele Fliegen irren sich nicht. So nennt man das ja ganz bewusst. Aber bedenkt, das ist ein teures Unterfangen. Also nicht jede Firma wird am Ende auch die Möglichkeit haben, dort eine Lizenz zur Verfügung zu stellen. Wir haben als Studierenden ein echtes Privileg, dass wir dieses Werkzeug eben bei uns installieren können, dass wir dieses Werkzeug kennenlernen können, dass wir Erfahrung aufbauen können. Und wenn ihr mal ganz genau in die Stellenausschreibungen schaut, die derzeit eigentlich überall aushängen, dann wird auch von einem digitalen Hintergrund, ne? Also programmieren, dann irgendwelche. Es gibt immer diese Ausschreibung, wo man irgendwie am Ende nichts anderes macht als JavaScript. Wenn man das sein ganzes Leben lang tun möchte, gut, dann ist das sicherlich schön. Im eher Ingenieursbereich kommt ganz oft das Wort Simulation ins Spiel, ganz oft das Wort Testen ins Spiel. Wir wissen ja, das sind nicht die gleichen Dinge. Und dann Tool-Erfahrung mit der Office-Toolkette, mit vor allem MATLAB Simulink wird da ganz oft genannt. Und wenn ihr da in euren Bewerbungsgesprächen einfach sagen könnt, jo, ich bin da nicht der Pro drin, aber wir haben das am Campus gehabt, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich verstehe, wie das funktioniert und kann mich entsprechend dort auch schnell drin einarbeiten, dann ist das ein kleiner Türöffner. Und ich denke, gerade an der Fachhochschule sollte man am Zahn der Zeit nagen. Und letztendlich euch auch so ausbilden für das, was draußen benötigt wird und nicht andersrum. Dann war eine Frage im Chat, wie das mit der Evaluation ausschaut, wie das mit der finalen Prüfung ausschaut und Midterm-Exams und Teamprojekt etc. Also, to keep it short and simple, there will be an examination at the very end of our lecture. The last episode of our lecture will be an. Let's say the discussion about older examinations. In the mid, maybe the third part of our lecture. So maybe something at the event at the end of the month May, we will have an evaluation of this
all of this year. So this is the need. We need it actually that all of these lectures which you are sitting in had to be evaluated. And this is the reason that you can figure out, or you can specially say that this lecture is good, is not good, what is not good, what is really, what is on the other side of these positions are really good topics, really good stuff, or so on. You are evaluating the lecture, but indeed you are evaluating me as well, because there are some questions inside of it with, is the lecturer good? Is it bad? Is he or she in charge of everything? Is it is whatever. I think you can capable of this. Because that I talk about it, there will be, I think, at the very end there will two. Yeah, I think there will be two homeworks. And these homeworks are not homework that you are sitting there and had to prepare everything for a week or more. It is more something that you can figure out that you had to help for this 2, 3 hours maybe of working time, and then you are through. The graduating is at the very end. I think 70% is the examination, and 30% is the homeworks or the preparation of something like that. And this you can find out in the examination plan. Each of our lectures are inside of this plan, especially with the date when the examination runs, and how we are figuring out the very end of the graduating. So is it 70% of examination, 30% of something else? At the very end, it's 100%. So there's no need to be afraid of or be aware of these two homeworks. All of you will be establishing something like that. All of you will be getting some points at this at this point when we are through the homeworks. This is in the mid of the lecture, I think, done, and then we prepare everything which is need for the examination. And my opinion is that when you are looking on all of these slices, you are making notes when I talk about some stuff which I personally faced through in the surroundings of being a lecturer, of being a developer, or being a or something else, then you are very prepared for the examination as well. So everything which is capable with the examination, we are talking about at the end of the lecture. So the last third of the lecture is mainly established for pushing you through all of these scenarios, pushing you through all of these situations, and then you get all the of that necessary information to pass the examination. I can just show you the door you had to run through for yourself. So there is no guarantee that each of you will get an A grade or an 1.0, which we are talking about here in Germany. But when you are managing everything here in the lecture, doing your homeworks well, and I think had a little bit of understanding why you are using simulation, how you are using simulation, what is tests on the other side, and so on. So the whole topic, which is indeed a bubble where all of these topics are inside, then you are really able to get a great grade. So there's no tricks inside of it. There's no tricks that you are had to run through, and some of you will get in 5 or some of you get in 1 at the very end of the gradings. It depends on yourself, yes, of course, but I will teach you that you are really able to fulfill your destiny. Okay? Great. So I switched here to English because you are talking in English in the chat itself or yourself, and I think this is much of respect when we are talk with the same language. When you had your question in said in English, then I will bring up my answer in English as well. So, and now I'll be switching back to German. Fine. Ich denke, ich muss das nicht nochmal übersetzen. 70% steht, glaube ich, im Klausurplan Prüfung
Also Klausur, 30% irgendwelche Vorleistungen, wir nennen sie jetzt mal Hausaufgaben. Das heißt natürlich, wenn ich zwei anbiete, 30% bleiben über, dann ist die eine 15% und die andere 15%. Das ist ein reines Rechenexempel, ne? Sieht das aber auch nicht so tragisch. Ich will mit den Hausaufgaben natürlich auch erreichen, dass er was tut, klar. Ich will aber natürlich auch schauen, wie gut ist das angekommen, was ich gesagt hatte. Muss ich da möglicherweise nochmal, bevor, wo wir die Zeit haben, auch dazu, nochmal irgendwas nachlegen, nochmal irgendwas genauer beschreiben, nochmal irgendwas genauer erklären. Denn mein horrendes Ziel ist, ja, dass hier kein Durchfall generiert wird. Dass wir hier alle gut zusammenarbeiten, dass wir am Ende eben nicht nur eine Veranstaltung haben, wo man sagt, jo, ich habe was mitgenommen, sondern dass man auch die Dinge, die ich dann von euch verlange, dass ihr die umsetzen könnt. Und das muss ich euch natürlich dafür erstmal zeigen. Genau, dann gehen wir mal wieder zurück zu dem eigentlichen Parts, die wir jetzt hier besprechen wollen. Ne? Komponenten, Subsysteme, Systeme, irgendwelche Testobjekte, also System under Test, Unit under Test und so weiter und so fort, haben wir sprachlich kennengelernt. Und das kann natürlich ein Komponententest sein. Das kann auch ein Modultest sein. Ganz oft ist es sogar dasselbe. Wenn ich von Komponententest spreche und von Modultest, ist es ganz oft dasselbe, weil die einzelne Modularität irgendwo die Komponente darstellt. Ne? Wenn ich Software mache, vor allem Software in einem Hardware-Umfeld, dann ist es so, dass tatsächlich das eigentliche kleine Modul auch wirklich nur eine Funktionalität sein kann einer gesamten Komponente. Da teilt sich das dann so ein bisschen auf. Da ist es manchmal wirklich dann auch von Wichtigkeit zu sagen, das ist ein reiner Unit-Test, da ist eine Summation zu bilden, eine Modulo oder was auch immer. Und aus diesen vielen kleinen Modulen entwickelt sich eine Komponente. Diese Komponente wird per se dann eben auch überprüft, meistens dann anhand von Blackbox-Tests. Und aus diesen einzelnen Komponenten in Interaktion zueinander bilden wir den Integrationstest. Und desto mehr Systeme am Ende innerhalb dieser Integration miteinander kommunizieren, miteinander Daten austauschen, kommen wir immer mehr in Richtung System. Und merkt euch so, das System, da ist irgendwo alles beisammen. Und auf dieser Ebene, das ist auch diejenige, mit der wir hier in der Veranstaltung am meisten Kontakt haben werden, mit der Systemebene, da kann ich unterschiedliche Methoden anwenden, unter anderem eben auch die Methode der Simulation. Haben wir ja kennengelernt, das ist ja ein Werkzeug, die Simulation, also kann man sie auch dann nutzen, um auf Systemebene, aber eben auch auf den Ebenen darunter Erkenntnisse zu generieren. Mein System zu observieren, funktioniert es gut, funktioniert es schlecht, warum macht es hier so komische Sachen, ist gar nicht mal so die Frage der Simulation. Das ist dann mehr wirklich, ich habe hier ein Problem, es verhält sich seltsam und dann muss sich ein kleineres Team darum kümmern, das zu verstehen, warum es sich so verhält. Das ist also ganz oft eben auch wirklich Bestandteile, die sehr scharfe Grenzen aufweisen. Entwicklung und Test haben wir schon kennengelernt, aber auch in diesen Bedingungen ist es ganz, ganz oft der Fall, dass ich da wirklich scharfe Grenzen habe, was noch in meinen Bearbeitungsbereich gehört und was möglicherweise schon in einen Bereich eines anderen gehört. Akzeptanztests. Die Schweinerei am Ende. Gehen wir mal vom positiven Fall aus. Wir haben unser Systemtest gemacht, mehrere Monate lang und so weiter und so fort. Alles ist gut, alles ist schön. Und dann fertigen wir unsere Fahrzeuge, unsere Kühlschränke, unsere Smartphones etc. Und dann kommt der Akzeptanztest. Der wird nicht, und ich wiederhole, nicht von uns als Unternehmen gemacht, sondern der wird immer zusammengesetzt mit der Nutzbarkeit von Kunden. Ja, ja, you're welcome. Thank you very much for your question. Da steht der Kunde im Vordergrund. Der nimmt dieses System und benutzt es. Und dann müssen wir als Unternehmen eben ganz genau hinschauen, wie nutzt er das? Nutzt er das so, wie wir es vorgesehen haben? Hat er Probleme? Müssen wir die Nutzerführung ein bisschen anders machen? Ne? Das fängt schon damit an, hält das richtig rum? Keine Ahnung, wir bauen Lötkolben und 90% unserer Kunden fassen dann die heiße Stelle an, weil irgendwie die so an, boah, sich anfühlt, möchte ich nicht sagen, aber so ausschaut, als sei man, als sei das der Griff.
haben wir natürlich ein extremst großes Problem produziert, weil dann werden sich Leute verbrennen, die kaufen nie wieder Produkte von uns und das ist natürlich alles nicht so schön. Das ist jetzt sehr subtil. Das kann man sich, glaube ich, herleiten. Wenn man aber irgendwie, weiß ich nicht, Gabelstapler verkauft und Hebebühnen und die haben nur eine Höhe von 4 Metern oder sowas. Ich habe aber jetzt irgendwo eine riesig große Halle, die 10 Meter überbrücken muss. Und da kommen jetzt die Leute auf die Idee, mit einem Gabelstapler einen Gabelstapler zu heben, der wiederum Ladung beladen hat. Dann ist mein System natürlich komplett komplett außerhalb meiner Spezifikation betrieben worden. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Es gibt deutsche Gesetzesmäßigkeiten, Arbeitssicherheitsschutz und so ein Spaß, die genau solche Sachen verbieten. Ne? Es ist auch keine gute Idee, wenn sich jemand vor einem bückt, beim Bauarbeitern und man macht dann die Holzplatte irgendwie so auf seinen Rücken und hält die mit dem Fuß fest und geht mit einer Kappsäge so ziemlich nah an seinem Hinterteil vorbei. Nein, keine gute Idee. Lassen, nicht gut, wirklich nicht machen. Und viele andere, zugegebenermaßen oft auf so Lageristik und naja, Bauarbeitertum zurückzuführen, wo man dann so ganz ulkige Sachen sieht, die ja unter den gegebenen Bedingungen dann vielleicht für ein Lächeln sorgen, aber man weiß ziemlich genau, dass das wohl auch gelebte Praxis ist. Ne? Also immer aufpassen, wie wird mein System von meinem Kunden am Ende auch benutzt. Ethik ist wichtig, aber auch nicht das Wichtigste. Also für diejenigen, die Waffen produzieren, ist es klar, eine Waffe wird produziert, um eben auch abgefeuert zu werden. Dafür gibt es Beschusszeichen, dafür gibt es Sicherheitsgebaren, dafür gibt es Scheine, die man machen muss, dafür gibt es Sachkundenachweise, die man belegen muss. Es ist nicht so einfach, in Deutschland eine Waffe zu führen, wie es möglicherweise in den USA ist. Ob das gut, ob das schlecht ist, das ist überhaupt nicht die Diskussion. Nur, es muss einem klar sein, selbst wenn ich einen Bleistift produziere, kann ich mit dem töten. Das geht. Ich kann den jemanden in den Kopf hauen, ins Auge drücken, oder. Diejenigen, die Kinder haben, die können ein Lied davon singen. Da stehen auf irgendwelchen wichtigen oder chemischen Dingen dann ja Reiniger und so ein Spaß, bitte hier von Kindern fernhalten und so weiter und so fort. Ja, da steht unter anderem auch darauf, oder deswegen da drauf, damit die Firmen fein raus sind, wenn nämlich ein Kind irgendwie Lack gesoffen hat und dann erkrankt. Dann kann man sagen, steht bei mir drauf, ich bin nicht schuld, ist der Elternteil schuld. Oder Kinderhaften für ihre Eltern. Eltern haften für ihre Kinder auf dem Kinderspielplatz. Ja, man kann nach ISO-Standard XY einen Kinderspielplatz aufbauen, bloß wenn die Kinder darauf rumtoben und die werden alle den außerhalb der Spezifikation verwenden, weil sie draußen dran rumkrabbeln. Eigentlich sollten sie drin rumkrabbeln, ne? Und klar, ein einfacher Satz, Eltern haften für ihre Kinder und man ist als Betreiber eines solchen Spielplatzes voll frei raus. Also, es gibt da schon Mittel und Wege. Bloß, das sind so ein paar Beispiele aus dem Leben raus, wie man Systeme möglicherweise zweckentfremdet. Und ich denke, da weiß jeder von euch diverse Beispiele, wo man Dinge benutzt hat für Sachen, die nicht so gedacht worden sind. Ne? Also, wenn es nur dafür gemacht worden ist, eine Flasche zu öffnen. Könnt ihr ja Beispiele bringen, wenn ihr da irgendwas habt. Das geht ja jetzt nicht in Richtung Denunzierung, zu sagen, um Gottes Willen, warum hast du das gemacht? Sondern ihr kennt alle solche Beispiele, dass man Systeme außerhalb der Spezifikation verwendet und ja, sogar für gut befindet. Dieser Akzeptanztest ist eine spezielle Form des Tests. Und der soll eben keine Fehler finden, in Anführungsstrichen. Die sollen idealerweise auch nicht mehr da drin sein. Aber der Kunde hat eine andere Sicht, eine andere Nutzbarkeit. Man ist oft betriebsblind. Ne? Ihr habt jetzt 3 Jahre damit aufgebracht, euer System zu bauen, zu härten, schön zu machen, für den Kunden vorzubereiten. Und ja, dann habt ihr eine Präsentation und in genau dieser kommt ein Bluescreen zustande. Alles schon passiert. Ne? Oder ihr habt eine Präsentation und zeigt irgendwie ein neues Telefon und ne, derjenige hält das Telefon hoch und auf dem ist ein ganz anderer Screen als das, was hinten als angeblich live übertragen dargestellt worden ist. Ne? Mal die ganzen Geschwindigkeiten, die in Filmen stattfinden, möchte ich mal außer Acht lassen. Aber auch dort, Community Management ist eine total wichtige Sache. Ich finde das immer furchtbar,
wenn ich einen Film gucke und ich gucke dann wirklich teilweise auch mal in den Hintergrund hinein, da ist eine Uhrzeit, da steht irgendwie, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Und dann kommt der Szenenwechsel, also ne, man sieht die Uhr nicht mehr, man sieht die Person, mit dem dann der Hauptprotagonist oder die Protagonistin geredet hat, dann kommt der Schnitt wieder zurück und es sind 4 Stunden vergangen. Wie geht das nach einem Wortwechsel? Ne? Das sind so Dinge, mich triggert das hart, also ich finde das total nicht gut. Und finde solche Sachen in Filmen auch immer wieder raus. Und da sind auch meine Lieblingsfilme, die Star Wars-Sachen, definitiv nicht gefeit von. Nein, da ist alles voll mit solchen Fehlern. Ne? Oder man guckt The Gladiator und dann hat dann einer im Hintergrund Adidas-Latschen an. Oder eine Wasserflasche, mitten im Römischen Reich. Ne? Einfach eine Evian-Wasserflasche rum. Ganz klar, logisch. Oder eine Casio-Uhr, die jemand noch anhatte. Alles solche Dinge. Mich triggert das hart. Aber wenn man betriebsblind ist und so ein Cutter, der ist ja irgendwann betriebsblind, der hat ja so und so viele Einstellungen überprüft, so und so viele Sachen und irgendwann kommt man einfach in so eine Müdigkeit rein. Auch wenn man jeden Tag ausgeschlafen ist, aber irgendwann ist es einfach, ach, ich will es jetzt fertig haben, komm, scheiß drauf. Dann guckt man das 3, 4, 5 Mal streng an, dann bittet man seine Umgebenden, das auch nochmal streng zu begutachten und dann wird es verkauft. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee und guckt sich das wirklich intensiv an und sagt, was ist das für ein Scheiß? Ne? Kennt ihr alle? Irgendwann ist man blind. Schreibt eine Abschlussarbeit. Einige von euch haben eine Bachelorarbeit ja vor kurzer Zeit noch gemacht. Und habt das irgendwo hingegeben. Liest das mal bitte durch. Korrigier mal nach Rechtschreibfehlern. Und ne, dann hat man jetzt schon das 5. Mal diese Arbeit vorliegen. Und guckt sie sich das 5. Mal an. Irgendwann sagt man sich auch, also ne, jetzt reicht's. Jetzt muss ich nicht nochmal Fehler raussuchen. Ich überfliege das. So, passt, 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 passt. Dann gibt der arme Wicht oder die arme Wichtin ihre Arbeit am Ende dieser Überprüfung ab und hast ein fetter Rechtschreibfehler mitten im Titel. Dreimal ausgedruckt, drei am Prüfungsausschuss, zwei an den Erst- und Zweitprüfer entsprechend ausgehändigt und mit dem allerersten großen Problem schon der Titel ist shit. Was jetzt? Eigentlich kann ich euch da nur den Tipp geben, beten darauf, dass eure Prüfer den gar nicht durchlesen. Kann ein Andersfall ja tatsächlich passieren. Möchte ich jetzt auch niemanden namentlich erwähnen, aber solche Sachen können prinzipiell auch ungeahndet werden. Also ungeahndet bleiben, besser gesagt. Aber die Regel ist dann doch anders, ne? Kontrolliert die Sachen so weit wie eben möglich und bedenkt aber auch, dass man es unterschiedlich verwenden kann. Ne? Ein Bleistift kann eine Mordwaffe sein, ein Auto kann eine Mordwaffe sein. Man ist da nicht frei von. Und auch wenn man die Idee nie verfolgt hat, ne? Atombombe. Wir haben nie darüber nachgedacht, die wollten Energie erzeugen. Das war der eigentliche Hintergrund. Ne? Dass man damit aber auch sehr viel Energie freisetzen kann, die auch sehr gut militärisch genutzt werden kann, ist eine andere Sache. Das ist unschön. Ne? Wasserstoff das gleiche, zur Energiegewinnung. Plötzlich merkt man aber, das geht auch anders ganz gut. Und das ist oftmals wirklich nicht auszuschließen. Also ich kann nichts produzieren. Und am Ende wird das eben für irgendwas zweckentfremdet, was jemandem schaden kann. Ein PID-Controller werden wir ja machen. Ne? Wenn wir sagen, wir machen das für autonomes Fahren, die Lenkung und das Gas geben irgendwo zu regeln, das ist ja toll. Wenn das am Ende aber Marschflugkörper, die, was weiß ich, wohin fliegen, so regelt, dass sie garantiert ihr Ziel erreichen, ja, dann ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Ne? Und das ist sicherlich am Ende eines jeden Produktes, dass ich gefertigt habe, dann der Akzeptanztest, der nochmal so richtig, ja, der nochmal so richtig wichtig ist, ohne dass er tendenziell in meinem eigentlichen Prozess mit integriert ist, weil das machen meistens Kunden oder auch Externe. Könnt ihr euch, by the way, drauf bewerben? Gibt solche Firmen, die dann euch große Postpakete zuschicken und sagen, hier, das ist, also Geheimhaltungspflicht, das ist also nicht Unboxing und YouTube dann, sondern das passiert dann alles wirklich unter Geheimhaltung, da kriegt ihr dann teilweise Produkte 2, 3, 4, 5 Wochen, Monate vor Release. Und dann könnt ihr die testen. Auf Herz und Nieren. Da müsst ihr auch ein Protokoll anfertigen, etc. Und in den meisten Fällen ist es so, dass ihr die Produkte danach behalten dürft. Ne? Werdet da jetzt sicherlich nicht das nächste iPhone bekommen, aber so Kleinigkeiten, die in den Handel kommen, wo den Firmen das wirklich wichtig ist, dass sie eine gewisse Produktivität, eine gewisse Qualität auch an den Tag bringen, das kommt schon durchaus vor. Dann auch, was teuer ist, sind Probandenstudien immer, richtig teuer, weil die muss man ja bezahlen. Das heißt, man macht es im Studium,
auch mal gemacht, irgendwann ganz früher mal bei uns am Campus eine Probandenstudie, hat ein Student 5 € bekommen, dafür, dass er 3 Stunden sich irgendwelchen Fragestellungen gewidmet hat. Haben wir auch nur einmal gemacht, weil so viele Leute hat das auch nicht interessiert. Ne? Das sind halt einfach solche Dinge, das hat dann auch nochmal was mit Akzeptanztests zu tun. So. Dann kommt diese Vierfaltigkeit, wobei man Unit mit Komponente natürlich gleichsetzen kann, aber auch als Modul, das hatte ich schon erwähnt, das könnte man aufspalten, wenn man ganz feingranular unterwegs sein möchte. Ansonsten beherbergt der Komponententest oder auch der sogenannte Unit-Test. Dann die Testfälle, die nur diese eine Unit auch bedingen, ja. Dann darauf die Integration, dann darauf das System und dann darauf der Akzeptanztest. Eigentlich kein Hexenwerk. Wenn ich mir das V-Modell anschaue, sind das auch genau die Schritte, die nach oben zum Ziel führen. Ne? Ganz unten habe ich ja meine Entwicklung, mein Coding. Dann mache ich das mit Modultests. Ne? Darüber kommt dann irgendwie die Feinspezifikation. Das mache ich mit meinen Integrationstests. Dann habe ich meinen Systemtest, dann habe ich meinen Akzeptanztest. Also in Prüfungssituationen kann das möglicherweise wichtig werden, diese Reihenfolge auch zu kennen. Ja. So, schauen wir mal. Ne? Das Modul, das Programm, das Objekt, dass man eben eine spezielle Funktionalität abprüfen möchte, dass die wirklich funktioniert. Das ist Unit-Testing. Das kann als eine schwarze Kiste, also ein Blackbox-Testing verstanden werden. Das heißt, ich teste gegen die Spezifikation, gegen die Funktionalität oder gegen die Requirements. Aber ich sehe nicht rein. Ich kann nicht in die Box reingucken. Mittlerweile würde ich fast sagen, es ist eher so eine verschlossene Box, so ein Closed Box, die man sich da sehr gut herleiten kann. Für die Rechnerstrukturierer, die das kennen, die wird das jetzt ein Highlight sein. So eine Box hier. Da vorne ist ja hier das Board drin aus Rechnerstrukturen. Das ist ja sowohl nicht schwarz, weil ich kann ja reingucken, aber auch nicht komplett durchsichtig. Ich kann auch nicht hundertprozentig ausmachen, was da drin ist, aber ich kann es erahnen. Da spricht man von sogenannten Graybox oder auch sogenannten Glassbox-Tests. Ja, kommen wir gleich drauf. Whitebox ist genau das, ich sehe alles. Und gerade bei Software ist es so, dass ich dann wirklich Zugriff auf den Code habe. Ich sehe, welche Funktionalität wurde wie benutzt, mit welchen Frameworks, bis ins kleinste Detail. Und wenn ich ein bisschen Erfahrung habe im Software Development, dann kann ich möglicherweise aufgrund dieser Erfahrung auch schon Aussagen darüber treffen, dass das vielleicht nicht ganz korrekt ist. Vielleicht nochmal über das und das nachdenken. Ne? Aber es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Hier, klar, ich überprüfe das gleiche wie beim Blackbox-Test auch. Also Eingänge sollen Ausgänge triggern und idealerweise das gleiche Ergebnis, was soll und ist, soll sich eben gleichen. Wenn ich dann aber auch als Tester sehe, naja, dieses Problem kommt wahrscheinlich wegen der und der Funktionalität oder der und der Entwicklung, die ich da drin habe, dann kann ich natürlich auch schon Erwähnungen mit anhängen an den Testcase, der eben fehlgeschlagen ist. Oder lieber Entwickler, ich vermute, es liegt da und da dran, guck da bitte nochmal hin, ansonsten sehen wir uns nachher in der Mensa. Irgendwie sowas. Ne? Bei den Grauboxen findet man in der Literatur relativ selten. Meistens wird zwischen Whitebox und Blackbox-Testing unterschieden. Das Graue ist aber tatsächlich ganz oft im Zusammenhang mit Simulationen zu finden, denn da ist es oft nicht so, dass ich nur meine Eingänge habe und meine Ausgänge und dazwischen überhaupt kein Verständnis über das System habe, sondern ich habe meist Subsysteme. Und in diesen Subsystemen sind wiederum Blackbox-Tests drin. Und wenn man das dann irgendwie von einer Blackbox in eine Blackbox in eine Blackbox in eine Blackbox, dann reicht dieser Ausdruck irgendwo auch nicht mehr aus. Deswegen hat man sich dazu durchgedrungen, den so ein bisschen als grau zu benamen, weil man ja durchaus auch reinschauen kann. Also so ein Grau- oder ein Graybox-Test kann zum Beispiel sein, ich habe ein Gesamtfahrzeug. Und da habe ich, naja, Komponenten drin. Ne? Getriebe, Motor, Reifen, Body und wie sie alle heißen. Und das sind alles irgendwelche Grauboxen. Da kann ich reinklicken. Da sehe ich dann auch, was da in etwa so ist, wie das beschaltet ist und so weiter. Aber auf tiefster Ebene kann ich da nicht mehr reingucken. Irgendwo wird das Ding für mich schwarz. Und das ist auch gut so, weil man damit auch wunderbar die
Komplexität so ein bisschen verwischen kann. Und Komplexität ist wirklich eine Schwierigkeit, die in all diesen Konstellationen berücksichtigt werden muss. Wenn etwas zu komplex wird, dann ist es oftmals vielleicht auch nicht das Beste darauf, dann irgendwie eine Simulation oder darum eine Simulation zu weben. Es sei denn, ich möchte nur diesen einen konkreten Sachverhalt überprüfen. Dann mag das sinnvoll sein. Wenn ich aber tausend unterschiedliche Komplexitäten miteinander verzahne, wird mein Gesamtsystem noch viel, viel komplexer. Und wenn ich dann irgendwann den Überblick verliere, habe ich nichts gekonnt. Also immer so komplex wie nötig, aber nicht so komplex wie möglich machen. Also irgendwo dazwischen ist der Sweet Spot und mit dem muss man sich dann auch auseinandersetzen können. Dann haben wir Integrationstests. Der Test, der eben irgendwo lokal, meistens auf Funktionen, Modulen, Programmen etc. ausgeführt wird, die aber miteinander interagieren. Zum Beispiel habe ich eine Funktionalität, die bedient ein Ethernet. Die soll also Daten übertragen über TCP/IP. Und ich habe einen Controller, der oder noch einfacher. Ich habe ein System, das sendet etwas und ich habe ein System, das empfängt etwas. Um darauf dann irgendwas aufzubauen. Das heißt, ich teste sowohl den Sendestrang als auch den Empfangsstrang durch dessen Integration und kriege plötzlich ganz neue Erkenntnisse. Senden funktioniert, Empfangen funktioniert, funktioniert aber alles viel zu langsam. Ich schicke etwas los und 3 Sekunden später kommt es an und 6 Sekunden später wird es mir angezeigt. Das heißt, Funktion ist gegeben. Es funktioniert, nur nicht gut. Und das ist auch so eine Fragestellung, mit der muss man sich einfach anfreunden. Ne? Nur darüber zu sagen, funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht, ist zwar schon eine schöne Ansicht, ein schöner Ansatz, der mir aber in 90% der Fälle nichts bringt. Sondern funktioniert es auch in der richtigen Reihenfolge, funktioniert es auch in der richtigen Güte, funktioniert es auch in der richtigen, im richtigen Zeitverhalten. Und wenn ich das niedergeschrieben habe, dass die Botschaften bitte so und so lange oder nach einer so großen Zeit verworfen werden müssen durch Timeouts oder, dann muss ich das überprüfen. Und jetzt kommen wir in so Punkte hinein, wo man dann plötzlich auch merkt, ganz aus dem Systematischen heraus, dass das mit 4 Testfällen nicht gemacht ist. Dass das eben durchaus sein kann, dass ich da hunderte von Testcases habe, tausende von Testcases und so weiter und so fort. Das darf ich mich einfach nicht erschrecken lassen von dieser schieren Anzahl, weil ich brauche das. Ich muss auf jeden Fall auf unterschiedlichsten Ebenen mit unterschiedlichsten Rahmenbedingungen und Ideen etwas bewerkstelligen. Und das kann ich nur, indem ich auch viele Dinge miteinander in Relation setze oder auch unterschiedlich frage. Denn kann man ja schon mal drauf, diese Äquivalenzklassenbildung etc., da brauche ich dann eben nur noch eine Handvoll Tests gegenüber der Vollständigkeit. Aber ich muss es trotzdem intelligent miteinander verzahnen. Es hilft mir also nichts, 2 Zahlen irgendwie randomisiert zu würfeln und am Ende zu sagen, jo, das passt oder das passt nicht, sondern ich sollte schon irgendwo auch an die Grenzen meines Systems heranragen. Das ist ganz oft in der Informatik die Null. Ich weiß, das will keiner mehr hören und das kann auch irgendwo jeder nicht mehr ertragen, aber die Null ist eins der größten Fehlerquellen, die wir in der Informatik haben. Ist es nämlich ein Signed Integer oder ein Unsigned Integer? Ist die 0 quasi mein wirklicher Tiefpunkt oder geht es darunter weiter? Und wenn ich ein Signed Integer habe, dann habe ich eben auch nicht mehr die Zahl 255 bei 8-Bit, ne, sondern eben nur noch Minus und Plus 128, 127. Wenn ich das aber irgendwo in meiner Logik missachte, und das passiert, das sind Schlüssigkeitsfehler, die macht man einmal in seinem Leben, danach meistens nicht wieder, aber das muss einmal einfach passieren. Und ich überprüfe Wertigkeiten, die irgendwo um die 200 liegen, und da kann meine Variable nicht mehr hinkommen. Das geht einfach nicht. Technisch gesehen funktioniert das schon nicht. Dann kann so ein Testcase wirklich helfen, indem bewusst mal eine Zahl dort vorne reingetragen wird und bewusst verlangt wird, dass diese eine Zahl hinten noch rauskommt. Und wenn das nicht ist, dann ist es egal, warum. Es funktioniert nicht. Und damit geht das Ganze wieder zurück zum Entwickler. Und auch dem Tester ist es egal, warum es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Das machen unsere vielen Chefs ja auch gerne. Es ist egal, wer es macht. Es ist egal, wie lange es dauert. Also, ob man Überstunden machen muss oder nicht, es muss fertig sein. Menschlich gesehen ist das Mist, aber es trägt sich natürlich so
auch durch die Industrie und durch die gelebte Praxis durch. Also, fassen wir da auch mal einen ganz, ganz wichtigen Satz zusammen. Ich kann diese Fehlerzustände oder diese Probleme, die passieren, die kann ich identifizieren, aber ich kann im selben Atemzug nicht sagen, das und das muss ich jetzt machen, damit es besser funktioniert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, das sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse. Der Test sagt nur aus, geht nicht. Weil, keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe, ist deine Aufgabe. Das ist so ein bisschen blöd, weil dann immer jeder mit dem Finger auf jemand anders zeigen kann, aber nur so geht's. Oh, das Schönste. Also ich mag Systemtests am liebsten. Ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwo angekommen. Denn hier kommt alles zusammen. Hier ist es so, man geht davon aus, dass die Module schon funktionieren. Man geht davon aus, dass die Integration schon funktioniert. Und man stöpselt jetzt alle Teilkomponenten feingranular aneinander und merkt, gar nichts funktioniert. Ne? Man geht also mit so einer richtigen Euphorie ran und sagt, jo, alles klar, Modultest funktioniert, Integration funktioniert auch. Ja, dann muss das ja heute richtig schöner Tag werden und stöpselt die Sachen zusammen, drückt auf Go und auf einmal macht so, passiert nichts. Alles defekt, alles doof, alles blöd. Ja. Und damit spiegelt es die Realität wieder. Wir stecken am Ende irgendwelche Komponenten zusammen. Wir lassen kommunizieren. Wir haben Systemkomponenten, die aus mehreren Teilkomponenten bestehen. Und wenn wir diesen Test nicht machen würden, dann würde das beim Kunden passieren. Dann drückt der auf den Knopf und plötzlich kommt so eine komische Dampfwolke oben raus. Vielleicht sogar noch giftig, dann hätte man richtige Probleme. Ne? Deswegen, also der Systemtest ist, oh, der ist wichtig. Den darf man echt nicht vernachlässigen. Der ist mit das Wichtigste. Ich will Modultest und Integrationstest nicht klein machen. Das sind alles wichtige Komponenten in dieser ganzen Kette, definitiv. Aber so richtig zusammen kommt am Ende alles nur, wenn ich es auf Systemebene betrachte. Ne? Test des gesamten Systems in einem möglicherweise operablen Environment. Also ich teste das auf der Straße. Ich fahre damit rum. Ich überprüfe es in seiner Umgebung. Ich simuliere möglicherweise das nicht mehr, sondern ich habe die echten Komponenten vorliegen, mit den echten Softwareständen drauf, mit den echten Kabelsträngen, in der echten Karosserie, mit den echten Reifen, mit dem echten Benzin drin und so weiter und so fort und merke dann, es geht oder es geht nicht. Ne? Euphorie darf immer gebremst werden, ist klar. Meistens funktionieren dann nicht sofort alle Dinge so reibungslos, aber tendenziell sind wir mit dem German Engineering oder dem Made in Germany immer noch so gut, dass es ausreichend ist. Usability, Stress, Dokumentation, Performance und Kompatibilität sind eben auch Dinge, die dort überprüft werden. Ganz oft werden gewisse Dinge irgendwie nicht so stark überprüft, wie man sich das wünscht. Meines Erachtens nach Stress und Usability sind so Dinge, das macht man, wenn man Zeit hat und noch irgendwie Geld übrig. Ich habe schon so viele Systeme gehabt, auch hochpreisige Systeme, wo man ohne eine Anleitung noch nicht mal wusste, wo man das anschalten kann. Also das fängt an bei irgendwelchen Geschirrmaschinen, also Geschirrspülmaschinen. Ein Toaster ist noch relativ selbsterklärend. Irgendwelche, weiß ich nicht. Komponenten, die man sich so kauft, die irgendwie dann doch nicht so intuitiv zu bedienen sind, wie man sich das vorstellt. Und wenn man das schon eine technisch versierte Person sagt, wie kann man sich dann aus dem Fenster lehnen und sagen, das kann jetzt auch jeder Rentner oder jede Großmutter benutzen? Ne? Es sind so viele Faktoren, die man beachten muss. Haptik spielt eine Rolle. Ich will da immer. Ich habe so eine andere Veranstaltung. Einige von euch haben die wahrscheinlich letztes Jahr auch gehört, die Automotive Systems. Da haben wir uns auch mit dem Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt und so Schalter, die im Fahrzeug verbaut sind. Wenn man da in dem VW-Universum unterwegs ist und man hat ein neues Auto aus genau diesem Stall, ah, dann kommt man eigentlich damit zurecht. Dann sind die Knöpfe an erwarteten Stellen. Es ist so, dass man der Meinung ist, Job, damit kann ich mich irgendwie auseinandersetzen. Die Lernphase ist nicht riesig. Sie ist da, man muss sich ein bisschen umorientieren gegebenenfalls, aber sie ist nicht riesig. Ich habe meine Zeit in der Autostadt gearbeitet, also war ja dualer Student bei VW, da musste man eben durch die Trainee-Programme durch, das heißt auch einmal mit dem Kunden in Kontakt treten. Und da habe ich damals einen Audi A6
ausgehändigt an eine Person. Ein sehr alter Mann, war auch nicht sehr freundlich, aber das ist egal. Der Kunde ist König. Und ich fragte ihn dann, ob er noch was erklärt haben möchte, ob ich ihm noch irgendwelche Tasten oder wie auch immer Funktionalitäten halt erklären muss. Der war dann etwas griesgrämig und meinte, nee, er will los, alles sieht ja gut aus, Lack und sowas, alles sauber. Dann war irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, was war, irgendwas hat er noch beanstandet. Ich glaube, am Spiegel waren noch irgendwelche Wasserflecken oder sowas, die wollte er weg haben, also mit dem Tuch nochmal drüber, fertig. Dann ist er losgefahren und kam. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Also aus diesem Verkaufsbereich raus bei Volkswagen ist eine Einbahnstraße. Dann kommt man auf die Heinrich-Nordhoff-Straße. Dann muss man meistens auch schon tanken an der Shell, die dann dort ist, weil so viel Benzin, nee, machen die da nicht rein. Und diese Einbahnstraße, ich nie vergessen in meinem Leben, kam der Kollege zurück, etwa nach 20 Minuten. Mit so einem Kopf. Hat das Auto dahingestellt und hat rumgeschrien und rumgebölkt, was wir ihm für einen Blödsinn verkaufen. Das ist doch wirklich nicht der. Das kann doch nicht sein. Und da dachte ich schon, verdammt, was ist uns da unterlaufen? Haben wir ein Problem gehabt beim Abnahmetest oder Systemtest? Ist irgendwie was schief? Wie auch immer. Dann gibt es solche Räumlichkeiten. Wenn er da mal irgendwann in die in diese Situation kommt, das ist total putzig, die sind schallgeschützt. Das heißt, man lädt diese Person, kommen Sie erstmal rein, wir klären das, lalala, macht die Tür hinter sich zu und alle anderen Kunden können munter weiter ihre Ausgaben oder ihre Fahrzeuge entgegennehmen, ohne dass da irgendwo jemand dem Gespräch folgt. Und dann die Qualität ist scheiße, lalala. Solche Ausdrücke kommen ja dann immer zustande. Ne? So, und dann mein Chef, der hat mir natürlich gleich die Ohren lang gezogen, weil ich war ja verantwortlich für den. Und dann sind wir zu ihm rein und dann hat der losgelegt. Sein Auto ist kaputt, es ist kacke, es funktioniert nicht, lalala. Ne? Auch gesagt, hast du ihm alles gezeigt? Er wollte es nicht. Und dann, ne, was ist ein Hohn? Ich wollte das nicht. Das stimmt gar nicht. Lalala. Kunden. Ne? Und dann kam er auf den Trichter, dass er mal erklären soll, was denn überhaupt nicht geht. Und das war für ihn gar nicht so einfach, weil die komplexen Sachverstände ja auch irgendwo dann fehlen. Ne? Auf jeden Fall kam er auf den Trichter und meinte, ja, immer wenn ich an die Ampel gefahren bin, ist der ausgegangen. Ist einfach ausgegangen. Musste ich also ausmachen, wieder anmachen und dann konnte ich weiterfahren. Und an jeder Ampel. Gut. Man darf dann nicht lachen, man darf auch nicht schmunzeln, man muss auf jeden Fall pro Kunde sein, selbstverständlich, wir regeln das. Ne? De facto ist es so, er hat einen Diesel gehabt und hat die Start-Stopp-Automatik natürlich drin gehabt, aber noch nie zuvor ein Fahrzeug mit Start-Stopp-Automatik besessen. Dann ist es klar, der fährt an die Ampel und dann macht er erstmal aus. Und wenn er dann die Kupplung wieder kommen lässt, macht er wieder an. Das muss man dem Kunden aber sagen oder er muss es irgendwo mal gesehen, gelernt oder was auch immer haben. Das ist für mich bis dato das wichtigste Unterscheidungskriterium vom Systemtest zum Abnahmetest. Es nützt mir nichts, wie oft ich diese Funktion überprüft habe, in Simulationen, auf Testfahrten etc. Wenn der Kunde gar nicht weiß, dass das Auto das kann oder macht, dann wird er das immer als schlecht interpretieren. Immer. Und ne, ihr müsst ja alle diese Fehler nicht machen oder diese Schmunzelsituation nachvollziehen. Sondern ihr könnt ja davon partizipieren. Und wenn das euch für euch irgendwo auch nur so ansatzweise ein Beispiel darstellt, diese beiden Dinge wirklich sauber voneinander trennen zu können, dann nutzt auch gerne das. So, ne? Am Ende soll natürlich unser Kunde irgendwo satisfied sein, der soll glücklich sein, der soll zufrieden sein, etc. Und der testet natürlich anhand seiner Anforderungen. Ne? Es gibt Leute, die geben für etwas Geld aus und für die ist einfach nur dieses Haben erstmal wichtig. Und dann gibt es Leute wie mich, die kaufen sich was für viel Geld und dann wird das Ding erstmal unter dem Mikroskop betrachtet. So also hart auch wieder nicht, aber mein letztes iPhone, das ich bekommen hatte, das hatte zwischen Display und Chromrahmen oder Aluminiumrahmen irgendein Einschuss, da war irgendein Stein drin. Den hätte ich jetzt mit einem spitzen Messer da so rauspuppeln können, aber dann wäre vielleicht die Wasserdichtigkeit gefährdet oder. Also, bei der Telekom angerufen, gesagt, was habt ihr mir für einen Mist geschickt? Ich will neu. Ja, schicken Sie es bitte ein, wir überprüfen das und danach schicken wir ihn neu. Werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft wirklich nur noch in diese Telekom-Shops reingehen und in die Sachen voll Natz hauen oder direkt zu Apple rennen oder, weil. Ne? Man schickt es weg, dann dauert das 3 Tage, dann bearbeiten die das irgendwie 7 Tage und dann braucht das wieder eine Zeit auf dem Dienstweg, bis man dann noch ein neues Telefon in den Händen hält,
Ich habe also effektiv vom Release-Tag irgendwie 10 Tage verloren und hatte in der Zeit eigentlich schon vor, mein altes Telefon zu verkaufen. Das ist ärgerlich. Anderen ist das völlig egal. Ich habe das schon erlebt, dass Leute völlig krass haben sich ein neues Auto gekauft, wirklich dann auch irgendwo in einem Autohaus und das Ding hatte eine Schramme, aber eine richtig fette hinten im Kotflügel drin. Dann habe ich gesagt, was ist denn da gemacht? Ja, ich war das nicht. Ja, warte mal, ich habe Fotos gemacht, als ich das Auto abgenommen habe, also zur Protokollierung, da war der Kratzer auch schon drin. Ist noch nicht aufgefallen. Also es gibt da auch immer unterschiedliche Charaktere und das ist gut so. Denn die einen gucken etwas energischer, die anderen gucken etwas weniger energisch. Und auf die Ersteren, auf die müsst ihr Acht geben. Denn die gucken wirklich in jedes kleinste Detail. Und wenn da irgendwas knattert oder was auch immer, dann entsprechend zuhören. Es sind eure Kunden und eure Kunden haben die besten Anforderungen. Ne? Genau, Test of Correctness. Funktioniert mein System oder mein Programm? Ne? Habe ich irgendwelche Solutions, also irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Lösungsansätze, die ich noch finden muss oder die ich tatsächlich abdecke? Oder terminiert mein Programm und terminiert es vor allem auch immer? Das sind natürlich Überprüfungen, die kann ich relativ schnell herleiten, indem ich dann eine Art Stresstest oder einen Dauertest mache und mal gucke, wie lange es läuft. Ich sage euch ganz ehrlich, ganz viel Software muss irgendwann mal nicht rebootet werden, aber vielleicht mal so runtergefahren, wieder hochgefahren, dann funktioniert das. Habe ich hier bei meinem System auch ganz oft, obwohl es ein Mac ist und man angeblich ein Mac nie, neu starten muss, außer bei Betriebssystem-Updates, ganz oft hat sich irgendwas verprummelt. Der Lüfter geht irgendwie an und man weiß nicht warum. System-Reboot und alles funktioniert wieder tadellos. Ganz, ganz oft. Es ist in Windows, in Mac, es ist in Linux, es ist in allen Betriebssystemen so. Weil die Sachverhalte ja auch sehr komplex sind. Aber dieses terminiert es richtig, das ist durchaus eine witzige Sache, weil da auch mal ein Beispiel: Audi A8 Langedition, Kanzlerfahrzeug, damals Schröder. Mussten wir dann losfahren mit den Dingern und nach Hannover bringen. 3 Stück. Anzug an, ne, das war dann damals so die Sache, da hat man die Fahrzeuge dann auch überführt. In das Auto rein, aus dem Werk, quasi feinstes Leder, Vollausstattung, Hochglanz poliert etc. Und musste man hinten raus am Ritz-Carlton quasi auf die Umgebungsstraße, um in Richtung Autobahn, also Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße zu kommen. Und genau auf dieser Zulieferungsbrücke ist mein Auto krepiert. Oh. Aber so krepiert, dass gar nichts mehr ging. Da war irgendwie gar kein Strom mehr anliegend. Das heißt, ich konnte kein Fenster öffnen. Das Ding ist ja gepanzert, hat also auch elektrische Türen, die sich nicht entriegeln ließen. Das heißt, ich war da drin gefangen. Im Juli, zu besten Sommerzeiten, in einem schwarzen Anzug, in einem schwarzen Auto. Da mussten also wirklich die Ingenieure von Volkswagen kommen und das Fahrzeug unten drunter irgendwo kurz schließen, dass sie mich da raus entfernen konnten. Was war passiert? Ganz klassisch. Das Fahrzeug hat ein Bussystem. Und das Bussystem verbraucht, wenn es läuft, Strom wird über die Lichtmaschine hergestellt. So weit, so gut. Wenn in diesem Fahrzeug aber Funktionalitäten drin sind, die entweder noch einen Zustand haben, der aus der Entwicklung kommt, oder eben irgendwie einen Zustand haben, der Fehler beinhaltet, die man einfach noch nicht kannte, dann können da lustige Sachen passieren. Und es ist so gewesen, dass das Fahrzeug, das ich gefahren bin, das erste war, das in die Politur und alles in diesen Prozess eingebunden worden ist. Das stand 2 Wochen dort in der Tiefgarage des Ritz-Carlton. Und durch einen Software-Bug haben die Steuergeräte sich nicht in den Suspend, also nicht in den Schlafmodus versetzt. Die sind einfach angeblieben und haben munter die Batterie leer gelutscht. Was dafür sorgte, dass die zwar noch ausreichend genug geladen war, um einmal den Systemstart zu vollziehen, aber dann irgendwann die Grätsche gemacht hat. Und dann saß ich da drin. Im Nachgang, könnt ihr mal nachlesen, gibt es Rückrufaktionen vom R8, die genau dieses Phänomen auch darstellen, wo man dann eben merkt, dass ja auch Fahrzeuge im Feld oder Systeme im Feld nicht frei von Fehlern sind.
Rückrufaktionen sind teuer, man sollte diese Fehler frühzeitig erkennen, pp, pp, pp. Haben wir alles schon geregelt, haben wir alles schon drüber gesprochen. Jetzt kommen die Beispiele, warum. Ne? Testen auf Effizienz, ganz klar, braucht mein Programm eben unterschiedlich lange oder extremst lange, ist das dann immer noch effizient für mich, wenn ich 3 Tage auf mein Ergebnis warten muss oder eben nicht. Ne? Denk mal an die Covid-Geschichte, mittlerweile dürfen wir ja wieder ohne Maske und so einen Spaß rumrennen, aber allein nur diese ganzen Testungen, ne? Nasenabstrich, Mundabstrich etc., 15 Minuten später bekomme ich mein Ergebnis. Ist doch voll geil. Wenn ich mal bedenken würde, dass ich vielleicht 3 Tage brauche, bis ich mein Ergebnis bekomme, dann ist das wenig effizient. Also, wenn natürlich nichts anderes existiert als das, dann ist das der de facto Standard. Aber wenn etwas effizienter funktionieren könnte, dann versucht man ja natürlich auch, sich damit auseinanderzusetzen. Wie viel Speicher braucht etwas? Unsere Softwerker unter uns, die nehmen das, was kommt. Wenn es heißt, ich programmiere mein Java-Programm und dann mache ich hier mal ein bisschen was, da ein bisschen was, am Ende kommt ein Garbage Collector und der tut dann irgendwie dafür, dass das mit dem Speicher wieder schön ist. Ja, ist soweit in Ordnung, kann man soweit nachvollziehen, kann man auch verstehen und nachlegen, aber so richtig effizient ist das trotzdem nicht. Wenn dann so ein Hardware-Guru, der sich mit C, Assembler und so weiter auseinandersetzt und wirklich nur so viel Speicher belegt, wie er wirklich, wirklich braucht, mehr nicht, kein Fitzelchen mehr, dann ist das von der Effizienzbetrachtung immer besser als das, was wir erst genannt hatten. Ja. Aber ist auch eine Philosophiegeschichte. Ja. Ich will da immer Java etc. nicht madig machen. Es ist bekanntlich nicht meine Lieblingsprogrammiersprache, aber ich bin ja auch kein Frontend-Designer oder sowas. Wobei, da gibt es auch schönere Sachen als Java. Aber egal. Ne? Könnt ihr euch auf jeden Fall sicherlich diverse Beispiele da auch vorstellen. So, der Prozess ist mostly repeated. Das heißt, man kann ihn in den meisten Fällen zurücksetzen, neu machen, zurücksetzen, neu machen. Und das ist genau das Schöne, was wir uns bei der Simulation ja auch zugute kommt. Ne? Wir machen irgendwas und es geht schief. Ja, setzen wir alles wieder zurück, ändern 2 Parameter und probieren es nochmal aus. Wir müssen da nicht was fertigen, nicht 3D-Druck ansprechen oder Rapid Prototyping oder wie die ganzen Buzzwords heißen. Wir können mit unserer Maus, die wir am Computer angeschlossen haben, sofort einen Reset durchführen von unserem System und mit Parameter wechseln, sofort auch wieder ein Ergebnis produzieren und das eben in Relation zu den anderen Stellen. Sofort. Dafür muss ich nichts machen. Kein Handgriff in Anführungsstrichen, außer mein Mauscursor bewegen und vielleicht die entsprechenden Tasten mal betätigen. Anders sieht das aus, wenn ich schon fertige Konstrukte habe und dann merkt man, dass da irgendwie doch was nicht so gut funktioniert. Dann muss ich eben vielleicht unter ganz bestimmten Bedingungen echt warten. Dann dauert das vielleicht 3 Wochen, bis das neue Produkt dann eben per Postweg bei uns eingetrudelt ist. Dann packe ich das wieder in meinen Systemkontext hinein und merke, ja, jetzt geht's. Hurra, Dankeschön. Oder eben auch nicht. Und manchmal sind es Pfennigbeträge. Also 99% sind es Pfennigbeträge, also Bauteile, die wirklich einen Cent kosten, die Probleme machen. Und es ist auch in meinem beruflichen Zweig nicht selten gewesen, dass man irgendwo in Wolfsburg das Band hat anhalten lassen müssen, weil eine Sache, die irgendwie 3 Cent kostet, eine Schraube oder ein Halter oder was auch immer, eine Abdeckung von irgendetwas. Da ist eine ähnliche Maschine in Ingolstadt und dort gibt es irgendwie auch noch Ersatzteile dafür. Dann wird ein Taxifahrer aus Ingolstadt nach Wolfsburg gefahren, der eine Tüte mit 3 Schrauben und einer Abdeckplatte ins Werk bringt. Und das ist scheißegal, was das kostet. Denn es ist immer noch günstiger, als wenn das Band länger Zeit stillsteht. Ja? Das muss man einfach in dieser Relation einfach mal sacken lassen. Also große Industriezweige, wo solche Kleinigkeiten einen großen Impact haben, das werden wir als Autonormalverbraucher, vielleicht sogar im Start-up-Unternehmen oder ähnlichem, ja gar nicht erst merken. Gerade Software ist so ein Bestandteil, wenn ich also ausschließlich mit Software mein Geld verdiene, dann ja, kann ich die Anekdote sicherlich auch bringen, dass es irgendwelche Mikrocent kostet, da nochmal über das Testen nachzudenken oder das irgendwie mit einer anderen Cloud-Anbindung oder mit mehr Sicherheit im Hintergrund an den Markt zu bringen. Das sind vielleicht wenige hunderte Euro, die man investiert und danach dann weniger Sorge hat. Aber ne, die Relation spielt immer eine Rolle.
Die Implementierung zeigt eben auch die Methode und ob etwas implementiert werden kann oder eben auch nicht. Implizit sind das letztendlich alles irgendwelche Equations, also mathematische Formulierungen. Und mit diesen kann man mehr oder weniger auch alles lösen. Testen zeigt, dass man mit seiner Methode eben möglicherweise Erfolg hat oder eben nur fast. Und die kann natürlich numerisch gesehen instabil sein, die kann auch etwas zu langsam sein, die kann. Ich zeige mit dem Testen quasi nur, dass es sich nicht wie die Spezifikation verhält. Warum? Weshalb? Ist mir egal als Tester. Dadurch, dass wir aber hier keine Testveranstaltung machen, sondern dass wir das Ganze ja aus unterschiedlichen Sichten betrachten müssen. Irgendein trifft's. Auch wenn ich jetzt den Hut aufsetze und sage, ich bin jetzt Tester, dann sage ich, es funktioniert nicht, mach, dass es geht. Dann bin ich fein raus. Wenn ich jetzt der Entwickler bin, der kriegt die Liste, es geht nicht, jetzt muss ich suchen, woran es liegt und habe wieder zu tun. Und wenn ich der Manager bin, der guckt dann, ups, es funktioniert nicht und wir haben aber eine Deadline, in 14 Tagen müssen wir es ausliefern, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. So gibt es diese unterschiedlichen Hüte in Unternehmen, in Projekten, und das können kleine wie auch große sein, die auf unterschiedlichen Arten und Weisen anfangen zu schwitzen. Ne? Im Endeffekt wollen wir alle dasselbe. Wir wollen ein Produkt entwerfen, das vom Kunden gut angenommen wird, das eine hohe Qualität bietet und so weiter und so fort. Aber unterschiedliche Domänen in dem Prozess des Ganzen sorgen auch für unterschiedliche Schwierigkeiten, die man unter Betracht oder die man in Betracht ziehen muss. Ne, Korrektheit und Effizienz, ich denke, ist klar, ne, wenn ich irgendwie etwas auf Korrektheit überprüfe, dann gibt es halt nur 0 oder 1. Ne? Hat das jetzt geklappt? Ja oder nein? Wenn ich etwas auf Effizienz überprüfe, dann ist das natürlich noch ein bisschen mehr als das. Es soll ja nicht nur korrekt sein, sondern es soll auch im richtigen Zeitrahmen vonstatten gehen. Es soll nicht nur die richtige Antwort bieten, sondern auch irgendwie innerhalb von den nächsten 2 Sekunden, nicht 2 Mikrotage. Ne? Das sind alles Dinge. Mittlerweile meint man immer, das ist so gang und gänge. Und man baut irgendwas und naja, der Kunde, der wird dann halt die 2 Sekunden warten. Das ist schon in Ordnung. Aber wenn irgendwo am Markt ein System ist, das schneller funktioniert, dann wird er das präferieren. Weil Zeit ist Geld. Und das betrifft nicht nur euch am Schreibtisch, wie ihr irgendwelche Word-Dokumente auf und runter schreibt, sondern letztendlich auch Leute, die mit den Systemen, die ihr baut, Geld verdienen. Ne? Denkt nur mal an einen Arzt, ihr geht zum Arzt und der tippt ein, was ihr da so alles macht. Oder was bei euch alles schief ist. Zähne, Füße, ne? Keine Ahnung, vielleicht noch die Ohren. Und dann schreibt er das da alles in sein Rechnerchen rein. Und wenn dann es bei Privatpatienten, nehmen wir das Beispiel mal Tierarzt. Da hat man meistens die Situation, dass man am Ende Geld bezahlen muss. Ne? Tierchen ist da auf der Plane, wird dann von oben nach unten gescannt und dann fängt er an, da einzutragen. Ja, ich habe die Spritze vergeben, ich habe das und das gemacht, das und das gemacht, das und das gemacht, das und das gemacht. Dann sagt er viel Spaß mit dem Tier, gute Reise, kommen Sie nächste Woche nochmal zur Kontrolle und man geht dann in Richtung Kasse. Und dort wartet man. Wartet, wartet. Man wartet nicht, weil die gerade keine Zeit haben oder keine Lust haben oder kein Geld verdienen wollen. Man wartet, weil dieses System. Wirklich ein Schwachsinnssystem, aber ist egal. Erstmal diese ganzen Interpretationen, die der Arzt dort reingeschrieben hat, verinnerlicht und daraus dann irgendeine Summe bildet. Sagt, jetzt schulden Sie mir 15,30 € oder Sie schulden mir 900,50 €. Ne? Und das dauert Zeit. Ich habe selber Tierchen, das heißt auch relativ häufig beim Tierarzt, wenn die ein bisschen älter werden, passiert das nun mal. Und das ist Wahnsinn. Ne? Man steht dann da wirklich und wartet auf Godot, gut und gerne mal 5 Minuten, nur weil das System dann noch irgendwo im Hintergrund am Rödeln ist. Das kann man technisch besser lösen. Ne? Und man muss halt nur machen. Also für euch affinen Start-up-Gründer und so weiter, betrachtet doch mal den Medizinsektor. Vielleicht lässt sich da das ein oder andere machen und Geld verdienen. Ne? Und all diese Dinge, und das ist das Schöne, deswegen hängt Simulation und Testen wirklich wie so ein Zahnrad zusammen, obwohl ich es komplett voneinander trennen muss. Die ganzen Begrifflichkeiten, die wir hier sehen und besprochen haben, gelten sowohl fürs Simulieren als auch fürs Testen. Ja? Also da muss ich mir nicht das ein oder andere auswendig lernen, was nur dort gültig ist, und das ein oder andere auswendig lernen, was an der anderen Seite gültig ist, sondern die Dinge greifen wirklich ineinander ein. Sind halt nur unterschiedliche Werkzeuge. Das eine ist, Fehler zu finden und das andere ist, möglichst Erkenntnisse zu generieren, ne? Ob etwas funktioniert oder nicht.
Das sind erstmal so die Grundlagenaspekte. Netzwerke, Influenzfaktoren und so weiter haben wir besprochen, als wir letzte Woche dieses schöne Bild konstruiert haben, dass eben Einflussfaktoren irgendwo von oben in mein System hineinschallen und das kann sehr mannigfaltig sein. Das kann vom Wetter anfangen, das kann ein Windzug sein, das kann, ach, magnetisches Feld oder sein. Man spricht dann ja auch von elektromagnetischer Verträglichkeit bei solchen elektrischen Schaltungen. Desto komplexer die werden, desto mehr muss man darüber Acht geben, dass eben kein Übersprechen von irgendwelchen magnetischen Signalen stattfindet und so weiter und so fort. Also es kann echt fies werden. Macht die Probleme für euch immer häppchenweise ein bisschen kleiner und dann kommt ihr da auch gut voran mit. If then als qualitatives Merkmal, was passiert, wenn, dann quantitativ natürlich auch irgendeine konkrete Größe von irgendwelchen Abhängigkeiten. Ne? Qualität und Quantität muss man unterscheiden können. Ne? Normal ist eben die CPU-Performance, ist die für die Processing Time zuständig. Das heißt, wenn ich eine bessere CPU einsetze, löse ich das Problem, dass möglicherweise meine Software zu langsam ist. Das kann so sein. Es muss nicht zwangsläufig immer daran liegen, dass meine Software beschissen programmiert ist oder zu viel Ressourcen frisst, sondern es kann auch einfach sein, dass ich einen zu alten Rechner habe. Das kann man damit skalieren. Das geht. Muss man halt seinem Kunden dann sagen. Ja, schade. Hast jetzt Lizenzgebühren für meine Version hier bezahlt und kannst sie nicht ausführen, aber es steht ja auch auf unserer Webseite, dass man mindestens diese Anforderungen zur Verfügung stellen muss, damit das sauber funktioniert. Bei Spielen ist das immer der Fall. Da steht, wenn du diese CPU hast und diese Grafikkarte und so viel Speicher, dann kannst du es spielen. Da steht aber nicht drin, dass du es dann in absolut genialster Grafikauflösung spielen kannst, sondern du kannst es gerade so spielen. Nennt sich dann Mindestanforderungen. Jeder, der mal an dieser geknabbert hat, weiß das aber einzuschätzen, dass das dann wirklich Mindest ist. Alles auf Low macht dann auch meistens nicht wirklich viel Freude. Ja? Dann auf der anderen Hand haben wir eben auch irgendwo, ne, diesen Punkt, dass ja, fluktuierende Dependencies sicherlich Einfluss nehmen. Manchmal sind die Abhängigkeiten eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Und das muss ich einfach versuchen, unter ein Dach zu bekommen. Das ist eine hohe Kunst, das macht man glücklicherweise nicht allein, da gehört eine Menge Erfahrung zu. Aber wenn man die hat, ist man da richtig gut unterwegs. Kann auch gutes Geld verdienen, muss man dazu sagen. Genau, Disziplin oder das, was man letztendlich da, ach ja, algebraische Equations, zum Beispiel E gleich mc Quadrat, kennt man auch. Da hat man eben auch irgendwelche ordinären Systeme in Differentialgleichungen hinterlegt. Man kann die Systeme eigentlich alle in Differentialgleichungen hinterlegen. Und wenn man das tut, wird ein Großteil von euch raus sein und sagen, ne. Nicht mein Ding. Mathe, Kriegsfuß, finde ich nicht gut. Jedes mathematisch zu lösende Problem ist auf seine Art und Weise aber oftmals das numerisch korrektere oder das numerisch einfachere. Wenn ich irgendwann mal beide Augen zumache und irgendeine Simulation oder irgendeinen Test oder ähnliches aufgebaut habe, ist im Hintergrund eigentlich sowieso eine numerische Mathematik dahinter. Formalismus, formaler Beweis, Überprüfung basiert eigentlich fast alles auf einer mathematischen Grundlage. Betrieb sage ich schon. Bildverarbeitende Prozesse, fast immer Matrize. Bewegungen und so ein Spaß, ganz oft Vektor. Wenn man damit wirklich auf Kriegsfuß ist, dann ist das auch meistens nichts für einen. Zum Glück muss man es ja nur verstehen und in Relation bringen. Das Berechnen macht ja meistens der Computer selbst. Nur wenn man dem eine Frage stellt und die Frage ist schon falsch, dann darf man nicht die richtige Antwort erwarten. Das ist also auch nur, der Computer ist ein Hilfsmittel. Nichts sonst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich kann da Tools einsetzen und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass einige dieser Werkzeuge wirklich auch echt gut sind, um sich mal konzeptionell mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Wir haben einen State Chart zum Beispiel mal hier. Da gibt es Transitionen und Konditionen und On Entry, On Exit und so weiter und so fort. Aber sich Dinge mal so plastisch, bildlich darzustellen, hat enorme Vorteile. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Mit diesem Bild kann ich zu jemandem hingehen und sagen, guck mal bitte ganz vorsichtig mal drüber. Ich weiß, du hast keine Ahnung über das System, aber der Prozess, der hier vonstatten geht, mit oben anfangen und irgendwie dann über diverse Zustände hüpfen,
wieder zurück. Ist das für dich logisch? Und guckt er sich das an und sagt, nee, erklär mal. Und dann fängt man an zu erklären. Und beim Erklären merkt man plötzlich, danke, gut, dass wir drüber geredet haben. Jetzt weiß ich, wo der Knack ist, nämlich genau da. Und auf einem Bild zu diskutieren, ist immer einfacher und angenehmer als auf 100 Zeilen Code, ne, der dann auch noch möglicherweise kryptisch ist, der keine Dokumentation hat und so weiter und so fort. Also ich bin kein Verfechter von UML, SysML und so weiter und so fort. Ich finde, Coding hat einfach einen ganz anderen Charme und auch eine ganz andere Daseinsberechtigung. Aber mit Leuten zu diskutieren über etwas funktioniert auf einer bildlichen Ebene immer besser, als wenn ich dann irgendwie mit Programmcode oder sowas komme. Denn ein Bild versteht meistens auch jemand, der kontextfremd ist. Wenn ich zu jemandem hingehe, keine Ahnung, im Bekanntenkreis und der ist Schlosser. Und dann sage ich hier, pass auf, ich habe hier so eine Software, da schreibe ich hier oben hier das rein und das rein, das ist hier C-Code und dann mache ich hier nochmal eine Schleife. Der guckt mich an mit großen Augen und sagt, Bier? Fragezeichen. Willst du eins oder nicht? Warm, kalt oder sonstiges? Aber da wird nichts Schlaues bei rauskommen, weil wo soll es herkommen? Wenn ich ihm diese gleiche Geschichte zeige mit einem Bild, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es versteht und vielleicht auch sagt, nee, also das würde ich anders machen, viel, viel größer. Und genau das ist der Grund, weswegen viele Dinge, Sachverhalte auch in der Simulation ganz bewusst mit Modellierungssprachen gemacht werden, zu dem Simulink gehört. Dazu kommen wir gleich in Kürze, dass eben das Simulink auch MATLAB und Simulink heißt. Es ist ein Synonym. Das hat sich irgendwo so eingebürgert, dass man das immer miteinander verzahnt, aber eigentlich ist MATLAB ein Werkzeug, das nur dafür da ist, irgendwie sowas Python-ähnliches auszuführen, Skripte. Und Simulink ist eigentlich eine Umgebung, mit denen ich grafische Notation verwende, um daraus hin dann irgendwelche Skripte zu generieren, die ausgeführt werden können und so weiter und so fort. Ne? Für euch klar und in vielerlei Hinsicht auch für mich klar, dass das irgendwo zusammengehört, aber im Lizenzmodell ist das anders. Da habe ich eben mein MATLAB und das kann ich ganz unabhängig von Simulink betrachten. Und dann gibt es noch ein drittes, das nennt sich Stateflow. Ne? Da ist der Name Programm, wie wir das hier sehen. Da habe ich dann noch so ein bisschen in Richtung Zustandsautomaten, wo ich auch Abläufe entsprechend eingeben kann. Genau das will ich euch dann auch nochmal demonstrieren, dass man wirklich sieht, also es ist ein völlig banales Beispiel, was ich mit euch machen werde, aber dass man sieht, ich kann dieses Problem auf diese Art und Weise lösen, dann mache ich das so, ich kann dasselbe Problem auf diese Art und Weise lösen, dann mache ich das so und ich kann wiederum dasselbe Problem auf diese Art und Weise lösen. Wir werden also in diesem Beispiel, keine Ahnung, ob ich das noch heute schaffe, ansonsten nächste Woche, drei, wenn nicht sogar vier unterschiedliche Wege sehen, die alle am Ende das gleiche Ergebnis präsentieren. Die sind auch alle nicht besser oder schlechter, was das Zeitliche betrifft. Es ist am Ende leider auch ein Stück weit Geschmack. Wenn ihr mit Leuten arbeitet, die total auf Differentialgleichung stehen, dann werden die alles mit Funktionsblöcken machen. Wenn ihr mit Leuten zusammenarbeitet, die total auf Programmierung stehen, dann werden diese Funktionsblöcke wahrscheinlich einfach ein kleines Skript beinhalten. Ne? Mit den Input Variablen, irgendwelchen Berechnungen, die man da drin macht und irgendwelchen Output-Variablen. Wenn das Leute sind, die so total künstlerisch begabt sind, dann werden die das alles grafisch machen. Ne? Es geht auch eine Mixtur aus allem, also da ist wirklich, man ist da relativ frei. Bloß meines Erachtens nach ist es nicht gut, eine Lösung zu zeigen und zu sagen, das ist es jetzt. Und das ist dann meistens Simulink, findet auch auf 1000 YouTube-Videos, die euch da Onboarding präsentieren. Ich möchte euch gerne alle drei, wenn nicht sogar vier Teile zeigen, wie ihr zum Ziel kommt und dann könnt ihr selber und selbstständig, also Hilfe zur Selbsthilfe, entscheiden, was für euch das Passende ist. Lösbar ist es alles auf der gleichen Grundsubstanz. Meistens hinterlegt man eine Funktion, ein mathematisches Gleichungssystem oder, aber man kann es eben auf unterschiedlichen Arten machen. Alle drei oder vier führen zum selben Ziel, es funktioniert mit derselben Ausgabe. Keine Fallunterscheidung möglich, dass ich sage, das eine funktioniert besser als das andere, es ist wirklich komplett äquivalent. Und das ist auf der einen Seite extremst cool und auf der anderen Seite furchtbar. Denn ne, wenn ich jetzt jemand bin, der total auf Bildsprache steht und meine ganzen Abteilungsmitglieder schicken mir irgendwelche mathematischen Gleichungen oder gar irgendwelchen Code, schwierig. Was dann eine Rolle spielt, ist Dokumentation. Gucken wir uns auch an.
dass man diese Sachen bitte dann so feingranular wie möglich dokumentiert, damit jeder, egal aus welcher Domäne, egal aus welcher Sicht man kommt, sich damit auseinandersetzen kann. Dieser künstlerische Freiraum, den ich gerade angesprochen habe, ist natürlich auch so, dass es bei einigen Firmen dann nicht wirklich so gelebt wird. Ja? Ich will euch alle vier Sachen zeigen, definitiv, damit ihr da ein Gespür für bekommt und auch für eure Sachen eigenständig entscheiden könnt. In so Firmen ist es ganz oft, dass sie sich auf eine Sache versteift haben. Ne? Und dann ist das die gelebte Praxis. Und in den meisten Fällen ist es die Bildsprache, ein Blockdiagramm, wo man sich aus unterschiedlichen Dingen was zusammenzieht und entsprechend dieser dann auch irgendwelche Erkenntnisse generiert. Das sind aber Dinge, da lasst uns doch einfach mal was anschauen. Ich wechsle jetzt mal den Screen hier, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht kaputt geht alles. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir dürften hier gemeinsam jetzt über ein MATLAB-Simulink verfügen. Und ich habe mal eine Kleinigkeit gemacht. Ne? Wenn ihr das mal starten wollt, ich mache das mal kurz weg. Dann habt ihr hier so einen FX. Funktionsaufruf könnte man es nennen. Da kann ich einige Variablen deklarieren oder auch Funktionen durchführen, etc., etc., etc. Im Grunde genommen ist dieses Command Window, ich hoffe, ihr könnt das alle gut genug lesen, sonst muss ich das ein bisschen größer machen, the place to be. Mittig orientiert, das Ding, wo ich meine Funktionalitäten reinlege, wo ich ja, Sachen mitmachen kann. Zum Beispiel sage ich jetzt ganz einfach mal, ich nehme mal die Variable Florian ist gleich 37. Enter. In die nächste Ebene hinein. Das ist nämlich unser Workspace. Da ist schon ein bisschen was vorbereitet. Kommt für gleich auf jeden Fall uns zugute. Und da sehen wir jetzt diese Variable Florian mit dem Wert 37. Ja? Und wenn ich jetzt hier irgendwie noch einen anderen Namen eintrage, keine Ahnung, was nehme ich denn da mal? Ja, mein Karnickel, Schui, der ist mittlerweile 8. Trage ich auch ein, habe ich Variable, ne? Florian und Schui. Case-sensitive, ne? Sieht man dadurch auch auf den ersten Blick. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle Informatik so ein bisschen im Hintergrund habt. Ich kann also eine Variable klein, groß, wie auch immer schreiben. Es ist dann immer ein unterschiedlicher Eintrag auch in meinem Workspace. Ne? Jetzt kann ich hier mal doppelt drauf drücken und dann sehe ich, dass im Hintergrund eigentlich, wie das Ganze auch vom Namen her klar ist, denn MathWorks oder MATLAB ist die Abkürzung für Matrix Laboratories. Und alles ist eine Matrize. Alles. Und das sehe ich hier auch. Ich habe hier den Wert an Position 1 und 1 und damit ist es eine Einzelwert, also eine Variable mit einem einzelnen Wert. Ich kann aber auch eine Matrize nehmen, ich kann einen Vektor nehmen, ich kann unterschiedlichste Arten und Weise miteinander verzahnen. Ne? Nur durch Doppelklick auf diese Variable kam das jetzt Ganze zustande. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jetzt sagen, ne, FLO, dann mache ich einen Tabulator und da sehe ich schon, oh hier, guck mal, da gibt es Float, Floor, da gibt es Div, Flow und Florian plus. Oh, jetzt habe ich C, das ist ein bisschen viel. Da gibt es jetzt Callback-Funktion. Da mache ich nochmal ein H hin. Das reicht auch irgendwie noch nicht. Mache ich noch ein E hin. Na, vielleicht hätte man es auch richtig schreiben sollen. Da ist es. Ne? Florian plus Shui, Enter. Mein Answer ist 45. Ich habe die beiden miteinander addiert. Herzlich willkommen. Ihr habt eure erste Aufgabe. Applaus, Applaus mit MATLAB Simulink erledigt. Das ist also kein Spaß, den ich gerade sage, aber es ist der teuerste Taschenrechner, den es gibt. Also die Lizenz, wenn man sie wirklich, und das ist noch nicht vollständig, als Einzelplatzlizenz ganz regulär bewirbt, ist man gut bei 20.000 Euro Jahreslizenz. Und dafür, dass ich damit jetzt rechnen kann. Ich könnte das Ganze auch mit dem Kalkulator machen. Nimm also einfach ja, es ist jetzt mein Taschenrechner von Windows, von Mac oder was auch immer und könnte auch diese beiden Zahlen miteinander addieren und das ist gratis. Was macht das jetzt nun so leistungsstark? Nun denn, das Leistungsstarke macht es dadurch, dass ich in der Lage bin, eben auch komplexe Sachverhalte miteinander zu verzahnen. Dass ich eine Benutzerführung habe, die es mir erlaubt, Dinge mathematisch zu verzahnen.
Also vor allem Mathematiker und Physiker sind mit diesem System absolut glücklich, weil sie genau so, wie sie es aus ihren Büchern eben entnehmen oder entnommen haben, arbeiten können. Sie können eine Matrize definieren, sie können einen Vektor definieren, sie können eine transponierte Matrize machen und so weiter und so fort. Wir können da drin Bildverarbeitung machen. Wir können da so unglaublich viel mitmachen. Es ist also fast eine eierlegende Wollmilchsau. Ich kann hier drin Bildverarbeitung machen, habe ich schon gesagt. Punktwolken von Radar und anderen Dingen kann ich hier einfach einbeziehen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich aber auch schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet, denn das Schöne bei MATLAB ist, man zahlt nicht nur 20.000 Euro, sondern hat eigentlich auch einen geilen Support. Ich mache hier mal ein Clear für Clear Screen. Dann ist alles, was wir hier, im Command Window eingetragen haben, weg. Wenn ich jetzt die Pfeiltaste nach oben nehme, sehe ich, ups, ja doch, da ist ja noch alles. Alles, was ich davor gemacht habe, kann ich nochmal wieder herstellen. Wenn ich jetzt auch sage, Clear, dann ist der komplette Workspace wieder frei. Jetzt muss ich ein bisschen hier das mal wegmachen. Schwupps. Weil ich euch auch eine Kleinigkeit zeigen möchte, die auf jeden Fall von, bei jedem von euch auch ausgeführt werden kann. Denn es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Ihr könnt MATLAB plus irgendwas eintragen und bekommt dann meistens auf deren Webseiten irgendeine tolle Idee. Und ganz oben rechts steht irgendwie Copy Code oder sowas. Und das sieht dann meistens so aus, dass ihr in eure Zwischenablage zum Beispiel sowas bekommt. SSC Mass Spring Damper SL. Oh, SL steht meistens für Simulink, ne? Und dann kann man sich das System irgendwie so herleiten. Ne? Damit ihr das abschreiben könnt, wenn ihr das parallel jetzt tatsächlich dann auch mit mir zusammen erleben wollt, dann ist das SSC Underline MASS Underline SPRING Underline DAMPER Underline SL. Eins der simpelsten regelungstechnischen Systeme. Auf Seite 5 in fast jedem Regelungstechnikbuch kommt dann so ein Dämpfer, ne, so ein Springdämpfer zustande, weil dort eben einige Einflussfaktoren für die Regelung und so weiter sehr gewinnbringend angezeigt werden können. Es ist also durchaus ein technisches Konstrukt, das mathematisch und auch physisch so seine Herausforderungen hat, wo wir wahrscheinlich, wenn wir es im Regelungstechnikbuch jetzt gemeinsam aufschlagen würden, das schnell wieder zumachen wollen. Ja. Wir nehmen uns das jetzt einfach mal und sagen Enter. Und jetzt passiert Folgendes. Ich muss das mal hierher schieben. Schwupps. Bei mir ist jetzt hier dieses Simulink-Modell aufgegangen. Und ich schiebe mir das mal so zurecht, dass ihr da alles sehen könnt. Und auf der rechten Seite habe ich tatsächlich auch schon initialisierte Variablen. B, K, M und X0. Die sind schon mal da. Und jetzt gucke ich mir mal an, was man hier so vonstatten geht. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwo unser System. Das macht irgendwie Plots. Da kann ich mir den Code angucken. Ich kann mir die Ergebnisse angucken. Ich kann mehr lernen über das Ganze. Ich kann also eine ganze Menge. Vor allem kann ich mir in erster Linie mal angucken, was der ganze Käse denn nun soll. No? Ich versuche mal hier so ein bisschen reinzuzoomen. No? Versuchen wir es mal groß zu machen. Ich glaube, das ist hier fit. Genau, dann ist es schön groß. Ich habe hier also mein Simulink-Modell. Das ist das einzige Hexenwerk, was ich verstehen muss. Und das wird zu 99,8%, wenn man es mal beschrieben bekommt, miteinander durchgeht, auch jeder verstehen. Wenn man das aber überhaupt noch nie gesehen hat, ist das genauso kryptisch wie Code. Ne? Also, ne, hier kommen irgendwelche Variablen zustande. Ich klicke mal exemplarisch einfach auf den Wert K. Ne? Das ist irgendwo hier Multiplikation passieren elementweise. Ich kann mir Signalattribute anschauen mit irgendwelchen Output-Minimum, Maximum. Ich kann hier so viele Sachen einstellen, da wird einem wirklich schummrig. Initialisiert ist diese K-Variable hier mit dem Wert 400. Oh, dann haben wir auch B. Wissen wir jetzt, dass das schon mit dem Wert C, das ist also unsere Dämpfung. Oh, ist auch wieder so ein Element. Mit Attributen kann man sich dann entsprechend auch genauer anschauen. Unsere Masse 1 durch m. Ne? M haben wir immer hier mit 3,6 behaftet. Wer sich so ein bisschen mit Physik und Newton auseinandergesetzt hat, der kann diese Zahl sicherlich auch verstehen. So, und dann passieren hier irgendwelche Summationen. Also letztendlich beschreiben wir hier eine große mathematische Funktion. Nur halt nicht so, wie wir das kennen, mit f von x gleich das und das, sondern eben mit diesen Funktionsblöcken. Ne? Und
Auf der rechten Seite haben wir unseren Dämpfer, der also letztendlich hier unten befestigt ist von seiner Kraft her, mit einer Feder und all so ein Spaß. Also letztendlich, ja, ein Dämpfer. Kennt man. Dann diese Springen, das, die Masse, die dran gehangen wird und so weiter und so fort. Das beinhaltet das dann sozusagen. Wenn ich wirklich im Thema bin, wirklich weiß, von was ich spreche, dann ist das für jeden mehr oder weniger leicht zu verstehen. Wenn nicht, keine Frage, wir bauen uns unser eigenes Modell ja nochmal selbst und das ist auch auf jeden Fall eins, was wir auch verstehen. Es wird nämlich unser lieber Wassertank sein. Aber damit ihr seht, dass ihr auch die Beispiele, die MATLAB anbietet, einfach auch mal durchspielen könnt, einfach auch mal anschauen könnt, eigene Erfahrungen sammeln. Das ist viel wichtiger, als immer das nachzuprogrammieren, was ich euch irgendwo vorlege, sondern auch mal gucken, was kann ich darüber hinaus machen? Kann ich vielleicht auch schon mal was spielen? Interessiert mich das vielleicht sogar, dass ich da mehr Erfahrung aufbauen möchte, als ich möglicherweise soll? So, Kombination aus Simulink und Simscape. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wir haben kennengelernt, MATLAB, der teuerste Taschenrechner der Welt. Simulink, irgendwie so komische Klötze hier. Und dann gibt es noch Simscape, in dem ich physische Konstrukte, elektrische Konstrukte, mechanische und mechanisch-elektrische Elemente modellieren kann. Meistens ist das aufgrund der Farbe. Ihr könnt mal gerne in Chat schreiben, was das hier für eine Farbe ist. Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich bin ja farbenblind. Ich würde sagen, das ist durchaus irgendwo etwas heller. Vielleicht so ins Grünlich gehende. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht blau, auf jeden Fall nicht rot. Ich weiß aber aufgrund der Dokumentation, weil die ist nicht schlecht in MATLAB, dass elektrische Komponenten ganz oft mit der Farbe grün, das ist so ein helles Grün, und mechanische Komponenten ganz oft mit irgendetwas Gräulichem dargestellt sind. Ne? Mechatronische Systeme ganz oft blau, aber das ist dann eben nur nochmal eine zusätzliche Instanz, die dem Nutzer, sofern er die Erfahrung hat, auf den ersten Blick zeigt, alles klar, alles was schwarz ist, ist auf jeden Fall Simulink, alles was in irgendeiner Form so eine andere Farbgebung hat, kommt aus einem anderen Kontext. Und die Simscape ist letztendlich nichts anderes als eine zusammengefasste Bibliothekensammlung für physische Konstrukte, mechatronische Konstrukte, elektrische Konstrukte. Damit wir dann ein Gespür für bekommen, bevor wir gleich mal auf Simulation drücken, orientieren wir uns erstmal in dem Fenster hier. Also, ich habe hier die Möglichkeit, mich natürlich reinzuzoomen. Das mache ich mal mit dem Trackpad, das wird dann richtig schnell richtig eklig, weil dann komme ich wieder nicht zurück. Wir haben ja auf der linken Seite glücklicherweise so ein paar Dinge wie hier den Fit-Befehl. Fit to View kommt man eigentlich immer wieder an Ort und Stelle zurück. Einige Modelle werden riesig groß, andere Modelle werden sehr, sehr klein. Ihr könnt eigentlich bei all diesen Dingen, jetzt bearbeiten wir das mal hier hoch, mal, dass wir das so machen, hier das mal fassen, rechte Maustaste und dann Create Subsystem from Section. Wenn man das jetzt macht, ich mache es jetzt mal nicht, weil ich möchte noch mit dem Modell jetzt gleich arbeiten und habe keine Ahnung, ob das dann auch funktioniert. Nachdem wir es uns angeschaut haben, können wir es gemeinsam noch mal herausfinden. Dann kann ich dieses in einem Subsystem bündeln und sagen, das ist jetzt einfach mein Mess Spring Damper. Ja? Und wenn dann jemand diese Sache nimmt, kann er sich auch genau diesen Klotz einfach in seine Simulation ziehen. Per Drag and Drop im einfachsten Fall. Dann sind dann da Input-Faktoren und Output-Faktoren, Output-Faktoren gleich mit drin und ich behandle es, ohne dieses Kryptische hier überhaupt sehen zu müssen. Ich habe dann nur noch meine Inputs und meine Outputs. Erinnert euch an den Blackbox-Test. Da war das einzige Relevante, was ich betrachten muss. Ich habe Inputs und ich habe Outputs und ich soll dafür sorgen, dass wenn ich entsprechende Inputs setze, der Soll-Ist-Vergleich am Output gleich ist. Dann ist mein Testfall durchgelaufen und alles gut. Ne? Nichts anderes wäre es auch hier. So. Gehen wir mal darauf ein, uns die Dinge mal so ein bisschen intensiver anzuschauen. Eins der wichtigsten, und wie gesagt, das wird uns nächste Woche dann höchstwahrscheinlich enorm ereilen, weil wir das dann einfach von Scratch mal bauen, ist die Bibliothek. Und die ist riesig. Also die ist wirklich groß. Da haben wir hier diesen Library Browser. Übersieht man relativ schnell.
Man sieht hier oben auch nochmal den Reiter Debug. Da kann man sich einige Sachen angucken. Man sieht dann hier auch Pause Time in Sekunden, Stop Time einer Simulation nach 5 Sekunden. Bei der Modellierung findet man einiges, ne? Insert Subsystem, atomares Subsystem, Varianten Subsystem und alle möglichen anderen Dinge. Hier ein Schedule Editor, wenn man da noch Scheduling betreiben möchte. Im Format kann ich natürlich auch noch die Schriftart ändern, wenn ich das denn unbedingt möchte. Und Apps. Apps sind geil. Also die sind wirklich richtig gut. Hier Autosar-Komponente für diejenigen, die mit Autosar handhaben wollen. Hardware-Support, 3D-Animation-Player, 3D-Word-Editor. Also da kann man sich richtig auslassen. Ja? Gucken wir uns dann alles nochmal explizit an. Wir wollen es ja schön einfach erstmal halten. Also gehen wir auf unsere Library. Gehen wir mal gemeinsam dahin. Klicken mal drauf. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja? Pupp. Und dann öffnet sich dieser Simulink Library Browser. Und dieser Simulink Library Browser wächst mit seinen Aufgaben. Wenn ihr also zum Beispiel bei euch jetzt nicht das Automated Driving Toolbox System bei euch habt oder das AutoSAR Blockset oder Computer Vision Toolbox oder Control System Toolbox, wenn ihr das alles nicht habt, kein Beinbruch, kann man alles nachinstallieren, wenn es notwendig wird. Ihr habt als Student die Möglichkeit, wirklich auf alle Toolboxen zugreifen zu können. Es macht aber keinen Sinn, alles zu installieren, weil es frisst einfach enorm viel Speicher. Und ganz viele Sachen davon braucht man auch nicht. Simulink Animation 3D fand ich ganz putzig, funktioniert auf dem Mac aber gar nicht. Müsste ich ein Windows-System für nutzen. Simscape haben wir uns gerade angeguckt, aber lassen wir uns mal bei dem Einfachen bleiben. Und einfach heißt, wir können uns in genau diesem Bereich hier oben tummeln. Das ist das, was standardmäßig und immer mit Simulink mitgeliefert wird. Da haben wir Commonly Used Blocks. Das sind die, die sich ergeben aus denen, die ich häufig benutzt habe. In der Vergangenheit habe ich oft ein Delay, einen diskreten Integrator, einen Muxer, Demuxer, Subsystem etc. Bei euch muss das nicht so ausschauen. Einfach, weil ihr vielleicht die unterschiedlichen Elemente noch nicht so häufig verwendet habt. Dann gibt es kontinuierliche Signale. Was haben wir hier zum Beispiel? Ein Integrator. Ne? Mathematik. Wer damit auf Kriegsfuß ist, einfach nochmal nachlesen, was ein Integrator eigentlich ist. Und dann kommt man da auch hin. Diese ominösen Wortfetzen, wie zum Beispiel ein PID-Controller. Ich muss hier nichts mehr eigenständig basteln, sondern ich nehme dieses Element und ziehe es förmlich in mein Modell hinein. Werden wir alles machen, keine Sorge. Ne? Nur, dass ihr es schon mal wisst. Dann irgendwelche Transferfunktionen. Wir haben über Transferfunktionen in diesem Bild letzte Woche auf dem iPad ja schon gesprochen, dass ich daraus ja irgendetwas ableiten kann. Wenn diese Zahl größer ist als das, dann mache das. Wenn die Zahl kleiner ist als das, dann mache das. Wenn der Error bei 0 ist, dann mache jenes. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Transferfunktion. Ne? Und ansonsten noch ganz viele andere schöne Dinge. Dann gibt es nicht nur kontinuierlich, sondern auch diskontinuierlich oder gar diskret. Gucken wir mal bei diskret, was wir da haben. Wir haben Differenzen. Wir haben hier auch irgendwo einen diskreten PID-Controller. Wir haben Integrator, also alles, was irgendwo mit diskret. Wir haben Speicher, den ich hinterlegen kann. Und so weiter und so fort. Richtig viele Sachen. Bit-Operatoren oder logische Operationen kennt ihr. Bit-Clear. Einfach mal reinziehen und dann mache ich ein Bit-Clear. Oder ein Set-Bit. Ein konkretes. Ich will ein bestimmtes Bit setzen. Ihr müsst ja nicht mehr irgendwelche Schiebeoperatoren oder sowas programmieren oder euch explizit mit diesen Sachen herumquälen, sondern ihr könnt das hier wirklich einfach per Drag and Drop reinziehen. Lookup-Tables, klar, wenn ich ein eindimensionales Lookup-Table haben möchte oder, kann ich damit arbeiten. Aber auch mathematische Funktionen. Ne? Apps ist mein Ergebnis. Ne? Addierer, Subtrahierer, Dividierer und so weiter und auch Kombinationen daraus. Ne? Die Zahl, die von hier kommt, wird addiert mit der Zahl plus genommen, die da drunter kommt. Und wenn zwei Zahlen da unten über dieses Plus kommen, dann werden die erstmal miteinander addiert oder entsprechend den mathematischen Regelungen, die existieren, Punkt-vor-Strich-Rechnung und sowas spielt dann eine Rolle, kann ich wunderbar Sachen miteinander verzahnen. Wenn ich einfach nur eine Konstante oder einen Gain-Faktor hinterlegen möchte, nehme ich diesen Gain-Faktor hier. Mathematische Funktionen, Min, Max, ich will wissen, wann diese Zahl oder welche Zahlen bei meinem Simulationsdurchlagen, keine Ahnung, Temperatur, was war Min und was war Max, wird mir dann entsprechend gleich auch ausgehändigt. Und so kann ich ganz kontinuierlich mein System immer weiter wachsen lassen. Und jetzt spielt es so wieder die Rolle, wo ich anfangs gesagt hatte, macht es erstmal einfach. Es nützt nichts, jetzt hier zu sagen, ich will ein gesamtes Auto simulieren. Ich will dies und das und jenes. Nee, klein.
Wir machen Sinus und geben den auf den Ausgang. Und dann kriegen wir am Ausgang einen Sinus dargestellt. Erfolgserlebnis. Jetzt machen wir einen Kosinus und machen den auch in den gleichen Output und gucken da, ah, funktioniert auch, schön. Jetzt manipulieren wir da irgendwas, machen irgendeinen Gainfaktor drauf, runter, irgendeine Übertragungsfunktion, die den Sinus als Input nimmt oder eine Rampe, die irgendwie erstmal hochfährt, so ganz kontinuierlich langsam von Wert 0 auf Wert 100, zum Beispiel Füllstand, ne, bei unserem Wassertank. Und das können wir alles mit diesen Dingen hier bewerkstelligen. Matrizenoperationen, das gleiche, Ports und Signale. Und dann kommen wir nochmal zu Dingen zu sprechen, die Eingänge und Ausgänge letztendlich darstellen. Ne? Sources im Englischen, Eingänge im Deutschen. Da habe ich hier zum Beispiel eine Clock. Ich habe eine Konstante. Ich habe eine digitale Clock, die ich hinzufügen kann. Ich habe ein Ground-Signal. Ich habe einen Input. Ich habe eine Rampe. Ich habe einen Pulsgenerator. Ich kann also wirklich auch sagen, ich will diesen Systemverlauf. Und den möchte er drauf geben. Diese Pulse. Das kann was sein, das irgendwo einer Sinnhaftigkeit folgt. Das kann aber auch völliger Nonsens sein, um zum Beispiel zu gucken, ob das System damit zurechtkommt. Bei den Sinks, das sind dann quasi die Senken, ne, das Pendant zu unseren Quellen. Da habe ich ein Display, da kann ich mir eine Zahl anzeigen lassen. Das ist also wirklich auch genauso gemeint, wie es hier steht. Da kommt hier oben dann eben die kleine Lösungszahl rein. Ich habe einen Floating Scope, ich habe generellen Scope. Gucken wir uns alles an. Ich habe einen Record, ich kann also meinen kompletten Simulationslauf auch speichern und am Ende zum Beispiel Excel zuführen. Oder. Wobei, ich brauche kein Excel, wenn ich MATLAB habe. Das ist letztendlich eine Tabellenkalkulation inkludiert, die das ziemlich gut macht. Ich kann auch einen X- und Y-Graph aufnehmen. Ich kann zum Beispiel in den Workspace, also in diesen hier auf der rechten Seite, mir Informationen hinterlegen. Mir allen voran eben auch Ergebnisse abspeichern, um diese dann vielleicht einer anderen Simulation zur Verfügung zu stellen. Ne? Bis hin zu, man kennt die IP-Adresse von einem entfernten Rechner, vielleicht im selben Haus, ne? Und der rechnet, wenn er denn das Go bekommt, diesen Teil der Simulation und mein Rechner rechnet den anderen Teil der Simulation, da macht man so Ping-Pong-mäßig. Das kann man damit dann auch realisieren, dass ich zum Beispiel einen Teil fernsteuere und den anderen eben dann synchronisiere mit irgendwelchen Datenaustauschen, die die machen. Denn eine Simulation kann ja schneller sein als Echtzeit, sie kann aber auch ganz bewusst langsamer sein und orientiert sich dann einfach an einem Takt. Wenn meine Berechnung jetzt den Zeitpunkt T0 auf der einen Seite ausrechnet, rechnet das auf meiner Seite natürlich auch nur den Zeitpunkt T0. Wenn dann beide T1 berechnen sollen, wird das erst entfernt gemacht, dann lokal und die Daten miteinander fusioniert. Und das dauert dann ebenso lange, wie es dauern muss. Wenn ich sage, ich will, keine Ahnung, 10 Minuten simulieren, ja, dann ist das eben in Schrittweite, dauert das so und so lange, inklusive der Roundtrip-Zeit zum Kommunizieren, die dann eben notwendig ist. Aber ich muss nicht alles auf meinem Rechner machen. Das heißt, ich kann auch skalieren. Wenn meine Büchse nicht mehr ausreicht, weil plötzlich alles zusammenbricht, wenn ich die Simulation starte. By the way, solche Sachen werde ich mit euch hier nicht machen, weil dann, das hatte ich letztes Semester, ist mir der Rechner zusammengestürzt und der Stream kaputt gewesen und dann musste man das alles wieder irgendwie mühselig erstmal zurechtkramen. Wir werden also durchaus sehr einfache Sachen machen. Die Dinge, die komplex sind, werde ich euch anhand eines Videos dann präsentieren. Ne? Also nicht traurig sein, wenn dann einige Sachen vielleicht mal nicht live sind, sondern weil ich die so aus der Konserve hole, aber im Mittel ist das besser. Ne? Dann Signal Routings und so weiter und so fort. Also da kann man sich mal munter drin auslassen. Wenn wir dann irgendwann erwachsen sind, also zweiter Block nächste Woche, dann können wir diesen Simulink-Krams als gesetzte Größe interpretieren. Den kennen wir dann, wir wissen uns etwa damit zurechtzufinden. Natürlich gar nicht auf Profi-Ebene, aber wir können damit zumindest schon mal was anfangen. Dann gucken wir uns zum Beispiel Simscape an. Jetzt merkt man schon, allein wenn man da drauf drückt, dauert das eine Weile, bis es überhaupt aufgebaut wird. Wir können hier Multibody-Systems, fluide, elektrische, Drivelines und alles mögliche andere miteinander verzahnen. Wir haben so ein paar Foundation-Libraries. Elektrisch, Gas. Wenn ich zum Beispiel Gaselemente, guck mal, was wir hier so haben. Elemente, absolute Referenz, einen Cap. Keiner von uns weiß, wie das funktioniert, weil wir sind Informatiker und keine Verfahrenstechniker. Aber so Sensoren, hier zum Beispiel irgendeinen Massen- und Energieflow-Rate-Sensor, schon mal von gehört, mit Gas,
Ne? Wir haben das natürlich mit Wasser bei uns in unserem kleinen System auf dem iPad ja schon gemalt. Und dann gibt es hier Komponenten, die kann ich dann tatsächlich mir einfach angucken. Ich kann dann Helfe ansteuern, um mir dann weitere Informationen zukommen zu lassen und so weiter und so fort. Ne? Also nicht nur Sensoren, sondern auch Sources. Ich kann zum Beispiel Pressure, einen Druck gleich mitgeben und, und. Für die elektronischen Fanatiker von euch, guck mal hier ein Kappa, ne? Und eine Diode und eine Referenz. Und irgendwie eine Induktion. Das folgt also dem Wahnsinn, den man schon kennt aus anderen Veranstaltungen. Und da kann ich natürlich auch Sensoren, ne, Voltage-Sensor oder einen Current-Sensor oder auch irgendwelche Sourcen. Ich kann hier einfach auch mal einen Current oder einen Voltage hinzufügen. Alles Drag and Drop. Ne? Und am Ende baue ich mir daraus mein Bild zusammen. Aus dem ergibt sich automatisch irgendwo mein System. Und wenn ich dann auf Go drücke, dann wird das simuliert. Und wenn ich sage, ich möchte 5 Minuten simulieren, werden 5 Minuten simuliert. Wenn ich sage, ich möchte 5 Sekunden simulieren, dann simuliere ich 5 Sekunden. Und wenn ich sage, ich möchte Inf, also für Infinity, dass bis zum letzten Atemzug, bis die Maschine wirklich aufgibt, möchte ich das simulieren, weil ich da irgendwelche Parameter habe, irgendwelche Schalter, die ich dann noch drücken können möchte. Dann habe ich wie so eine Endlosschleife, die ich dann per se eigenständig beenden muss. Aber das sind dann so Dinge, das gucken wir uns an. Was war für mich noch besonders interessant? Ne? Brakes, ne? Eine Bandbremse hier, eine Double Shore Brake, eine Disc Brake. Das sind so Sachen aus dem Autobereich raus. Hier können wir auch Schaltungen, also Transmission machen. Wir können eben auch Engines und Motor. Hier haben wir zum Beispiel einen Motor, einen Piston. Also hier, ja, es ist jetzt ein Pneuel verwenden und kann mir so auch meinen Motor zusammenbasteln. Und aus diesem Motor baue ich dann vielleicht irgendwie was Größeres zusammen. Wenn ich das dann noch sauber dokumentiere und ich habe jetzt einen Motor gebastelt, der entspricht dem eines Käfers und der hat die und die Parameter. Dann sage ich, die Parameter sind Eingänge, wie wir sie hier auch in unserem Workspace, by the way, haben. Und die werden initialisiert, wenn ich meine Simulation starte, mit genau denen, die da jetzt im Workspace drin sind. Das heißt, ich kann diese Simulation dann auch auf unterschiedlichen Arten recyceln. Nämlich einmal lasse ich hier es durchführen mit, mein Motor hat so und so viel Hubraum und erstmal gut. Die anderen Faktoren müssen sich natürlich dann auch anpassen, aber um es schön einfach zu haben, habe ich einmal diese Form von Hubraum und einmal eine andere und gucke, was passiert. Kann ich da vielleicht noch Optimierungen einsetzen, um eine zweite Variante auf den Markt zu bringen, die mehr Leistung hat? Und wenn ja, wie verhält sich das dann? Spritverbrauch auf und runter. Bloß das Schöne ist, wenn ich das habe und eine Dokumentation dazu, dann kann ich dieses bereits vorgefertigte Modell einfach abspeichern und dann taucht das hier auch auf. Dann kann ich mir eine eigene Bibliothek bauen, indem ich sage, ich bin jetzt hier Volkswagen und ich habe den Motor für den Käfer. Und wir wollen jetzt einfach mal diesen in einen Polo packen oder in einen Porsche tun. Oder das, was man früher in den 60er, 70er Jahren gerne gemacht hat, einen Porsche-Motor in den Käfer. No? Könnte man dann hier simulieren, ob es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Habe ich mich schon gemacht. Aber no? Diese Was-wäre-wenn-Frage lässt sich auf diese Art und Weise sehr, 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 sehr gut auch beantworten. Und dann merkt ihr, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hier Glas, Gas, irgendwelche Fluide, Moisture, Temperatur von liquiden Dingen, ne? Pipes und Fittings, da kann ich eben auch eine Pipe mal einbauen. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Multibody ist auch noch schön, da kann ich hier irgendwelche Kabel und Belts, ne? Irgendwelche Joints. Kann ich alles mit hinterlegen, um zu gucken, wie diese einzelnen Kleinigkeiten miteinander verzahnt sind. Das würde aber den Rahmen sprengen einer Informatikvorlesung. Das sind Bestandteile, da muss man dann tiefergründiger einsteigen, wenn man sich zum Beispiel noch neben dem Informatikstudium so ein bisschen mehr mit Maschinenbau, Elektrotechnik oder was auch immer beschäftigen möchte, was alles kein Hexenwerk ist. Also nur weil ich es jetzt ausgraue, heißt es nicht, dass es derartig komplex ist, dass das keiner von euch bestehen kann. Oder keiner von euch sich damit auseinandersetzen kann. Es ist halt nur, weil es den Rahmen sprengt, weil wir ansonsten die vielen schönen anderen Sachen nicht machen können. Ja? So, kommen wir also drauf zu sprechen. Wird toll, sage ich euch jetzt schon.
Dann haben wir hier zum Beispiel 3D-Animationen, ne? Irgendwelche Cross-Produkte, irgendwelche Vektoren berechnen und so weiter und so fort. VR to MATLAB, ne? Also wenn ich irgendwelche VR-Systeme habe, kann ich dann die Kopfbewegung und alle Dinge dann rausfiltern, in MATLAB dann zufügen und meiner Simulation entsprechend diese Wertigkeiten dann irgendwo zur Verfügung stellen. Ist also durchaus schon eine schicke Sache. Simulink Coder ist für euch nicht weiter von Relevanz. Flipflops, ja, wer es kennt, ne? Also D-Flipflop, ein Latch, ein JK-Flipflop, ein SR-Flipflop. Ist jetzt sicherlich irgendwie nicht mehr so wichtig, wenn man sich im ersten oder zweiten oder gar dritten Mastersemester befindet. Das sollte man schon viel, viel früher mal verstanden haben. Aber man kann es machen. Und, ne? Vehicle Dynamics Powertrain. Zack. Na, guck mal hier, Motorcycle Chain. Wie cool ist das denn? Ich kann mir auf einmal hier ein eigenes E-Bike zusammenbasteln. Na, da sieht man schon, linksseitig sind die Eingänge, rechtsseitig sind die Ausgänge. Wenn ich mir das jetzt in mein Modell ziehe, kann ich damit schon ziemlich viel coole Sachen machen. Geht über das hinaus, was wir machen wollen, zweifelsohne, aber es ist möglich. Na, haben wir hier noch irgendwo eine Transmission, Getriebe, ne, eben auch meistens mit so einem schönen Bildchen hier drin, dass man das entsprechend sehen kann. Vehicle Bodies, das hier Motorcycle Body, ne? Dann eben auch mal ein Vehicle Body, dann auch mal eine Lenkung und so weiter und so fort. Ne? Hier auch mal eine Lenkung, wo man ableiten zu könnte, dass man auch sowohl die Vorderachse als auch die Hinterachse lenken kann. Irgendwelche Gierraten-Sensoriken und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge. So, und jetzt guckt man hier mal, da gibt es sogar ein komplettes. Einen Drive Cycle, also einen Fahrzyklus, den ich einfach als Input hinzufüge und dann wird mein Fahrzeug diesen abfahren. Nämlich Beschleunigung in der Innenstadt, kurze Fahrt über die Landstraße, Autobahnfahrt, Autobahnabfahrt, an der Ampel halten und so weiter und so fort, ist hier schon da. Das muss ich nicht synthetisch generieren oder so weiter, sondern ich kann das hier schon einfach meiner Simulation hinterlegen. Coole Sache, finde ich echt geil. So, damit wir jetzt hier nicht zu weit abschweifen und auch vor allem mal ein bisschen was tun, wir können jetzt hier oben mal auf Laufen drücken, also auf Run. Das mache ich mal für euch. Dann läuft hier unten, seht ihr immer, so ein lustiger Balken lang. Das wird also jetzt im Hintergrund kompiliert, in eine Sprache überführt, die der Computer versteht, ausgeführt und jetzt haben wir 5 Sekunden gerechnet. Und in unserem Workspace kommen zwei neue, nee, sogar mehr, T-Out, Informationen zustande. Also, unser T-Out, klicken wir mal doppelt drauf und da sehen wir zu jedem einzelnen Simulationszeitpunkt, T1, T2, T3 und so weiter, gibt es hier Zahlen. Geil. Und wenn ich solche Zahlen habe, dann kann ich mir natürlich diese auch anzeigen lassen. Das hier hinten ist so ein Scope. Wenn ich da jetzt drauf drücke, na komm, dann machen wir das mal so, dass ihr da auch das gut erkennen könnt, mache ich es ein bisschen kleiner. So. Das öffnet sich übrigens immer irgendwie so ungünstig, wie man sich das jetzt hier gerade angesehen hat. Irgendwo auf eurem Bildschirm taucht dann dieses Fenster auf. Manchmal riesig groß und alles überdeckend, manchmal super klein und auch wirklich so super klein, dass man nur die Überschrift sieht, also dass man den Inhalt gar nicht erkennen kann. Das müsst ihr euch dann immer so ein bisschen hin und her ziehen. So, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen unseren Simulink und unseren Simscape-Verlauf. Wir haben nämlich zwei Lösungen und die überdecken einander. Das heißt, beide Elemente machen das, was sie sollen und genauso, wie sie es sollen. Wenn ich jetzt hier reinzoome, zum Beispiel mal an diesem Punkt hier, kann ich das per Maus, also Auswahl, reinzoomen. Da kann ich natürlich immer weiter rein, so viel ich möchte. Und was ich dann sehe, ist, dass sich entsprechend hier die X- und Y-Koordinate verändert. Das ist jetzt relativ witzlos. Das Schöne daran ist, wir haben einfach etwas genommen, was es schon gab. Wir haben es ausgeführt und wir haben ein Ergebnis dazu bekommen. Im Nachgang werden wir das so machen, dass wir unser eigenes Modell entwickeln und gucken, dass wir mit den Hinweisen, die wir jetzt ja schon haben, mit der Bibliothek, die wir jetzt ja schon kennen, in der Lage sind, mal unseren Wassertank zu simulieren. Das ist so ein bisschen die Errungenschaft, die müssen wir dann auch wirklich vollständig von A bis Z überführen. Dazu brauchen wir ein bisschen Zeit, dazu brauchen wir ein bisschen Ruhe. Mein Vorschlag ist, dass wir nächste Woche uns gleich zu Beginn im ersten Block mit genau dieser Problematik konfrontiert sehen. Wir bauen erstmal einen kleinen Tank,
gucken, dass wir da was reingeben, gucken, dass wir da was rauskriegen. Und dann fangen wir an, aus diesem aufbauend unser System immer weiter zu verfeinern. Und vielleicht kommt am Ende dann ein Modell bei raus, das wir für unsere Regentonne zu Hause einsetzen können. Idealerweise mit irgendwelchen Parametern, die ich ändern kann. Jetzt ist es mal so und so viel Kubiktonne, jetzt ist es mal so und so viel Kubiktonne. Also nicht Tonne im Sinne von Dings, sondern der Wassertank. So und so viel Kubikliter Wasserfassvermögen. Füllstand dementsprechend dann immer auch zwischen 0 und 100%, keine Frage. Aber die Relation, wie viel 100% ist, die kann sich natürlich dann auch nochmal verändern. Sehr schön. Das sind so Punkte, die wollte ich mit euch heute einfach mal angehen. Ich mache mal das wieder weg. Ja. Da kommen diese beiden Ergebnisse raus. Nämlich einmal das, was hier abgegriffen wird. Seht ihr hier. Und einmal das, was hier abgegriffen wird. Die kommen hier auf diesen Eingang. Das ist ein Muxer. Also hier wird gemuxt, beide Wertigkeiten übereinander gelegt. Und sollten jetzt diese beiden Lösungen möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse präsentieren, würde man das in der Grafik sehen. Das tun sie nicht, sie sind exakt gleich. Und dadurch können wir jetzt selber entscheiden, was ist unser Geschmack. Mögen wir das hier für das Projekt lieber, weil es irgendwie kleiner ist? Oder mögen wir das hier lieber, weil es irgendwo mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet oder. Das ist eine reine Geschmackssache. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Ich kann euch einige zeigen. Am Ende ist es eine Geschmackssache. Bei dem Simscape habe ich den ganz großen Vorteil, ich kann, ja, beim Simulink auch, ich kann alle Dinge miteinander kombinieren. Seht ihr ja. In unserem Simulationslauf sind beide Dinge völlig autark voneinander integriert. Ich könnte auch noch ein mechanisches System einbauen, das dann irgendwas tut. Da ist der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Bloß es ist ein großes Werkzeug. Es ist viel. Es ist erschlagend. Und da könnt ihr gerne mal ein bisschen rumspielen, Erfahrungen sammeln. Wir werden aber nächste Woche sowieso uns dann ganz fein granular mit der Thematik beschäftigen. In diesem Sinne mache ich das Bildchen nochmal groß und bedanke mich fürs Mitmachen, fürs Einschalten. Man muss, um die Bibliothek Driveline sehen kann, Autosar als Plugin installieren. Es kann sein. Also, ihr habt die Möglichkeit, das kann man ja mal kurz gemeinsam machen. Dann wechsle ich hier nochmal den Screen. So viel Zeit haben wir noch. Machen wir das mal weg hier. Schwupps, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dann habt ihr die Möglichkeit hier oben über Add-ons. Get Add-ons, Manage Add-ons und so weiter, mal drauf zu klicken. Das dauert dann auch eine Weile, weil es wirklich viele sind. Weil es wirklich viele, viele sind. So, dann haben wir hier zum Beispiel Bluetooth Toolbox. Wenn ihr mit Bluetooth was machen wollt, einfach rein da. Wireless Testbench. Ihr wollt Signale, Echtzeit-Hardware vorausgesetzt, eben analysieren. Dann könnt ihr auch das damit machen. Ihr merkt schon, für MATLAB gibt es irgendwie 11.000 unterschiedliche Sachen. Parallelcomputing, Code Generation, AI, Data Science, fast 3.000 Sachen, Mathematik, Signal Processing hier. So viele krasse Sachen. Hier Aircraft. Ne? Ihr wollt ein Aircraft-Design machen, dann holt euch das. Ein PID-Controller-Simulator, auch eine tolle Sache, gucken wir uns an. Es gibt also auch viel aus der Community, viele Modelle aus der Community. Kennt ihr den hier? Hardware-Support für ein Arduino. Wir können also Code generieren für den Arduino in MATLAB. Auf OK drücken und ab geht die Post. USB-Webcams. Ihr wollt irgendwelche krassen Sachen mit einer Bildverarbeitung machen aus MATLAB raus. Dann nur draufdrücken, installieren und ab geht die Post. Und das Schöne ist, hier oben gibt es auch so einen lustigen Bereich, in dem man was eintragen kann. Ich sag mal Automotive. Na, muss auch richtig schreiben. So, und dann haben wir hier Automotive Suspension. Und hier steht schon installed. Simscape Driveline installed. Simscape Electrical installed. Und wenn das noch nicht der Fall ist, Vehicle Network Toolbox, hier zum Beispiel CAN-Bus, total geil. Radar Toolbox für eine andere Veranstaltung, total geil. Dann kann ich da drauf drücken und sign to install. Jetzt sieht man schon die Requirements hier. Den DSP brauche ich, dieses Phrase Array brauche ich, die Signal Processing brauche ich. In den meisten Fällen werden diese Sachen aufgelöst. Also in den wirklich meisten Fällen drückt man oben einfach auf Go und dann wird der Rest installiert. Könnt ihr mal ausprobieren. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Und
Viele Dinge sind wirklich Learning by Doing. Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht das schwerste Werkzeug. Es ist eher das, was ich damit mache, das Komplizierte, weil ich sehr komplizierte Sachverhalte irgendwo analytisch betrachte. Und wenn ich das nicht in der Lage bin, von der Abstraktion her auf den ersten oder zweiten oder dritten Metern zu realisieren, dann habe ich nicht das Problem, dass das Werkzeug für mich nicht geeignet ist oder dass es zu komplex oder ähnliches ist, sondern dann weiß ich genau, ich muss erstmal dieses Verständnis aufbauen, was mache ich da überhaupt? Was ist da für ein physikalischer Hintergrund? Und das ist so die Errungenschaft, die fällt uns als Informatiker nicht unbedingt schwer, weil Abstraktion machen wir eigentlich üblicherweise ganz, ganz oft. Bloß, jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, wir haben zum Beispiel keine Veranstaltung Physik im Bachelor. Das fehlt dann. Wenn man diese hätte, würde man hier wahrscheinlich noch ganz andere Magie anwenden können, aber man muss mit dem arbeiten, was wir haben. Eure Grundlagen entsprechend habe ich auf dem Schirm und deswegen gucken wir uns das sukzessive und kontinuierlich an. Ne? Werden also jetzt die nächsten Tagen und Wochen dann entsprechend viel auch mit dem Werkzeug machen. Nachdem wir das erste Mal Onboarding gemacht haben, sprich heute, und unser erstes gemeinsames Modell gemacht haben, dann wird natürlich darauf aufbauend eine Hausaufgabe kommen. Könnt ihr mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nächste Woche in Empfang nehmen. Und ja, dann habt ihr da eine Woche Zeit für. Und dann gucke ich mir die Ergebnisse an, bringe vielleicht die ein oder anderen Ergebnisse hier auch mal in den Stream rein, damit diejenigen, die eine besonders gute Leistung abgebracht haben, auch ihre 5 Minuten rumbekommen und die anderen eben merken, ja, das hätte man ja auch so lösen können. Im Endeffekt ist das alles für euch, dass ihr dort Erfahrung sammeln könnt, dass ihr unter diesem Druck der Hausaufgabe diese Erfahrung auch einfach mal trefft. Ansonsten kenne ich das, ich war selber Student, auch die Klausur ist noch so lange her, da kann so lange hin, da kann ich noch ein bisschen warten. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es irgendwelche weiteren Fragen sind, gerne den Discord benutzen oder entsprechende E-Mail oder sowas schreiben. Dann kann ich euch da auch an Ort und Stelle helfen. Nächste Woche MATLAB, das heißt bitte installieren. Ne? Die Installation auf dem Discord-Kanal gab es ja einige Probleme, die besprochen worden sind. Die haben sich glücklicherweise alle jetzt aufgelöst. Und ihr müsst in erster Linie die Grundsubstanz installieren, also rein Simulink. Wenn ihr da schon irgendwelche Sachen zum Auswahl habt mit Automotive Toolbox oder euch interessieren Bildverarbeitungssachen, dann klickt sie an, könnt ihr entsprechend auch ein bisschen reingucken und für euch entscheiden, ob das dann wichtig ist oder nicht. Für mich reicht erstmal die absolute Basisinstallation und selbst wenn nicht, wird es uns angezeigt. Das Fehlermanagement dort ist so gut, dass es sagt, ich kann das nicht auflösen, weil mir fehlt die Bibliothek. Und dann kriegen wir das hin. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, legt euch wieder hin. Viel Spaß bei den anderen Veranstaltungen heute am wunderschönen Montag. Bleibt gesund, bleibt munter und fröhlich. Und wenn nichts dagegen spricht, dann werden wir uns nächste Woche dann zur gegebenen Zeit, am gegebenen Ort dann wieder eintreffen. Wie gesagt, dann machen wir Praxis. Also bitte installiert das. Das hilft euch, dass ihr eben mitmachen könnt. Wenn dann irgendwelche Probleme auftauchen, klar, kann ich dann sicherlich noch mal ein bisschen helfen. Wenn es völlig daneben geht und crasht, dann müssen wir irgendwie auf einem Discord uns zusammensetzen, Bildschirm teilen und so weiter und so fort. Das hat dann aber mit der Vorlesung nichts zu tun. Das ist dann Zusatz. Ne? Also, dann vielen, vielen Dank. Das ist das 5. Mal, glaube ich. Macht euch einen schönen Tag und bis dann.